Wie wird das Spielejahr 2024 heute? Die große Übersicht in Teil 2. Schönen guten Tag, schönen guten Abend und herzlich willkommen. Ja, es ist Teil 2. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, unserer großen Übersicht. Bereits in der letzten Woche, falls ihr es gesehen habt, hatten wir uns in gepflegter Runde zusammengesetzt und einmal hier bei Rocket Beans einen kleinen Überblick darüber gegeben, was für Spiele rauskommen werden und von euch da draußen auch den Hype-Grad voten lassen. Gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber erstmal wollen wir natürlich in die illustre Runde schauen, die sich hier zusammengepackt hat. Und wir gucken erstmal auf die Neulinge. Ede, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier bin. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen geschockt, dass es der zweite Teil ist und in zwei Teilen ist Elden Ring DLC nicht dabei. Das macht es ja noch viel schlimmer. Das musst du mal hier, wer ist das Elden Ring? Ist das zwei Teile der Games von 2024 Bandai Namco reingeschafft? Nein, es hat sich eine Grundsatzfrage. Genau, es ist eine Grundsatzfrage. Wir haben auf dich gewartet. Gut gerettet. Du greifst hier schon mal ein bisschen vorab, denn wir werden natürlich auch noch mal über speziell andere Sachen sprechen. Der Hintergrund war, in der letzten Woche haben wir Spiele besprochen, die ein festes Release-Datum bisher haben. Und diese Woche werden wir über Spiele reden, die zwar kein absolut festes Datum haben, aber 2024 schon anberaumt wurde. Und beim Elden Ring DLC gab es bisher nichts, außer der kommt irgendwann. Deshalb ist der nicht hier direkt. Zählen denn so Leaks und Reddit-Foren gar nichts? Nein. Okay. Nicht in dem Zusammenhang. Vielleicht im dritten Teil. Aber letzte Woche dabei, nicht nur Ede jetzt neu dabei, sondern Janina, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ich liebe Videospiele. Stark. Sehr schön. Du wirst natürlich dann auch gerne ergänzen zu der Liste. Wie gesagt, wir haben hier etliche Spiele, die wir letzte Woche abgehandelt haben, aber auch vieles, was für diese Woche dann neu in diesem Zusammenhang ist. Wir werden am Ende noch Zeit haben, weitere Sachen zu besprechen. Mhm. Wir, ganz ehrlich, warst du letzte Woche dabei? Wow. Ja. Okay, weil ich so oft mit dir in Sendungen sitze, dass ich es leicht durcheinander bekomme. Gut gerettet. Natürlich habe ich es nur so gemeint, ja? Nur so habe ich es gemeint. Sind wir verwandt? Wir haben die gleiche Frisur drunter, ne? Das weiß man nicht. Jetzt wissen alle, dass ich eine Perücke trage. Ja. Aber drauf. Aber ich weiß, Fabian, du warst letzte Woche auch dabei und bist wieder dabei. Schön, dass du wieder zurück bist. Ja, danke schön. Ich freue mich, dass ich nochmal hier sein kann. Ich freue mich auch, dass ihr da draußen die Sendung so schön verfolgt habt und auch so viel Feedback geschickt habt. Und wir haben tatsächlich noch ein paar Ergänzungen gemacht bei zwei, drei Sachen, die uns vielleicht auch mit festem Termin durchgerutscht sind. Und zum Glück gab es ja auch noch ein paar Ankündigungen in der Woche seit letzten Donnerstag, die wir jetzt hier berücksichtigen konnten. Also ich freue mich und wir haben nochmal eine echt fette Liste für heute an Spielen. Ja, ich glaube, es sind mal wieder 25 mindestens. Ein bisschen mehr tatsächlich, weil wir noch ein bisschen aufgestockt haben. Also wir werden gleich jeweils ein paar Minuten Zeit haben. Wer sich gerne über diese Spiele auslassen möchte, können wir drüber quatschen. Was wir aber auch machen werden, ist, wie erwähnt, von euch voten lassen, wie sehr gehypt ihr auf diese Spiele seid. Werte Regie, wir haben doch bestimmt noch mal die Tabelle vom letzten Mal irgendwo, die wir noch mal einblenden können. Weil da können wir schauen, wie der Hype-Grad gewesen ist der Leute. Wir haben da unter anderem solche Spiele ganz oben gehabt wie Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Black Myth Wukong. Was ihr da an Ratings seht, wir werden euch gleich im Chat von 1 bis 10 cool voten lassen für die jeweiligen Spiele. Und das ist nicht, wie ihr denkt, wie gut diese Spiele werden, sondern wie sehr ihr euch darauf freut, was euer Hype-Grad ist. Aber auf einer Skala von 10? Von 1 bis 10. Ja. Das heißt, die Leute freuen sich bei Persona 3. Wie soll man das jetzt interpretieren? Bei 4,7 von 10. Ja, 4, da sind sie also nur durchschnittlich gehypt. Der Hype-Meter ist auf Vorfreude. Orange, gelb, von blau zu gelb, orange, rot. Aber man müsste ja sagen, 7,2 ist ja die neue 100%. Es gibt ja nichts Höheres. Ich sehe, was du meinst, ja. Das heißt, du müsstest ja eigentlich, egal, ich will euch nicht verwirren. Ich versuche nur rauszufinden, wie kompetent diese Liste ist. Diese Liste muss nicht kompetent sein, sondern es geht um die Emotion, es geht um das Gefühl und man weiß ja für sich selbst, wie sehr man von einem Titel gehypt ist. Hm. Ich persönlich hätte meine Reihenfolge auch so ein bisschen anders gemacht, aber aller Wahrscheinlichkeit nach, Dragon's Dogma und Final Fantasy für mich persönlich wären schon weit oben gewesen. Und man sieht unten zum Beispiel, das heißt ja nicht, dass sowas wie Suicide Squad schlecht werden wird, aber die Leute freuen sich einfach noch nicht so richtig drauf mit einer 2,6 oder zu sowas wie Skull and Bones.
zum Beispiel. Mhm. Da werdet ihr draußen gleich die Gelegenheit haben, noch abzustimmen, wenn wir über die Spiele sprechen. Und du hast es erwähnt, Fabian, wir haben noch ein paar Ergänzungen gehabt. Die Leute haben zwischendurch in die Chat auch nochmal reingeschrieben. Also eine Handvoll Spiele haben wir hier, wo es schon offizielle Daten gibt, die wir anfangs besprechen werden. Aber der Großteil hier sonst Games, die für 2024 angekündigt sind. Plus, wir werden am Ende nochmal Zeit haben, jeder vielleicht mal so ein oder zwei Titel zu nennen, die gegebenenfalls wegen unserer Regeln nicht auf der Liste aufgetaucht sind, wie der Elden Ring DLC, der wahrscheinlich das Game of the Year werden wird, wenn es soweit ist. Dann lass uns doch gerne einmal einsteigen. Und das erste Spiel, was wir hier haben, ist eins, was wir letzte Woche nicht besprochen haben. Aber der große Wunsch der Community war es, dass wir noch mal drüber sprechen. Nämlich Granblue Fantasy Relink, ein weiteres Rollenspiel. Wir hatten sehr viele Rollenspiele bereits im letzten Mal dabei. Erscheint am 29.01. Fabian, oder? Ich glaube, du hast die Liste da bei dir. Granblue Fantasy kennt man, wenn überhaupt, dann eher aus der Fighting-Game-Ecke. Das müsste Arc System Works sein, die unter anderem Dragon Ball FighterZ gemacht haben oder Blaze Blue oder Guilty Gear und wie sie da alle heißen. Allerdings, ein weiterer Teil aus dem Franchise ist ein ausgewachsenes Action-RPG. Hat so ein bisschen so ein Feeling wie die Tales-Spiele von Bandai Namco. Gab's gerade just heute eine Demo, die man sich angucken kann, die ich auch ausführlich gespielt habe. Aber ich will dann ja auch nicht zu viel vorwegnehmen. Wirt, hast du ein bisschen Erfahrung mit Granblue Fantasy gemacht? Ich habe tatsächlich nur den Anime geschaut, den ich nicht so besonders gut fand. Und sonst nur die Fighting Games, also von denen du erwähnt hast, aber selbst Granblue nicht angefasst. Kam da bisher noch nicht dazu, das zu spielen. Deswegen bin ich, aber optisch finde ich das hier sehr ansprechend, also bin sehr gespannt, wie das hier sein wird. Aber sag doch mal ein bisschen so, Gregor, wie dir die Demo gefällt. Weil ich muss sagen, nachdem das so häufig hier genannt wurde in der letzten Woche im Chat und ich mir das angeschaut habe, ich bin da schon relativ gehypt, ne? Weil ich finde, das sieht super cool aus. Und da sind ja auch viele alte Leute involviert, die, also viele alte Final Fantasy Leute involviert. Die Musik ist ja irgendwie von Nobuo Uematsu, der früher Final Fantasy Musik gemacht hat. Und ich finde, das sieht sehr, sehr kompetent aus und war ja irgendwie auch 100 Jahre in der Mache. Wie ist die Demo so? Ist das cool? Ja, ich würde sagen, also ich habe die Demo jetzt gespielt und so für eine Stunde plus kann man sich in den Stores entsprechend runterladen. Ich fand's ganz nett, ist ziemlich gut, muss ich sagen, aber ich kann es noch nicht so richtig beurteilen. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren sehr viel Action-RPGs gesehen, so in der Form. Und ich beurteile, ich will jetzt nicht wieder Elden Ring oder From Software Sachen da reinschmeißen, aber wenn du so ein Echtzeitkampfsystem hast, da denke ich auch erstmal nach, okay, was ist der Lock-on? Habe ich Iframes beim Ausweichen? Worauf musste ich achten? Bei der Demo war es bisher so ein bisschen, es sah sehr knallig aus. Ich hatte nur so ein bisschen Übersichtsprobleme, weil der Bildschirm explodiert in 8 Millionen Farben von überall. Kommen Sachen her, Combo-Attacken werden aktiviert. Du hast so ein Souls-ähnliches Kampfsystem mit Lock-On und Ausweichen und allem drum und dran. Mich hat es auch ein bisschen an die Ys-Spiele erinnert, wer die mal gezockt hat von Darkum. Also so Action-RPGs mit sehr hohen Buntheitsfaktor. Schien aber spaßig genug zu sein. Die Demo ist auch so gebalanced, dass man das jetzt nicht, dass es nicht ultra hart ist. Man wird wohl eine große Varianz haben mit so fast ein Dutzend Charakteren, mit einzelnen Moves, die man spielen kann, Cooldowns für Special-Attacken. Das Setting war so ein bisschen, weiß nicht, wer sich noch an Skies of Arcadia vor langen, langen Jahren erinnert. Luftpiraten oder so, fliegende Inseln, wo man dann unterwegs ist. Über die Charaktere habe ich jetzt noch nicht so viel erfahren, aber man ist wohl auf so verschiedenen Inseln mit seinem Luftschiff unterwegs und muss dann Goblins kaputt hauen. Ist das ein Multiplayer? Zumindest in der Hinsicht, du konntest einen Modus in der Demo auswählen, dass du dort so Instanzen, Bosskämpfe machen kannst, wo du andere Leute dazu holen kannst online. Ah, okay. Ich habe keinen PS Plus, also hat es nicht funktioniert. Okay, aber das ist jetzt nicht so, dass du die Story dann im Multiplayer dann durchspielst. Nicht, wie jetzt das, nicht dass ich wüsste. Nee, nicht, dass ich wüsste anhand der Demo, aber ich habe mich auch nicht so sehr damit beschäftigt. Ihr habt zwischendurch noch mal gesehen, falls wir es nicht direkt erwähnt haben. Ihr habt natürlich, und ihr habt es auch fleißig schon gemacht, voten über den Chat mit den entsprechenden Kommandos, Ausrufezeichen GT1 bis GT10. Und solange wir darüber quatschen, werden wir dann ermitteln, wie sehr ihr gehypt seid. Ist hier jemand noch in der Runde, der irgendwie interessiert an sowas ist? Ja, ein bisschen, es schreckt mich schon ein bisschen wieder das sehr kindliche Anime-mäßige ab. Da bin ich irgendwie, das war früher so voll mein Ding, aber mittlerweile bin ich da so ein bisschen, also wenn ich die schon kichern höre und so, dann, und ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe einfach so eine innere Unruhe, dass ich so bei JRPGs, gerade auch so Persona und so, was ja tolle Spiele sind, aber wenn diese Textboxen
Wo dann irgendwie, und du klickst und es kommt Text und Text und Text, ich kann das nicht mehr. Und dann hörst du die ganze Zeit nur ein Wort so, Demo war komplett vertont in allen Texten. Also okay, bisher. Immerhin, okay, das aber, war bisher. Aber so in JRPGs, die Textboxen ist mittlerweile so ein bisschen was, dem ich so, da bin ich so ein bisschen rausgewachsen. Da habe ich einfach nicht mehr die Zeit, die ich irgendwie als 16-Jähriger hatte, wo eh egal war, wie ich den Tag verbringe. Da kann es auch eine ewige Textbox sein. Da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Aber Kampfsystem und dann Looten, Leveln, ja, Skillsystem und so, das kann natürlich einen immer packen, also bei solchen Spielen. Die Demo kann man sich ja angucken und schauen, ob es was für einen ist. Ist es was für dich, Janina? Gar nicht, nee. Deswegen okay. Habe ich mich auch sehr zurückgehalten. Wir haben ja noch ein paar Spiele in so eine RPG-Richtung, bei denen ich auch gesehen habe, oi, das wird nicht mein Spiel und da reiht es sich auf jeden Fall ein. Ja, wir können ja mal schauen, was die Community da draußen denkt. Also Vorschlag kam ja von der Community. Jetzt erwarte ich mindestens eine 9,5 oder so. Ja, bin mal gespannt. Was ich im Chat gesehen habe, sagt, glaube ich, nicht. Ja, ich sag's mit meinem Vierer. Ja gut, ja. Das ist auch eher, es ist eine gut getippt. 3,8. Weil man da auch sagen muss, der Release ist jetzt 2 Wochen ungefähr hin. Da muss man sich jetzt hier nicht so ultramäßig hypen, bis es soweit ist. Und kann das mitnehmen, aber checkt die Demo einfach aus. 25 Gig ungefähr. Wenn das Ding ist halt, es gibt mittlerweile auch so viele JRPGs und auch, ich meine, Final Fantasy Rebirth kommt raus. Also da, man fragt sich dann auch immer so, wer soll das alles zocken? Selbst wenn du. Ja, Greg, aber okay, Gregor ist. Ja, aber ich. Also, wenn kurz darauf dann Persona 3 Reload und Like a Dragon Infinite Wealth rauskommen. Es kommen so viele Sachen raus, die für Leute dann. Juden Chronicles oder so. Mhm. Da kommen so viele Sachen raus, wo du dich fragst, wer soll das alles zocken? So viel Zeit hat man gar nicht. Die sind ja auch immer so irgendwie 50 bis 100 Stunden Spiele. Stimmt. Die Granblue Fantasy Community, die wird voll darauf abgehen. Ja. Lass uns zum nächsten Spiel gucken und da könnt ihr gerne ergänzen, weil ich keine Ahnung habe, was es ist. Ich glaube, den Titel habe ich schon mal gehört. Aber hier haben wir Helldivers 2 drin und Helga? Okay, Helldivers, die Höllentaucher, Teil Nummer 2. Starship Troopers oder so? Gab es nicht sowas schon mal im letzten Jahr? Sowas ähnliches? Also, naja, im letzten Jahr, also Helldivers 1 ist schon ein paar Jahre alt. Es war noch ein Top-Down-Shooter und ich weiß, dass der eine große Fanbase hat. Und das wird jetzt eher so ein Third-Person-Shooter, kommt für PC und PlayStation Anfang Februar raus. Ich habe das tatsächlich auch nie gespielt im ersten Teil, deswegen kann ich gar nicht so viel zu dessen Qualität sagen. Weiß aber, dass alle Leute, die den gespielt haben, sagen, ach geil, jetzt kommt ja Teil 2 raus, deswegen haben wir den jetzt auch noch hier reingenommen. Aber ansonsten, vielleicht haben wir jemanden hier in der Runde, der Teil 1 gespielt hat, weil dann erschöpft sich nämlich auch schon mein Wissen. Sieht aus wie Destiny. Es sieht von allem ein bisschen aus geklaut. Also gerade wo dieser Soldat rauskam, der sah aus wie ein TIE-Bomber, dieses Raumschiff, wo er dann rausgekommen ist. Es sieht generell aus wie Starship Troopers, also es ist von allem ein bisschen gemischt, wenn ich ehrlich bin. Also als ich den ersten Trailer gesehen habe, dachte ich erstmal so, oh, okay, ein Starship Troopers Spiel. Aber es ist Koop, oder nicht? Es ist Multiplayer-Koop. Bis zu 4 Leuten anscheinend, wie du hier siehst. Also man kann es auch im Singleplayer spielen, aber es hat auch einen Koop-Modus. Und ist das ein RPG? Nee. Ein Shooter. Ein Shooter. Also wahrscheinlich schön hier Multiplayer-Shooter, Loot einsammeln und der übliche Kram. So Outriders-Vibes habe ich da gerade, muss ich sagen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt hier irgendwie ein Loot-Shooter sein wird. Ich hoffe mal nicht. Weil ich glaub, das war so meine erste. Denkst du nicht? Also, oder ist das so? Wie heißt das mit den Rieseninsekten? Starship Trooper? Dings da, nein. Was Budi und Ian immer zocken. Also Earth Defense Force. EDF, genau. Ja. Ah ja. So ein bisschen. Ja, ich glaube auch eher so in die Richtung, weil für mich sieht es hier nicht so aus, als hätten die krassen Missionsziel, bis auf diesen großen Käfer da zu killen. Also es sieht, technisch sieht es ja nicht schlecht aus so. Und gerade so Sci-Fi-Shooter finde ich an sich nett. Wobei ich persönlich wenig mit dieser Multiplayer-Komponente anfangen kann und mir graut es jetzt schon davor, da hinzugehen und dann irgendwelche langen Energiebalken abarbeiten zu müssen, immer wieder und immer wieder. Wenn es dafür spielen. Selbst damit auch, also so auf Energiebalken nur abarbeiten und dann das nochmal machen und der Energiebalken geht langsamer runter, ist wirklich nicht meins. Monster Hunter mit Knarren? So Lost Planet mäßig? Also hier hat jemand gerade Lost Planet erwähnt und muss auch gerade dran denken, ja? Mhm.
Aber ich meine, es ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich sag ganz ehrlich, sieht ein bisschen generisch aus, aber es kann auch richtig Bock zu viert machen, wenn da irgendwie genug passiert und man. Ich brauche halt irgendwas. Was sammeln wir? Was ist die Belohnung, wenn wir diesen Riesentypen für eine halbe Stunde killen? Also da muss ja irgendwas. Weapons. Armor. Ja, einen roten Helm. Du kriegst einen schöneren Helm, damit du nachher noch mehr schlachten kannst. Ich brauche halt eine Belohnung für den Aufwand, aber ansonsten kann ich mir schon vorstellen, dass das Bock macht. Ja, die müssen eben ein Alleinstellungsmerkmal finden, um bei all den anderen konkurrierenden Spielen irgendwie ein bisschen was vom Markt abknapsen zu können. Und das müssen die Entwickler am besten wissen, würde ich sagen. Wir können aber auch gerne schauen, was die Community denkt. So weit ist der Release ja auch nicht. Anfang Februar. 8.2. kommt es raus. Und wir können mal schauen, ist da Hype vorhanden bei der Community oder nicht bisher? Wird jetzt auch keine 9 von 10 jetzt tippen? 3,7. 3,7? Ich sag 3,5. Ich sag 4,2. 2,3. Nein. Nein, es wird nicht unter Suicide Squad. Oh, es ist eine 3,4. Siehst du, das ist richtig gut, 3,5. Das heißt also ein bisschen gehypter als für South Park Schneeballschlacht, aber nicht so ganz wie für Last of Us Part 2 Remastered. Nimm, wenn du möchtest, nimm. Ich habe noch welche hier. wo mein Vorrat halt ist. So. Eine weitere Ergänzung haben wir noch, die ein festes Release da macht. Ich guck mal kurz auf deinen schlauen Zettel, 26.4. Fabian. 26.4. wurde auch sehr häufig in den Comments da nochmal genannt. Deshalb, hier kommt es für euch, euer Männer-Lords. Mhm. Männer wie in großes Haus. Ah, Männer-Lords, okay. Ja, nicht Moritz Männer-Lords. Moritz-Männer-Spiel. Ich habe gerade gedacht, Männer-Lords, das klingt irgendwie. Beim Spiel? Aufbaustrategie, wahrscheinlich. Well, ist das mal. Das mit dem geilen Aufbausystem mit diesem neuen? Ja, das ist das. Das soll dieses überragende. Ich habe die Demo nicht gespielt oder die Early Access oder so, aber das hat. Hier Nils hat's gehypt, Maurice hat's gehypt. Irgendwie, das wird mega gehypt, weil das irgendwie so ein neuartiges Bausystem hat, was so ganz fließend ist. Das ist nicht Grid-basiert, sondern geht davon irgendwie weg von diesem typischen, dass da eigentlich Kästchen sind, genau, die man baut und so. Plus, es ist zum einen ein Aufbauspiel, aber es ist auch so ein Strategie-Taktik-Schlachtenspiel, so ähnlich wie Total War. Die Komponente hat das auch. Und ist auch schon lange wohl in Arbeit und geht wohl auf die Arbeit im Kern von einer Einzelperson. Ja, guck, man kann das so einfach einzeichnen und dann wird da gebaut. So. Interessant. Sieht wirklich cool aus. Also es muss richtig schon in der was war das? War das eine Demo? Ja, ich glaube, es war eine Demo. Die Demo war ziemlich gehypt so, und wurde ziemlich abgefeiert als das Strategiespiel schlechthin. Das hat sogar mich, wo ich nicht so der Typ bin für solche Spiele, aber das hat sogar meine Aufmerksamkeit erweckt. Also da, glaube ich, da kann man schon mal sich drauf freuen. Das soll echt gut sein. Kommt übrigens auch für Xbox wohl raus, nicht nur für PC, auch wenn man das nicht denken würde, weil es sieht natürlich per Definition krass nach PC-Spiel aus, soll aber auch für Xbox. Ja, das Einzäunen mit der Maus stelle ich mir das cool vor, mit dem Analogstick. Weiß nicht, ob ich das so präzise hinbekomme. Aber vielleicht sind das auch nur so Vorgaben, dass man dann innerhalb von Grids dann trotzdem mitlandet. Klärt natürlich auch das Menü, ne? Das war so ein Radialmenü, wo man eben gerade die Gebäude rausgesucht hat. Also, ja. Ja, das wird wahrscheinlich dann helfen. Aber ich kann mir vorstellen, da es wirklich ein sehr häufig genannter Titel letztes Mal in der Sendung gewesen ist, dass da einige Leute sich jetzt freuen und da abstimmen. Janina, ist das was für dich? Jetzt haben wir ein anderes Genre hier. Ja. Ein komplett anderes. Aufbau mag ich ganz gerne, Strategie nicht so gerne. Ich schätze, ich werde auch mal in eine Art Demo reingucken, aber ich glaube nicht, dass ich lange kleben bleibe. Aber es sieht interessant aus. Ich bin offen für Neuheiten, wie mit einem fehlenden Grid zum Beispiel. Aber ja, ich habe jetzt keinen 10er-Hype-Level. Ja, wir werden gleich sehen, wie es eh bei der Community ist. Ich denke einfach mal, gerade in Deutschland, wo solche Aufbausachen super duper beliebt sind und Edel, du hast auch ausgewählt, wenn das hier so Besonderheiten nochmal bietet, die das abheben von, nicht, dass es die gleichwertigen Spiele sind oder weil die auch in ihre Alleinstellungsmerkmale haben, ob es jetzt ein Anno oder die Siedler und andere Sachen sind, nachdem das letzte Siedler die Leute so sehr enttäuscht hat, vielleicht ist das ja etwas, no? Was dann wieder die Leute an den Rechner oder an die Konsole dann dran packt. Wir können ja gerne mal schauen, was euren Hype-Grad da angeht. Und hier würde ich mal schätzen, dass wir das bisher beliebteste dann gehen. Ja, das wird noch alles addiert. 6,6, sag ich. Boah, das ist. Oh, Alter, Ede. Sehr gut, Ede. Not bad, not bad, not bad. Not bad. Ja.
Manalords hat sich gerade direkt in die Top 3 gehievt zwischen FF7 Rebirth und Black Myth Wukong. Ihr müsst nicht allzu lange warten. Wir haben schon gesagt, gegen Ende April wird es soweit sein. Dann könnt ihr Manalords schon mal ausprobieren. Wir kommen zu den Spielen, die kein konkretes Datum haben, aber dafür, wo das Jahr schon bekannt ist. Wir werden gegebenenfalls über das nächste Spiel, ich glaube, wir hatten es kurz mal angesprochen in der letzten Folge, werden bald bei einer Xbox-Konferenz, denke ich, auch mal ein bisschen mehr darüber erfahren. Mhm. Aber für dieses Jahr angesagt ist Avowed. Avowed, das neue Spiel von Obsidian, wenn ich mich nicht irre, entsteht gerade bei Microsoft, wurde von vielen Leuten so ein bisschen als die Elder Scrolls-Alternative bezeichnet, als Ego-Perspektiven-Rollenspiel. Muss nicht heißen, dass es sich wie Elder Scrolls spielt. Das nächste Skyrim ist, oder hoffentlich nicht. Das nächste Elder Scrolls ist, was du gesagt, noch einigermaßen lang hin. Obsidian, mittlerweile ja auch direkt bei Microsoft dann unter Lohn und Brot, haben mit Outer Worlds 2 ja auch noch ein anderes RPG in Arbeit, worauf ich mich persönlich freue, muss ich sagen. Hoffentlich jetzt mit mehr Umfang und mehr Budget. Avowed schien für mich nach den Trailern bisher sehr interessant zu sein. Ich bin kein großer Elder Scrolls-Fan, muss ich persönlich zugeben. Deshalb von der Seite aus hat es mich jetzt nicht so sehr gehypt. Aber ein gutes Fantasy-RPG aus der Ego-Perspektive, vielleicht mal mit einem interessanten anderen Ansatz. Das hängt auch sehr viel für mich zusammen. Wie gut ist die Welt eigentlich aufgebaut, dass ich Bock habe zum Erkunden. Hm. Das, was mich bei Starfield zum Beispiel überhaupt nicht abgeholt hat, das hat gar keinen Spaß gemacht, da zu erkunden, sondern eher in die andere Richtung. Und ja, bei dem kann man davon ausgehen jetzt, Microsoft wird ja eh auch nochmal viel auf solche Games setzen, weil ansonsten haben sie nicht so ultra viel im Programm, dass es für die eine Wichtigkeit hat. Ist das Xbox Exclusive? Nee. Das Xbox und PC. Ja. Okay, weil, aber nicht PlayStation. Nee. Nicht PlayStation, nee, weil Microsoft finanziert und da drauf. Aber ja, Ede, was ist dein Eindruck, wenn du die Footage hier siehst? Es sieht sehr nett aus. Aber ich finde, bei solchen Spielen ist es halt extrem schwer, also das zu beurteilen, wie fühlt sich das Kampfsystem an? Macht das auch wirklich Bock? Mhm. Und dann, wie du es schon gesagt hast, da gibt es so viele Faktoren, die so ein Spiel entweder richtig geil machen können oder auch komplett scheitern lassen können. Was ist, leveln die Gegner mit? Was ist mit Loot? Da weiß ich jetzt noch zu wenig von den Mechanismen. Obsidian habe ich eigentlich schon so ein Grundvertrauen, dass die schon wissen, was sie machen. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei Ego-Perspektive und Schwertkampf einfach. Da weiß ich einfach nicht, also da habe ich noch nichts gespielt, was so sowohl Bock macht, als auch eine gewisse Dynamik hat. Du hast natürlich so was so wie diese Chivalry oder Medieval Dingenskirchen, aber die sind dann so sehr simulationslastig, ja, aber jetzt mal so ein Kampfsystem, was schnell ist und wendig und irgendwie geil ist und aus der Ego-Perspektive mit. Ja, vielleicht sowas wie, hieß dieses Might and Magic, gab es mal so eins. Das Dark Messiah. Dark Messiah. Ja. Wobei, das war fast schon ein Ego-Shooter. Ich bin da auch eher, also ich würde eher so Fernkampf aus der Ego-Perspektive machen, aber hingehen und dann mit irgendeinem Riesenschwert vor mir herumfuchteln, ja, stelle ich mir meist ein bisschen schwieriger. Also aber es sieht gut aus und Obsidian kann schon was. Also sollte man mal auf dem Zettel haben. Aber ich weiß noch zu wenig drüber. Ich brauche noch mehr Infos. Ja. Ich finde es interessant, dass es kein Open-World-Spiel ist. Weil das denkt man natürlich automatisch heute, wenn du so eine Art von Genre und Spiel siehst, denkst du, das ist ein Open-World-Spiel. Das hat aber wohl mehrere, also schon große Areale, aber nicht die eine globale Open-World, die gibt es wohl nicht. Mhm. Ich finde das eigentlich aber nicht schlecht. Also weil ich finde, das ist gar nicht unbedingt mehr ein Qualitätskriterium. Also ich glaube eher, dass sich manche Entwickler vielleicht auch daran verheben, dass sie denken, oh, wir müssen die größte Welt bauen mit den meisten Interaktionsmöglichkeiten. Und ich weiß nicht, ob das noch ein Qualitätsmerkmal unbedingt ist. Weißt du, ich werf da nur mal rein, vielleicht sieht man an dem Titel dann auch jetzt rein spekulativ, mal sehen, wie der am Ende wird. Aber gerade wenn es dann so eine Einschränkung gibt, ist alles die Schuld von der Xbox Series S. Weil mittlerweile müssen Spiele müssen ja auch darauf laufen und nicht, dass die dann komplett schlecht ist oder so, aber diese ganzen Vorteile, die man von der Current Gen da nach vorne gestellt hat, die schnellen Ladezeiten und riesige Welten, die dann alle zusammenhängen, es muss ja auch alles auf der so schwächer motorisierten Hardware funktionieren und man hört öfters von Entwicklern, dass die Series S so ein bisschen als Flaschenhals gesehen wird, wenn du dein Spiel gleich von Haus aus darauf aufbaust, dass du vielleicht dann verschiedene Biome hast, die irgendwie anders mit zusammenhängen oder mit Ladezeiten miteinander verbunden sind, kannst du dem entgegenwirken. Ich finde es schon schade, wenn das keine Open World hat, weil ich dachte jetzt auch so vom Sehen her, ey, das ist auf jeden Fall Fantasy-RPG Open World-mäßig und die mag ich eigentlich ganz gerne, ich mochte auch Elder Scrolls immer richtig gerne, aber wenn das wegfällt,
Fällt für mich, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor weg, aber vielleicht ja, bin ich da auch zu vorschnell schon mit meinem Urteil. Ja, das werden wir dann bei der Microsoft-Konferenz in ein oder zwei Wochen, glaube ich, ist 18. Januar. Nächste Woche. Ja. Ist dann. Ich denke mal, wir werden dann auch ein Datum erfahren. Oder gar ein Shadow Drop. Wahrscheinlich nicht. Wann gab es den letzten geilen Shadow Drop? Das war letztes Jahr mit Hi-Fi Rush. Und Metroid Prime Remastered. War auch ein Shadow Drop. Ein Nintendo Direct. Ja, aber ist auch schon ein Jahr her. Das war aber auch ein Remaster nur. Ja, aber Hi-Fi Rush jetzt. Hi-Fi Rush kennt kein Schwein. Lass doch mal gucken, was der Hype-Level der Community ist. Ja, ich rede jetzt von sowas so Half-Life 3-mäßiges. Ja, natürlich. Also, ich würde sagen Mittelfeld für mein Gefühl. 5,3. Ah, 7. Oh, 5,7. Oh, nicht schlecht. Gut, das ist auf jeden Fall sehr ordentlich. 5,7 damit in die Top 5. Gleicher Wert wie Rise of the Ronin. Für Avowed jetzt gerade. Die Xbox kann wirklich mal schön viele Exclusive, Konsolen-Exclusive zumindest vertragen, dass man so ein bisschen mehr was bekommt. Über Finals, ne? Was ist das nochmal? Von Embark Studios, die ehemaligen Battlefield-Entwickler, der Multiplayer-Shooter, wo man fast alles zerstören kann. Und Ready or Not wurde auch geshadowdropped. Das Rainbow Six-Ding, beziehungsweise was so ähnlich ist wie SWAT 4. Bei den Game Awards. Aber sind es nicht auch alle Spiele, die vorher keiner wusste, dass sie in Entwicklung sind? Doch, da wusste man schon, dass sie in Entwicklung waren. Also da gab es schon auch Alphas oder Für mich, ich verbinde halt Shadow Drop ist irgendwie sowas. Nichts angekündigt und dann kommt's? Ja, aber halt so ein Hit, wo du gar nicht damit gerechnet hast. Also so, keine Ahnung, morgen released Nintendo neues Super Mario Odyssey. So, und du denkst, what? Okay. So, das so aus dem Nichts halt. Du hast keine Insider-Informationen, das sagst du jetzt einfach nur so als Beispiel, ja? Ich darf leider nicht mehr dazu sagen. Okay, was war denn so der letzte Schritt? Leute, wir checken das nächste Spiel mal aus und ich habe hier vermerkt Earthblade. Die Klinge der Erde. Mal gucken, was für ein Spiel das ist. Also fairerweise haben wir das, glaube ich, primär drinne, weil das die Fortsetzung ist oder weil es von der Entwicklerin stammt, von Towerfall und von Celeste und weil es einfach natürlich Spiele sind, die anerkanntermaßen hervorragend waren. Der Trailer macht nicht viel her. Das sieht aus wie ein Spiel, was Celeste ist, mit einem bisschen anderen Setting. Da passiert auch nicht so wahnsinnig viel. Aber wir waren uns dann in der Redaktion irgendwie einig, von wegen, na, das kann man schon mal mit reinnehmen, weil das wahrscheinlich auch sehr, sehr gut werden wird. Wird auch wieder ein 2D-Metroidvania-Spiel, Pixel-Art-Stil, bisschen springen, bisschen klettern, bisschen kämpfen. Ist, glaube ich, schwierig, so den Reiz dieser Spiele Leuten nahezubringen, die nicht so einen Zugang zum Metroidvania-Genre haben, aber im Celeste wirklich ein tolles Spiel. Und wenn das hier ähnlich gut wird, dann wird das auch wieder gut. Der Trailer aber echt nicht so besonders bemerkenswert. Aber war Celeste nicht sehr so auch so geschicklichkeitsintensiv? Ja. Ne? Ja. Da bist du raus dann. Ja, ich mag halt, also klar, ein bisschen geschicklicher, aber da gibt es ja verschiedene Schwerpunkte. So Celeste war, glaube ich, schon sehr Geschicklichkeit, also wenn es jetzt mit einem Symphony of the Night oder einem Super Metroid vergleichst, die sind ja eher so, da sind ja Exploration ein bisschen höher als jetzt so die ganz krassen, schweren Jump-'n'Run-Passagen. Jetzt habe ich mich wieder erinnert, wo ich den Trailer gesehen habe und jetzt sind auch die Gefühle wieder zurückgekommen, die ich da hatte. Einerseits freue ich mich, weil Celeste ist ein absoluter All-Time-Classic für mich. Ich fand es absolut fantastisch, auch vom Anspruch und von der Spielweise so her. Allerdings, ich weiß nicht, ob ich Metroidvania in der Richtung brauche. Wieder mit großen, riesigen Leveln und da hol dir eine Fähigkeit und da spring rüber. Ich liebe das Genre, aber ich brauche da auch immer zwischendurch mal Pause und ein neuer Titel muss für mich irgend so ein Alleinstellungsmerkmal haben. Da hat die Entwicklerin sehr großes Vertrauen bei mir, dass da auch ein vernünftiges Spiel so draus wird. Aber auf den ersten Blick kickt mich das jetzt nicht so, wie als wenn da jetzt Celeste 2 drauf gestanden hätte. Fairerweise muss ich kurz sagen, weil ich es im Chat mehrfach gelesen habe, vielleicht habe ich eben gesagt, dass Celeste auch ein Metroidvania war. Das stimmt natürlich nicht. Das war ja ein relativ lineares Jump'n'Run tatsächlich eher. Aber das hier, das Earthblade, das soll ein Metroidvania-Spiel werden. Das habe ich eventuell durcheinander geworfen. Und das, also Metroidvanias mag ich einfach. Also die müssen gar nicht. Die müssen einfach nur die Standardformel bedienen, dann sind die meisten schon ganz okay. Es sind ziemlich viele, wie JRPGs. Also ich finde, Metroidvania ist halt so das Genre, okay, Indie-Team, welches Metroidvania werdet ihr uns heute vorstellen? Also, du meinst ein Roguelike Metroidvania mit kartenbasiertem Kampfsystem? Und vielleicht noch ein bisschen Souls-Elementen drin. Genau, Souls-like Elementen und Bonfires. Ja. Most generic Indie-Game ever. Das ist Pixel-Look natürlich. Ja. Ja. Janina, wie sieht das für dich aus, das Spiel?
Ja, schön. Ich finde es richtig, also optisch super ansprechend und so. Ich bin aber, also ja, ich werde es wahrscheinlich nicht spielen. Einfach in der Flut an Spielen, die auf uns zukommt oder die man noch nachholen muss, wird es für mich untergehen. Aber ich glaube, dass es ein solides Hype-Level für die Leute haben wird und mich hängt es ab. Ja. Lieber ein Celeste 2, wie Fabian es gesagt hat. Lass mal gucken, was der Hype-Level der Leute ist. Falls ihr übrigens vorher schon dabei gewesen seid, Fabian, du und Stefan habt ja Prince of Persia The Lost Crown ein bisschen angespielt. Das ist ja jetzt mit einer Demo raus und im Early Access. Er bekommt sehr gute Wertungen gerade im Moment. Ja, das war witzig, weil ich habe die ganze Zeit versucht, am Anfang dieses Let's Plays den Leuten zu sagen, hey, dieser super lahme Einstieg, wo ganz viel geredet wird und der nicht spielerisch interessant ist, der ist nicht repräsentativ. Und dann ist aber auch das Review-Embargo gefallen und die Leute haben gesehen, es hat bei Metacritic irgendwie hoch in den 80ern. Und dann wird es auch besser. Es ist wirklich ein tolles Spiel, um das nochmal kurz zu ergänzen an die Ausführungen von letzter Woche, wenn man Metroidvania mag, wo wir gerade auch bei dem Thema sind, Prince of Persia, echt eine sehr gute Wahl, auch wenn es deutlich teurer ist als viele Indie-Metroidvanias. Ja, checken wir doch mal die Wertung bitte aus. Also mal gucken, wie sehr die Leute auf Earthblade gehypt sind. Ich würde eher hinteres Drittel sehen. 4,2. Wir haben eine 4,2. Das heißt also, ein bisschen gehypter tatsächlich, als die Leute letzte Woche über Prince of Persia The Lost Crown waren. Aber es liegt ja auch an dem kurzen Abstand, wo wir es dann besprochen haben. Bei dem nächsten Titel, also da kannst du gerne auch gleich über deine Erfahrungen erzählen, weil das haben wir beide nicht zwar gemeinsam, aber unter anderem auf der Gamescom anspielen dürfen. Foamstars. Foamstars. Da war ich auch dabei. Du warst auch dann dabei? Sehr gut. Ich glaube, wir hatten alle unterschiedliche Termine, aber haben uns das alle angeguckt. Ich war mit Wirt. Ihr wart dann beide dabei. Stimmt. Sehr gut. Ja, da könnt ihr gleich davon erzählen. Ich spiele solche Games normalerweise nicht, aber mir ist tatsächlich das Platoon-Klon, ne? Ziemlich viel Spaß aber gemacht. Ja, man denkt es Platoon, aber es ist tatsächlich recht eigenständig. Also Janina, erzähl gerne mal über deine Erfahrung. Ja, sehr positiv, ehrlich gesagt. Also es war so, dass wir, glaube ich, zu 8 bei dem Termin waren und dann direkt wirklich 4 gegen 4 gespielt haben. Und ja, ganz ehrlich, Square Enix, die wissen, was sie machen. Es ist schon cool. Also man spielt so eine Figur, die verschiedene Dinge kann und es geht halt darum, sich gegenseitig, also es gibt verschiedene Modi, aber grundsätzlich gegenseitig abzuknallen und auf seinem Foam von der Farbe, die man hat, auf dem Schaum, bewegt man sich schneller mit seinem Surfboard. Das ist quasi worum es hier geht. Und ich glaube, dass das für Online-Multiplayer und Playerinnen sehr, sehr cool sein kann, wenn man auch auf diese Optik muss man halt auch ein bisschen stehen, ne? Das ist auch so ein bisschen das, was vielleicht Ede gesagt hat, dieses kindliche, cartoonige. Mich hat's angesprochen, mir hat es Spaß gemacht. Das ist auf jeden Fall von allen Spielen, die wir bisher gezeigt haben, jetzt das am ehesten, was ich cool fand. Wie war das für dich, Wirt, als wir da zusammen waren? Ich war recht positiv überrascht, weil ich dachte erstmal, es wird einfach nur Splatoon, nur mit reskinned und läuft halt super gut, sieht auch optisch gut aus, aber halt das mit dem Bauschaum ist halt auch so ein großer Unterschied. Es geht hier nicht darum, einfach die Felder der anderen einzudecken, sondern es geht auch darum, die Gegner abzuschießen und dadurch dann hier Punkte zu bekommen. Die haben verschiedene Fähigkeiten, die so schon wie bei Splatoon ähneln, aber haben auch ihre eigenen Ultimates, die dann auch ganz anders sind. Und im Gegensatz zu Splatoon ist es halt wie bei einem Spiel, wo du Kill Confirm ist, also du musst erstmal die abschießen, bis sie keine Lebenspunkte mehr haben und dann darüber surfen. Mhm. Und deswegen musst du dann halt auch mit dem Bauschaum dann noch irgendwie deine Strecke hinmachen. Ich würde es jetzt nicht Bauschaum nennen, sondern es soll mehr so eine Schaumparty sein. Ist eine Schaumparty, aber du kannst ja richtige Wände damit hochbauen. Deswegen ist es für mich eher so ein Bauschaum. Aber du schießt doch bei Splatoon trotzdem, also korrigiert mich gerne, du schießt doch trotzdem auch die Gegner ab mit der Farbe. Das machst du, aber du machst damit keine Punkte. Ja gut, aber das ist eine Modus-Sache. Du musst sie abschießen, trotzdem. Du musst sie abschießen, aber trotzdem hier kriegst du Punkte mit. Das ist eher der... Ja, okay, das ist eine Konfigurationssache, aber ansonsten, du bringst verschiedene Farben in diese Arena ein, die Fläche, die du eingefärbt hast oder mit Schaum versehen hast, da kannst du dich schneller drin bewegen, das ist doch 1:1. Aber ist es bei Splatoon, also bei diesem Schaum ist es schon so, dass du dir auch richtige Rampen und sowas bauen kannst, also du hast schon auch diesen 3D- und Hocheffekt und gerade wenn du dann so einen Speed benutzt mit deinem Surfboard, auf dem du bist und dich dann so nach oben manövrierst, ich glaube, dass das nochmal so ein bisschen in die Z-Achse, also nochmal nach oben so reingeht. Also bei Splatoon ist halt so, du kannst es auch spielen, also du natürlich spielst es so, dass du dann darauf achten musst, dass die Gegner nichts einfärben, aber
ich kann auch zum Beispiel so spielen, dass ich sage, okay, ich ignoriere die anderen und versuche erstmal so viel einzufärben wie möglich, weil es geht letztendlich darum, welches Team die meiste Farbe versprüht hat. Mhm. Und hier ist es halt einfach, du musst auch darauf achten, dass die Gegner dann auch erledigt werden. Kurz nochmal ergänzend, auf der Gamescom gab es nur einen Modus zu spielen. Ja. Also das ist das, was ihr hier gerade beschreibt. Das sieht so ein Spiel aus, dass man irgendwie 2 Stunden spielt und dann nie wieder. Ich glaube, es ist sehr Family and Friends driven. Also wenn du dir so mit deinen Freunden so einen Abend setzt und irgendwie klar, weiß ich nicht. Das Problem ist halt, für mich ist es halt, wenn ich sowas sehe, ist es dann so eher Free-to-Play-Game, weil die auch schon gesagt haben, ey, die machen Season Pass, die machen dann halt auch noch hier, da kommen noch so und so viele verschiedene Foamstars-Charaktere dazu, die dann verschiedene Fähigkeiten haben. Und denke ich so, ja gut, ist wahrscheinlich darauf prädestiniert, dass es dann irgendwie Free-to-Play ist mit Season Pass und Skins und so weiter und so fort. Die haben zu der Monetarisierung leider noch nichts gesagt. Also, ob wird es jetzt ein Vollpreistitel oder wird es ein Free-to-Play-Game? Free-to-Play würde ich sagen, ey, Leute. Bei Square bezweifle ich ganz stark, dass du ein Free-to-Play-Titel dann haben Das ist es ja. Hm. Ich bin da ehrlich gesagt bei Wirt auch. Wenn es ein Free-to-Play wäre, wäre es ein super Fit dafür. Aber warten wir mal ab. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Spaß macht eigentlich. Ja. Wir können ja mal gucken, wie der Hype-Level der 1,6 ist. Nee, so schnell. Ich würde schon sagen, ich würde sagen 1,9. Und der Soundtrack ist echt gut. Also der Soundtrack erinnert sehr an Persona. Wow. 2,2. Oh, eine Reihe angefangen. Okay. Neun letzten Platz auf jeden Fall. Okay. In der Suicide Squad. Also der Hype-Level nicht so groß bei der Community zu Foamstars. Ich bin mir relativ sicher, das nächste Spiel, was wir uns angucken, das hat schon ein bisschen eingebaute Fans, weil es ein großes Franchise ist, was nach langer Zeit wieder fortgeführt wird. Nämlich Fable soll dieses Jahr auch rauskommen, das neueste Fable-Spiel. Wir hatten ja den Trailer gesehen mit hier Richard Ayoade, ist glaube ich hier da. Na, sie hatten viele Schauspieler sich geholt, um dann so ein bisschen diesen, weiß nicht, wenn ihr im letzten Jahr den Dungeons and Dragons Film gesehen habt, der hatte ja auch ein bisschen so diesen Comedy-Aspekt nochmal reingebracht. Da hat, glaube ich, viele Leute dieser Trailer dran erinnert. Ich selbst bin nicht der riesengrößte Fable-Fan, also ich habe es nicht so häufig gespielt, damals auf der Xbox, als die Dinger rausgekommen sind. Die hatten natürlich auch ein bisschen diesen Unterhaltungshumor-Aspekt, das scheint mich hier noch mal ein bisschen weiter in den Vordergrund gepackt. Sondern ich weiß nicht, das ist der einzige Trailer, den es bisher gibt. Haben wir mal richtiges Gameplay gesehen oder so? Auf jeden Fall der neueste. Das ist der einzige. Ja, gab es da richtiges Gameplay dran? Nee, glaube nicht. Es gab bisher nur In-Game-Footage. Ja, aber In-Game hast in Engine. Ja, und den Teaser-Trailer, wo gesagt wurde, hier Fable wird entwickelt. Und das war's bisher. Und das kommt dieses Jahr raus. Und es gibt noch kein Gameplay. Ja, das werden sicherlich 3, 4, 5 Spiele, die wir heute hier zeigen, dann noch verschoben werden, aber offiziell heißt es 2024. Die hoffen es für 2024. Also, hat hier jemand mal länger Erfahrungen mit Fable gemacht oder so? Ich weiß, es gab Leute, die das natürlich sehr gern gespielt haben. Ja, ich bin ein ganz, ganz großer Fable-Fan. Ich habe alle Teile gespielt. Ich freue mich mega drauf. Habe auch großes Vertrauen darin, ehrlich gesagt, dass das funktioniert, wobei das diesmal, glaube ich, nicht mehr Lionhead entwickelt, sondern Playground Games. Mhm. Das macht mir natürlich ein bisschen Angst, aber trotzdem habe ich großes Vertrauen drauf und ich freue mich immens, dass es weitergeht, weil es ist ultra lange her, dass es einen neuen Teil gibt und ich habe so lange gehofft und deswegen, ja, ist natürlich ein bisschen sad natürlich, dass im Trailer da kein richtiges Gameplay-Material ist, das hätte ich auch gerne gesehen. Nichtsdestotrotz, das wird einer meiner Favorite Games in dem Jahr, soll ich jetzt in dem Jahr kommen. Hat Lionhead auch schon den dritten Teil noch? Alle drei. Ja, ja, also Lionhead gibt's seit langem nicht mehr. Die sind schon lange nicht mehr da. Deswegen, ja, Peter Molyneux hat sich eingesperrt und schraubt immer noch an Milo, anscheinend. Oh Gott. Wer sich da, und hat als einzige noch ein Kinect, das funktioniert. Ich glaube, der will auch NFT-Games machen. Der hat noch erst ein Spiel rausgebracht, glaube ich. Also es gab, ja, stimmt, Godos, aber der gab's und dann, Godos, genau, und irgendwas mit NFTs ist, glaube ich, gerade. NFT-Games, da waren da so, ist so faszinierende Technik und so. Wirklich? Natürlich. Auch ein Fable für Kinect, ne? Ja, das war, wo du die Kutsche gesteuert hast. Wo du Pferdearsch die ganze Zeit gesehen hast. Irgendwie so. Das ist deine Erinnerung an das Spiel? Ja, ja, du hast eine Kutsche gespielt. Weißt du, das Ding bei Fable ist, ich meine, es ist ein Action-RPG, das Alleinstellungsmerkmal, wenn ich mich richtig erinnere, es war so, dass da viele so persistente Elemente sind. Oh, du konntest in den Baum eine Furche reinhauen und dann wirst du erwachsen und dieser Baum steht immer noch da mit dieser Furche, irgendwie so ein Quatsch. Und du konntest da eigene Beziehungen pflegen. Ich glaube, das war's. So, ne? Du hast ein paar Entscheidungen treffen können, die die Stadt verändert haben. Also wirklich auch mäßig
möchte ich da ein Bordell bauen oder nicht? Und dann reagieren die Bewohner anders drauf. Und vor allem das Große, möchtest du gut oder böse spielen? Also das möchtest du ein Engelchen oder Teufelchen sein? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, aber ja, ich finde, es ist ein altes Spiel. Wollte ich gerade sagen, damals war das ein cooles Feature. Ja. Also Fable 1 würde ich auch wenig gegen sagen. Das war damals schon ein ziemlich cooles Spiel. Cool. Ja, man kann ja immer noch die ersten drei Teile oder zumindest das Remaster vom ersten Teil ja auch im Game Pass sich angucken, also wenn man in die alten Sachen nochmal reinschauen möchte. Mittlerweile ist gerade der RPG-Markt sehr viel mit ähnlichen Features, sagen wir, überflutet. Ich weiß jetzt nicht, ob sich dieses Spiel unbedingt an Baldur's Gate 3 messen muss oder nicht, aber es wird es so oder so, ne? Weil viele Leute gerade diese Erfahrung noch im Hinterkopf haben. Wir können gerne mal schauen, was die Community denkt. Gucken wir mal, wie viele Fable-Fans da draußen noch sind. Fünf, weil die haben schon Bock. Ich würde sagen, mehr als Foamstars auf jeden Fall. Die alten, yes. Ordentlich. Extrem, mega. Nice. Mehr als Foamstars. Hm. Ganz viele X-Boys hier. Naja, in das der ist ja schon ein beliebtes Franchise auch gewesen früher und so. Deswegen, ich glaube, vielen geht es ähnlich wie mir, dass man auch irgendwie nicht gedacht hat und so nur gehofft hat, dass da wieder was kommt. Und jetzt die große Ankündigung bei der Games Showcase, das ist cool. Ja, ich denke da auch, wenn nächste Woche die Konferenz kommt oder von Microsoft der Stream, wenn wir da auch mal ein konkretes Datum haben. Ich würde fast für mich persönlich schätzen, zuerst About und irgendwie gegen Ende des Jahres Fable, für mein Gefühl. Ja. Weil das auch bisher so. Und zwischendurch dann hier 10 Uhr. Hellblade erscheint direkt zur Gamescom-Woche, damit wir es nicht spielen können. Ah ja, genau. Ne? So wird's dann sein. Wir gucken auf das nächste Spiel und ich glaube, das ist eins der wirklich Meisterwarteten von den Leuten da draußen. Also bin ich sehr gespannt drauf, was ihr denn da votet. Nämlich Hades 2 ist für dieses Jahr angesagt. Da überlasse ich euch gerne das Feld. Ich habe es jetzt tatsächlich erst über die Weihnachtspause den ersten Teil mal nachgeholt nach langer Zeit. War eine meiner Wissenslücken als Roguelike, Hack and Slay mit ganz eigenständigen Progression-System und Suchtfaktor. Hier wird dann die Story fortgeführt. Ich glaube, du spielst jetzt die Tochter von Hades und nicht mehr den Sohnemann. Ach so, sorry. Also ja, die Schwester vom Protagonisten von Zagreus aus dem ersten Teil, beim ersten Teil musstest du auch aus dem Hades oder aus der Unterwelt da entkommen und dann Roguelike-mäßig dann alles weghacken. Und da wird das in die Richtung weitergehen. Hat einen ganz eigenständigen Appeal gehabt, sah auch ziemlich cool aus. Lief auf der Switch auch ganz gut, der erste Teil. Mhm. Aber haben wir hier große Hades-Riesen-Fans in der Runde? Ja, ich bin Mega-Fan. Ich habe das auf der Switch gespielt, auf PlayStation, auf dem PC damals. Ich spiele das jetzt immer auf dem Steam Deck, einfach seit Jahren. Und ich finde es Hammer. Also ich liebe Hades. Es gibt kein Spiel dieser Machart, was das besser macht. Diese Mischung aus Eleganz, wie es aussieht in der Geschichte, die Musik, aber natürlich auch der spielerische Flow. Das ist schon ziemlich perfekt in dem, was es ist. Unabhängig davon, ich frage mich, wenn wir das Material jetzt sehen, wenn ich es jetzt ein bisschen schlechter kennen würde, den ersten Teil, würde ich jetzt sagen, ja, das ist Hades, weil es wirklich super ähnlich aussieht. Also der Trailer verkauft mir jetzt noch nicht perfekt. Was macht das Spiel eigentlich anders, außer dass es ein anderer Charakter ist und die Level jetzt irgendwie dunkelblau statt grün sind? Hm. Ich weiß nicht genau, ob es sich krass abheben wird vom ersten Teil oder ob es das überhaupt muss, aber natürlich freue ich mich da mega drauf. Das wird es wahrscheinlich sein. Fühlt es sich an wie DLC oder jetzt mal nur der Hauptcharakter sieht anders aus und die Waffen sind jetzt mal neu, dass du andere Kombos hast oder brauchst du da wirklich was Neues? Also ich mag es auch gerne. Ich mag Dead Cells, mag ich lieber irgendwie, aber Hades habe ich ja auch hier auf dem Sender viel gezockt mit Colin und ich finde, es sieht halt aus wie Hades anderthalb. Also es ist halt, ich sehe jetzt nicht den großen Sprung spielerisch irgendwie. Aber vielleicht muss das auch gar nicht sein, weil theoretisch reicht es auch wieder für ein paar hundert Spielstunden, wenn einfach nur neue Builds gespielt werden können. Aber es sieht schon cool aus. Es sieht halt genau, also ich glaube halt, man kann relativ einfach sagen, wenn dir Hades 1 nicht gefallen hat, brauchst du Hades 2 nicht anrühren. Und umgekehrt, wenn dir Hades 1 mega gefallen hat, dann ist es kannst da blind zugreifen. Sehr viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Aber es sieht schon cool aus. Also ich habe auch Bock drauf. Ich frage mich auch nur storytechnisch, was da jetzt so der Twist sein soll. Weil ich fand, bei Hades 1 war es ja das Besondere, du brichst ja nicht nur einmal aus, sondern du musst ja mehrmals ausbrechen, damit dann auch, oder wirst auch mehrmals aufgehalten, damit dann auch die Beziehung zu den Charakteren dann irgendwie hergestellt wird, neue Dialoge und neue Story
Snippets dann gezeigt werden, damit du auch mehr davon weißt. Das war ja das Besondere. Normalerweise spielst du und dann kommt das Ende und dann ist immer ein bisschen anders. Aber hier war es ja halt noch zwischendurch das Unterhalten mit den verschiedenen Charakteren, das Öffnen verschiedener Räume in dieser Hub-Welt am Anfang und so. Das wird exakt zu 100% genauso funktionieren. Ja, aber ich hoffe, dass da zumindest ein anderer Raum ist und nicht wieder der gleiche Raum, wo Hades da sitzt. Vielleicht müssen wir in den Hades einbrechen jetzt. Kann es auch sein. Ja, es ist dann umgekehrt wie bei Castlevania. Ungefähr, ja. Inverted, genau, ist das Mirror Castle, was oben dann drüber ist. Janina, hattest du Hades mal gespielt, ausführlicher? Nee, ich habe das nicht gespielt. Und ja, warum? Punkt. Warum? Das fällt dir ein. Ja, es tatsächlich geht das jetzt relativ ähnlich unter mit den vergangenen Dingen, die ich auch gesagt habe, dass das mich nicht unbedingt abschreckt, aber einfach in der Flut der ganzen Spiele, die potenziell cool sein können und die man mal anfassen könnte, einfach untergeht. Vor allem, weil man es halt unfassbar lange spielen kann. Hm. Und auch dieses Rogue-Light-Gedanke und so, weiß ich nicht. Ah, kann man gut zwischendurch spielen. Also wie Fabian gesagt hat, ich habe es auch erst auf der Switch gespielt und ich glaube, das ist eines meiner Most-Played-Games dann auf dem Steam Deck, weil auf dem Steam Deck ist es einfach nahezu perfekt. Ja. Das ist, wollte ich auch gerade sagen, das ist halt ein perfektes Handheld-Spiel, wie so viele auch diese Vampire-Survivor-Likes und so. Mhm. Zocke ich gerade alle auf dem Steam Deck und das ist echt schön abends im Bett. Das ist schön an Hades, du kannst halt bei Hades irgendwie kurz die Switch rausholen, 20 Minuten Run machen und gut ist. Ja, vielleicht sollte ich mir das jetzt erstmal anschauen, weil ich erst seit Ende letzten Jahres wieder so in dieses ganze Handheld-Ding reingekommen bin. Erst jetzt bin ich wieder in der Switch richtig drin und hole mir mal wieder neue Spiele. Vielleicht ist das der perfekte Zeitpunkt, um mal vielleicht erst in den ersten Teil reinzukommen. Ich glaube, du hast da auch noch Zeit. Also das ist so ein Spiel, wo wir, glaube ich, wenn wir ehrlich sind, das wird dieses Jahr in PC Early Access gehen. Das wird aber nicht Final werden. Das wird, glaube ich, nicht für Konsolen erscheinen. Das dauert, glaube ich, mindestens noch bis nächstes Jahr dann. Oh, okay. Also hol den ersten Teil mal noch nach. Der läuft doch auf der Switch wirklich sehr gut. Ja, so auf dem Sale. Ja, stimmt. Und dann, glaube ich, Cross-Save-Progression mittlerweile? Cross-Save, genau. Du kannst den Save von der Switch hochladen. Also, hab's auch auf der Switch gespielt. Lief relativ einwandfrei. Wir können ja mal gucken, wie der Hype-Level ausschaut. Wird nur Nummer 1, sage ich. Boah, ich glaube, das ist 7,0. Ich sag 7,4. 7,0. 6,6, hab ich schon gesagt. 6,6. Meinst du 6,6,6? Ab in die Hölle? Nah dran. Zwei Drittel Hölle, deswegen Hades. Das passt. Das passt wahrscheinlich da ganz gut. Und er hat sich in die Top 3 geschlichen, noch über Manor Lords und knapp unter Final Fantasy. Gerade im Moment. Das nächste Spiel, das wir hier drauf haben, ich hinterfrage ein bisschen die Platzierung in dieser Sendung hier, weil es geht um Titel, die 2024 konkret angekündigt sind. Wurde dieses Spiel wirklich für 2024 angekündigt? Es wurde, glaube ich, für jedes der letzten 5 Jahre angekündigt. Gibt es einen Trailer, wo 2024 steht da konkret? Ich glaube, da kann man noch sagen, es gab einmal eine Microsoft-PK, wo gesagt wurde, ey, diese Spiele, die wir hier präsentieren, werden innerhalb der nächsten 6 Monate erscheinen. Das war 2023. Ja, I know. Ja, aber wir haben es nochmal, Hollow Knight Silksong. Auf der gleichen Basis haben wir vielleicht heute auch noch Sony-Spiele, PlayStation-Spiele, wo Sony letzte Woche gesagt hat, ja, die Spiele kommen alle 2024 und dann können wir auch Hollow Knight Silksong. Aber ich habe doch Silksong schon vor, weiß ich nicht, 4 Jahren oder so auf einer Gamescom gesehen. Ja, hat Sarah letzte Woche auch erzählt und ich habe es auch erzählt. Wir hatten es da auch schon kurz gespielt oder sehen können. Keine Ahnung, was los ist. Und das auf der Nintendo Switch war das. Aber ganz kurz mal, weil wir es eben davon hatten, wenn es ein Spiel als Shadow Drop dieses Jahr geben würde, dann ist es ja wohl Silksong nach irgendeinem Nintendo Direct oder sowas in der Art. Denkst oder du? Auch nach war dem beim letzten Mal auch so. Ding, ja. Also das erste Hollow Knight war auch ein Shadow Drop. Ich zock's ja gerade, Hollow Knight. Tell me, erzähl. Warum ich hab ist das Spiel besonders? Ja auch mit Leidenschaft gehasst, den ersten Teil. Und ich hatte immer so, ich habe so 8-9 Stunden gespielt und dann hatte ich keinen Bock mehr und hab's weggelegt und so. Und irgendwie immer wieder mal rausgeholt, immer wieder mich verlaufen, wusste nicht wohin und so weiter und dann wieder keinen Bock gehabt und einfach dann irgendwann mich in meinen Rage verzogen, sagt, okay, ich verstehe den Hype um dieses Spiel nicht. Mhm. Und jetzt habe ich es im Stream nochmal rausgeholt und habe gesagt, okay, Chat mit euch zusammen, ihr lenkt mich ein bisschen und dann gucke ich mal und jetzt muss ich sagen, bin ich ein bisschen hooked. Also der Einstieg in Hollow Knight ist wirklich schlimm, meiner Meinung nach. Den haben die wirklich nicht clever, also den kannst du viel besser und einsteigerfreundlicher machen. Und ich bleib auch dabei, ich habe immer noch Kritikpunkte, so was Fast Travel und Backtracking und so angeht. Da kann man noch was rausholen. Aber also zum einen muss man sagen, optisch, audiovisuell ist das Spiel eine absolute Bombe. Also ich weiß gar nicht, ob es ein schöneres Metroidvania gibt. Sorry. Wow, das kann schnell. Das ist eine Stilfrage natürlich. Ist natürlich Geschmackssache, aber okay. Ori ist natürlich auch super schön, keine Frage. Und es wächst langsam an. Also ich hatte jetzt so einen Bossfight gegen die Mantis Lords und es hat
Es hat richtig Bock gemacht. Also am Anfang bin ich zu denen zum ersten Mal gegangen, da haben die mit mir wirklich den Boden aufgewischt. Ich habe gesagt, was soll diese Scheiße schon wieder? Und dann bin ich sozusagen in meine eigene Trainingsmontage. In meine eigene Trainingsmontage. Und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich die gemacht. Und das ist wirklich ein geiles Gefühl, wenn du dann, wenn das alles so ineinander greift mit dem Fast Gameplay und allem drum und dran. Und ich muss schon sagen, jetzt bin ich schon relativ drinne. Und was ich da sehe, gefällt mir auch sehr, sehr gut von Silksong. Also das ist schon, ich würde sagen, könnte hier die neue Nummer 1 werden in der Tabelle. Boah, wisst ihr, bei all dem Hype, der natürlich zu Recht ist, weil die Leute dann das erste Spiel so gut gefunden haben, es muss einen Grund geben, warum so lange die Entwicklung sich nach hinten zieht. Es sind nur drei Leute, ne? Aber liegt es daran, kommen die nicht auf den grünen Zweig? Also so bewusst, oh, wir holen einfach nicht mehr Leute rein oder kriegen die einfach nicht die Qualität des Originalspiels wieder hin, wo die sagen, immer wieder. Was ist der Grund? Also das würde mich fast schon am meisten interessieren. Ich meine, das Spiel soll sehr groß werden. Es soll deutlich größer werden als Teil 1. Und Teil 1 ist ein Riesen-Metroidvania, finde ich. Also es ist ja deutlich auch über 20 Stunden rein fürs Durchspielen. Du kannst dich noch viel, viel länger damit beschäftigen. Und ich glaube, irgendwann kommst du an einen Punkt, wo das schwierig wird. Mit einem kleinen Team, wenn du diese Qualität halten willst. Und man kann sich durchaus auch mal mit der Idee beschäftigen, von wegen, hey, wird das so ein Fall, wo die Leute sich einfach verzettelt haben und vielleicht auch mal ein Jahr lang Sachen dran gearbeitet haben, dann gemerkt haben, ja shit, das haben wir alles in eine Scheißrichtung entwickelt, das werfen wir wieder weg. Auch solche Sachen können ja passieren, dass du irgendwann merkst, ja okay, wir kriegen das gar nicht so hin. Es wird schon einen Grund haben, warum das Spiel Jahr für Jahr für Jahr verschoben wurde. Mir macht so ein bisschen Angst, also was heißt Angst, nicht wirklich, aber ich will mal ein mahnendes Beispiel geben mit Salt and Sanctuary, wo der erste Teil, den fand ich richtig gut und der zweite Teil meiner Meinung nach richtig Grütze. Hm. Angeblich haben sie es jetzt relativ gut gepatcht. Ich habe es nicht mehr gespielt, dann seitdem ich es hier auf dem Sender mit Colin gespielt habe. Aber die haben da wohl jetzt einiges geändert, dass es mittlerweile besser sein, kann ich nicht beurteilen. Aber da war das auch so, kleines Team, erster Teil, riesengroßer Erfolg. Und dann sind die auch so ein bisschen an ihren eigenen Erwartungen vielleicht gescheitert, weil die dann irgendwie noch was Besseres oder noch was Fresheres anbieten wollen. Und dann, wenn du so ein kleines Team bist, dann packst du das vielleicht auch nicht alles. Aber was da wirklich hinter den Kulissen vorgeht, weiß man ja nicht. Was man sagen kann, ist, dass Hollow Knight ein Spiel ist, was ein sehr großes Attention to Detail hat. Also die haben wirklich, das finde ich erstaunlich, als ich erfahren habe, dass das von drei Leuten ist, habe ich gedacht, das kann gar nicht sein, weil das ist nur ein Grafikartist, ein Soundartist und ein Programmierer, glaube ich. Und wenn du dir da anguckst, allein was da an Animationen, an kleinen versteckten Sachen und so ist, das ist schon aller Ehren wert. Und wenn die dann so ein großes Spiel machen, da viel Liebe reinstecken, trotzdem gibt es eigentlich keinen Grund, warum so ein Spiel 7 Jahre dauern kann. Dauert. Also. Wir können ja mal schauen, wie der Hype-Level ist. Also wenn wir erwarten, dass Silksong 2024 rauskommt, dann freuen wir uns mit einem Grad von 6,1. Geht. Top 10. Genau. Gar nicht mal so hoch. In die Top 10 mit reingekommen. Ja, dann gehen wir rüber zum nächsten Teil, ein bisschen anders gelegt. Ich kenne den ersten Teil auch nur vom Namen her, muss ich sagen, aber ich weiß, dass er recht häufig als Favorit hier unter anderem auch bei uns in der Firma genannt wurde. Wir reden über die Fortsetzung zu Frostpunk, nämlich Frostpunk 2. 11-Bit Studios präsentiert. So, Frostpunk, war das Strategie? Hast du da ein paar Infos, Fabian, nochmal für mich? Das ist, grundsätzlich ist das ein Strategiespiel. Es ist aber auch ein Town-Builder, der so strategische Elemente dann halt hat, wo es auch darum geht, das Verhältnis zwischen verschiedenen Fraktionen zu steuern. Teil 2 spielt jetzt irgendwie 30 Jahre nach so einer apokalyptischen Blizzard. Und es ist so ein bisschen diese Situation von wegen, ah, okay, da ist jetzt schon wieder eine Stadt und auch ein bisschen Zivilisation. Und dann merkt man ja, die wirkliche Gefahr ist ja gar nicht der Blizzard. Das sind natürlich die Menschen, die dann untereinander sich bekriegen und um Ressourcen kämpfen, um Energie kämpfen, um Macht kämpfen. Und das wird jetzt hier fortgesetzt, wird, glaube ich, spielerisch ähnlich werden. Also wieder Townbuilder plus noch ein bisschen strategische Allianzenbildung zwischen Fraktionen ist jetzt auch nicht eine Art von Spiel, die ich besonders spiele, weil ich ja meine PC-Sachen ist ja eher echt so Sachen, die man am Steam Deck spielen kann. Aber ich weiß, hat eine riesen Fanbase, ist ein super cooles Setting und finde es auch als Spiel an sich interessant, was da spielerisch drin steckt. Also ich glaube, das kann schon was werden. Weiß aber nicht, ob es jemand von euch mal gespielt hat, den ersten Teil. Wie jetzt vielleicht. Ja, ich kann leider, der ist gerade auf die Toilette. Ja. Der ist gerade raus. Was? Frostpunk 2 spielen? ich habe es leider nicht gespielt. Ich kenne natürlich den Namen so. Der Trailer war jetzt auch relativ nichtsaussagend. Also kann ich mir jetzt wirklich kein Urteil zu erlauben. Kann ich leider nicht viel sagen. Was sagt Chat? Chat
Ich habe schon ein paar Leute gelesen, die haben gesagt, die haben da auf jeden Fall Bock drauf. Ich glaube, Leute, die den ersten Teil gespielt haben, die werden das tendenziell sehr hoch voten. Und ansonsten ist es natürlich ein Spiel, was es schwieriger hat, einen Hype zu generieren, als jetzt ein Hades oder vielleicht irgendein anderer großer Name. Wirt, wie war dein Let's Play zu Frostpunk? Ich habe keins gehabt. Ich hatte keinen, aber ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass ich das auch spielen sollte, weil Leute, die dann auch, ach, wie heißt denn das Spiel nochmal? Das, was Dennis immer früher gespielt hat. Frostpunk? Nein. Das mit den kleinen Männern. Rimworld? Rimworld. Ach, ja. Wer Rimworld spielt, der soll das auch spielen. Wirklich? Ah, okay, dann bin ich raus. Ja. Rimworld? Soll ich das spielen? Ja. Okay. Weil das irgendwie eine 3D-Version davon ist, beziehungsweise hat dann halt auch diese schwere Entscheidung, die man treffen muss, um in dieser Winterapokalypse zu überleben. Ich tatsächlich bin eher Fan von dem vorherigen Spiel von denen gewesen. Die haben ja This War of Mine entwickelt. Das war's? This War of Mine. So. Und das fand ich ein bisschen interessanter von der Thematik und auch von der Umsetzung des Spiels. Aber ja, ich glaube, Colin war ein großer Fan von, oder? Von Frostpunk. Colin? Ja. Also ich hab Tim abgespeilt bei mir im Hinterkopf. Colin hat noch nie ein PC-Spiel gespielt. Wollte ich auch gerade sagen. Okay, dann war es Tim. Vielleicht hat er Sachen mit der Frostbite-Engine gespielt. Denzel hat es aber gespielt, ne? Okay. Das kann es natürlich sein. Ja, aber ich habe auch schon ein bisschen auf den Chat geluscht und die Leute da draußen haben auf jeden Fall durchaus einen Hype für das Spiel. Wir können ja gerne schauen, inwiefern ihr Frostpunk 2 heiß erwartet oder weniger heiß erwartet. Es geht. Ja. Oh, eine glatte 6. Ich glaube, es ist das erste glatte Voting, was wir hier tatsächlich haben. Nee, Tekken. Hatten wir Tekken nochmal? Tekken war eine 4,0. Ah, okay. Eine 4,0, aber jetzt haben wir nur eine 6 statt eine 0. Okay. Jetzt kommt das Thema, dass wir Michael Reinke zuliebe in diese Sendung genommen haben. Ja, da habe ich eine Demo auch schon vor ein paar Jahren gespielt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob man da sich so sehr anhand der Demo drauf freuen kann. Aber Leute freuen sich bestimmt auf das Gothic Remake. Wir haben zuletzt, in den letzten ein, zwei Jahren ja Remaster zumindest von den Gothic-Spielen, ich glaube 1 und 2 mittlerweile auf Switch oder so bekommen. Ja. Oder zumindest den ersten Teil gab es nochmal. Gothic, ich persönlich nicht große Verbindung dazu, aber ich habe alles bei Speedrandale gesehen jetzt. Man weiß die dementsprechend zu schätzen. Ich habe diese Demo gespielt, die vor Jahren in diesem einem der Steam Next Feste dabei gewesen ist. Die war nicht geil, muss ich sagen. Also, die ist nicht gut gelaufen, hat nicht so vernünftig vom Kampfsystem das gehabt. Man muss natürlich schauen, was in Sachen Remake es jetzt bedeutet. So ein vorgefertigter Trailer, fasst es das zusammen, was Gothic als Serie ausgemacht hat? Dieses urdeutsche RPG mit Leuten, die frei Schnauze so rumlabern. Also, ich kann's nicht einschätzen. Ich glaube, zur Ehrenrettung dieser Demo muss man sagen, dass die damals entwickelt wurde als eine Art Feldversuch, um zu gucken, wie kommt denn das so an und hat die Community eigentlich Interesse? Und dann hat man geschaut, okay, wie zahlreich und wie gut oder schlecht ist denn das Feedback dazu? Und dann haben die gesagt, da ging gerade Gothic über auf THQ Nordic von wegen, ihr Leute bei Alchemia Interactive, das ist ein spanisches Studio, macht ihr mal dieses Remake, das machen die jetzt auf Unreal Engine 5 Basis und daran arbeiten die jetzt gerade und glaube, dass das nicht mehr so viel mit der Demo von damals zu tun haben wird und dass das schon ganz gut werden kann. Soll auch die Spielwelt soll ein bisschen größer werden. Die wollen noch so Bereiche fertig bauen, die vorher nur angelegt waren im Urspiel. Es soll neu vertont werden, aber der alte Komponist ist wieder mit dabei. Ich habe es damals gespielt, es fällt in meine PC-Gaming-Zeit, der Release des ersten Gothic, aber bin da nicht so emotional mit verbunden, weiß aber, dass es für viele Leute eine wichtige Serie ist oder auch ein wichtiges Spiel und ich stehe dem jetzt erstmal nicht negativ gegenüber. Ja, also das muss man auch nicht. Also wir wissen ja gerade, hier hat das Spiel eine sehr große Lobby allgemein in Deutschland, weil es einfach für viele auch das Kindheits- und Jugendspiel gewesen ist, allgemein die Gothic-Serie selber. Und es spricht ja nichts dagegen. Wir bekommen eh recht viele RPGs aus Deutschland, auch in den vergangenen Jahren, die auch mal ein bisschen was anderes versuchen. Wenn es sich für aktuelle Verhältnisse vernünftig spielt, eine schöne Welt hat, das Kampfsystem halbwegs vernünftig läuft und das urige Gothic-mäßige noch drin ist. Ich frag mich halt auch, ob der alte Synchronsprecher dabei sein wird. Also ich glaube, es werden sich sehr viele Leute beschweren, wenn der alte Synchronsprecher von dem namenlosen Protagonisten halt nicht wieder dabei ist, der Deutsche. Da kann ich nichts zu sagen, ganz ehrlich. Ich glaube, es steht und fällt tatsächlich damit. Also viele werden sich beschweren, glaube ich. Soll eine deutsche Synchro geben, aber die sollen neu sein. Aber ob dann die gleichen Sprecher nochmal verwendet werden, das weiß ich natürlich nicht. Der hat schon irgendwie ein bisschen Kultstatus. Ich kann ja auch zum Beispiel, Varion Flo ist ja ein großer Fan von Gothic. Mhm. Und er hat sogar für einen seiner Einspieler, hat er tatsächlich dann auch den alten Synchronsprecher dafür bekommen. Also
spricht ja nichts dagegen. Und ich habe das jetzt auch vor einigen Jahren nachgeholt. Also diesen Trailer, den wir eben gerade gesehen haben, das ist ja die Festung gewesen. Und ich habe da eigentlich sehr viel wiedererkannt. Ich muss einfach sagen, okay, das ist tatsächlich die Festung, die damals da war, aber nochmal neu und schön. Ist aber und kompletter Renderkram hier. Ja, aber trotzdem ist es irgendwie, es ist wie mit Final Fantasy. Ne? Du hast Final Fantasy VII und du hast Final Fantasy VII Remake. Und dann ist es ungefähr, oh, okay, das ist das, was die früher hatten. So hat man es gespielt, aber man hat es im Kopf dann irgendwie anders wahrgenommen. Und jetzt kommt es einfach, wie es mit aktueller Optik und Technik aussieht. Und ich finde das schon ansprechend und faszinierend. Auch die Musik, die sie da eben gerade abgespielt haben im Hintergrund. Also ich kann mir vorstellen, damit wurden schon sehr viele Gothic-Fans einfach nur getriggert, als sie die Musik gehört haben. Yeah. Chat hat gerade gemeint, dass sie wieder alte Synchronsprecher dabei haben, die noch leben. Ja, stimmt. Lass uns dafür plädieren, dass einfach die Titelrollen von den Micha Bros übernommen werden. 24 Jahre her, ne? Also 2000 erschienen, oder? Oder 2001? Nee, 2001, 23. 2001. Ungefähr. Ja. Wir können ja auf den Hype-Level mal schauen, der Leute da draußen. Ich würde schon sagen, nicht schlecht werden. Wir haben wahrscheinlich eine recht hohe Wertung so hier. So hoch? Guck mal da. Ich hab's gerade gesagt. Ja. Nice. Wow. Ja, Mann. 6,9. 6,9. Eine Fantasy 7. Stell dir mal vor, es wäre auf Platz 1 gelandet. Das wäre crazy. Ja. Niemand von uns hätte das vorhergesehen. Ja, wie Flatout 2. Jetzt hör auf damit. Flatout 2. Ja, aber unsere Community ist halt ja auch ein bisschen. Ja, ja, wir sind vorbelastet. Wir sind gefestigt hier mit Gothic, ne? Also lass uns bitte mal ein Gabriel Knight 2 Remake noch ankündigen. Dann gucken wir mal, wie die. Ich bin auch eine 6,9, wenn es Gabriel Knight willst du an dem Spiel noch perfektionieren? Eigentlich nichts. Ja. Einfach nur das gleiche Spiel nochmal rausbringen. Bevor wir in eine Pause gehen, haben wir noch ein Spiel, was wir uns angucken wollen. Fabian, du und ich hatten ja auch schon beim Game Talk ein bisschen drüber gequatscht. Mhm. Dieses Jahr soll auch noch das Remake rauskommen von Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Ja. Mega. Und er soll ja das Beste sein. So relativ muss ich sehen. Ede, du hast gerade mit Colin, glaube ich, Teil 2 ein bisschen gespielt, oder? Mhm. Morgen geht's wieder in die Aufzeichnung. Ich kann es kaum erwarten. Nice. Ich habe im Sendungsablauf jetzt hier stehen 14 Minuten Rant von über Kojima von Ede. Das kommt jetzt, oder? Okay. Ich weiß gar nicht, was ich da noch sagen soll. Ich meine, ich zock wirklich gerade Metal Gear Solid 2 und es ist eigentlich ein Wunder, dass der Typ danach noch Spiele machen durfte. Okay. So, was gefällt dir so an Metal Gear Solid 2? Sag was Positives. Ah, komm, über den Soundtrack kann man nichts Schlechtes sagen. Ja gut, da weiß ich jetzt nicht genau, der Soundtrack. Mir fällt gerade wirklich nichts ein, was mir an Metal Gear Solid 2 gefällt. Ich wünschte, ich hätte morgen Corona, dass ich nicht so aufzeichnen aber müsste. Spaß beiseite mal, ich verstehe das schon. Ich finde auch Sachen an dem Spiel nervig und so, aber mochtest du den ersten Teil damals gerne? Nee. Hast du den überhaupt gespielt? Den habe ich auf US. Ich habe es sogar noch zu Hause. Ich habe den mir aus importiert für viel Geld, weil ich gedacht habe, dass der geil ist. Und ich habe mich nur aufgeregt über das Spiel. Nur aufgeregt. Aber weißt du, dass du in dem Spiel, weil es scheiße ist, weil es ein komplett Kackspiel ist. Ja, aber was ist daran scheiße? Alles. Diskutier nicht. Es sieht kacke aus, es spielt sich komplett dumm. Diese ganze, ich könnte Stunden darüber reden, aber ich gebe dir ein Beispiel. Weißt du noch die Szene bei Metal Gear Solid 1, wo du durch so ein Treppenhaus flüchten musst? Ja. Weißt du, dass da unendlich viele Leute spawnen? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich dachte, das ist ja super Espionage, super, du machst hier so geil, du Espionage, ja, weiß ich. Weißt du, ich hab, oder es gab so Semtex-Dinger, die du da hin. Also hab ich die hinter. Ich hab die da hingemacht und gedacht, okay, dann kann ich ja, ich leg da überall Bomben hin. Und dann kann ich ja, habe ich ja keinen Stress mehr von hinten, von den Gegnern von hinten. Ja, am Arsch. Ich wusste ja nicht, dass unendlich viele spawnen und die einfach das Spiel so geskriptet war, dass du da hochrennst und dich nicht mit denen anlegst. Ja, weil es halt unendlich viele kommen. Wo ist da der Realismus, den Kojima mir die ganze Zeit versprochen hat? Du findest in dem Spiel unterschiedliche Waffen, unter anderem eine Handgranate. Es gibt genau eine einzige Stelle im gesamten Spiel, wo du die Handgranate brauchst, und das ist dieser komische Typ auf dem Panzer. Und den kannst du auch ohne Handgranate, glaube ich, sogar machen. Ein komplett. Ey, du rauchst eine Zigarette, um Lichtschranken zu sehen. Wie dumm ist das denn? Aber James-Bond-Filme magst du, oder? Was hat das mit irgendwas zu tun? Ja, als ob da alles realistisch wäre bei James Bond. Wenn das Gameplay mir als realistisch. Du kannst Leute auf den Boden werfen und dann kannst du nicht mehr auf die hauen oder schießen, während sie auf dem Boden liegen. Dann musst du warten, bis die Engine sagt so, oh, ich erhole mich mal von meinem Niederschlag und dann kannst du erst wieder handeln. Das ist doch einfach nur dumm! Also hast du kein Hype-Level jetzt bei dem Spiel. Nein, ich muss auch hier ein bisschen dagegen arbeiten. Leute, ganz ehrlich. Ich
Ihr könnt ja Spaß haben mit was ihr wollt, aber erzählt mir nicht, dass Kojima ein Genie ist. Ich sehe das Genie nicht. Wo ist das Genie? Wo hat der ein Gameplay-Feature erfunden, wo ich sage, wow, das hat die Videospiele vorangebracht? Also wir müssen jetzt auf die Diskussion, glaube ich, gar nicht einsteigen. Ich würde sogar bei vielen Sachen, die du gesagt hast, das sind spielerische Mängel und so, aber ich glaube jetzt gerade das erste Metal Gear Solid, das hat sich natürlich durch ganz andere Dinge ausgezeichnet. Ja, also die Art und Weise, wie es inszeniert war, es war halt sehr filmhaft, es hat ernste Themen behandelt. Es war natürlich auch quatschig und over the top und das alles zusammen hat halt ein sehr individuelles Spiel ergeben. Aber ich stimme dir schon zu, also eins oder auch zwei heutzutage, natürlich haben die spielerische Schwächen und die hat vielleicht, um auch zum Thema nochmal zurückzulenken, auch die Neuauflage von Metal Gear Solid 3 jetzt hier, die wir bekommen, weil, Gregor, korrigier mich gerne, das ist im Grunde genommen, ist es eine originalgetreue Neuauflage, nur die Grafik ist halt deutlich verschönert, aber sonst orientieren sie sich schon sehr am Original. Ne? Soweit man es sehen konnte bisher, ja, die wollen auch das originale Voice Acting benutzen, was eine ganz gute Sache ist, weil das war ganz gut gewesen. Wir brauchen nicht das riesige Fass jetzt hier aufmachen. Du gerade liebst Kojima, du findest es ein Genie. Ja, es macht Spaß, ne? Macht schöne Storys. Er ist kein Genie, aber es macht schon Spaß, was er da rausbringt. Ja, weiß. Aber ich habe auch mal Probleme mit Death Stranding. Ich auch, das hasse ich auch. Ja, es ist also Metal Gear Solid 3 hat gameplaymäßig einiges nochmal dazu gebracht, inklusive brauchbaren Nahkampf zum Beispiel. Die Sache ist es, Metal Gear Solid Delta, wir haben gerade in der Collection nochmal den dritten Teil aufgelegt bekommen. Den gab es schon zu PS3-Zeiten nochmal, zwei Varianten auf der PS2, einen 3DS-Ableger. Und jetzt alles nochmal. Von Kojima war Snatcher. Das ist das letzte gute Spiel. Snatcher ist sehr gut, muss man sagen. Das ist in den 90ern, ne, oder? Das ist mega. Ich persönlich bin nicht so sehr gehypt drauf, weil ich das Spiel Metal Gear Solid 3 schon gut genug kenne und die Grafik jetzt für mich nicht so ultra krass aussah, vor allem weil Solid Snake auch ein bisschen weird ausschaut. Ich werde schon spielen, wenn es da ist, aber ich bin persönlich nicht ultra gehypt. Da würde ich es bei belassen. Janina? Das ist, glaube ich, nicht so meine Zeit auch mit dem ganzen Metal Gear Solid und so. Dementsprechend habe ich mich da gerade extrem zurückgehalten und bleib da einfach völlig neutral, weil ich da, ja, da kann ich nicht so viel zu beitragen. Ist weder mein Type of Aber Game das ist noch meine der Zeit. Punkt, so, wo du anfangen kannst. Weil es der erste Teil ist, obwohl es der dritte ist. Ja. Mhm. Ja, doch schon. Also ich finde, du kannst ohne Vorkenntnisse Teil 3 anfangen. Chronologisch, das sind auch die Leute, die da sagen, guck dir Star Wars chronologisch an, was nämlich auch kompletter Quatsch ist. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9? Ja. Oder, aber nee, 1, 2, chronologisch nach Ereignissen. Wow, das war untergerappt gerade. Es versteht doch eh niemand die Metal Gear Solid Story. Es weiß doch kein Mensch, wer da was noch macht. Doch, also ich finde, Metal Gear Solid ist einfacher zu erklären als Kingdom Hearts. Ja, das ist aber auch kein Maßstab, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? As to prove my point. Wir checken mal aus, wie der Hype-Level der Community da draußen ausschaut. Aber die 14 Minuten sind noch nicht rum. Mach ich. Ja, ich habe noch 10, ich habe noch ein paar Punkte. 6, komm. 4. Wir haben eine Metal Gear Solid Delta, eine 4,9, damit zwischen Like a Dragon Infinite Wealth und Persona 3 Reload im Hype-Level gelandet. Ja, wir notieren gleich die weiteren Ergänzungen, die Ede zu Metal Gear Solid hat und gehen kurz in eine Pause und werden das für euch dann alles abarbeiten. Bis in einem Moment. Es war doch nur ein Schlag. Wann kommt das hin? Ich habe keine Ahnung. Ich sag jetzt Felix. Nein! Da sind wir wieder zurück. Wir haben gerade beschlossen, Metal Gear Solid 3, das beste Spiel aller Zeiten. Zum Glück ist die Kamera auf mir und ich muss nicht die stechenden Blicke hier ertragen. Wir machen weiter mit oh Gott, das tut jetzt schon ein bisschen weh. Wir machen weiter mit unserer Vorschau der Spiele des Jahres 2024. Wir können noch mal auf das Zwischentableau schauen. Da sind etliche Spiele heute schon mit dazu gekommen. Ganz oben immer noch Dragon's Dogma 2.
aus der letzten Folge mit einer 7,2. Ist ja auch nicht so ultra lange hin. Ich glaube, März ist es, bis es soweit ist und wir das ja nicht spielen können. Nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Dragon's Dogma 2 hier so einen hohen Stellenwert hat. Aber ja, das sieht wirklich Hammer aus. Es sieht Hammer aus, aber ich bezweifle, dass viele Leute Dragon's Dogma 1 gespielt haben. Ich glaube, es ist tatsächlich so ein Spiel, was dann nachgeholt wurde, weil es so portiert wurde auf sehr viele Plattformen und endlich mal auch mal, also ich habe es ja auch erst wirklich später zu schätzen gelernt, nachdem ich nicht die rucklige PS3 oder Xbox-Version spielen musste damals. Siehst du hier, Eda, auf dieser Liste irgendeinen Titel, den du ganz vorne sehen würdest für dich? Tatsächlich auch. Dragon's Dogma 2 würde mich, glaube ich, hier mit Final Fantasy 7 Rebirth natürlich am meisten interessieren. Und ich weiß, ist natürlich dumm, wenn ich das jetzt sage, aber Hollow Knight Silksong. Also krass. Muss ich jetzt sagen, da bin ich wirklich vom Saulus zum Paulus. Das finde ich jetzt doch Hades 2. Sind schon ein paar Sachen, aber auch nicht so viele. Würdest du, Janina, irgendwas auf der Liste sehen, wo du gesagt hast, oh, das wäre für mich auf jeden Fall schon top? Ja, also wie wir vielleicht bemerkt haben, kommen sehr viele Spiele, auf die ich mich extrem freue, erst noch. Aber was da auf jeden Fall drin ist, Fable, habe ich ja schon gesagt, ist für mich auf jeden Fall auf der 1. Hollow Knight Silksong sehe ich auch ganz weit oben für mich persönlich. Also auf jeden Fall. Ich würde es einfach ganz, ich glaube, dadurch, dass ich auch ein bisschen aus so einer anderen Generation komme, würde ich viele Dinge ein bisschen umstellen. Aber ja, Fable auf die 1. So, dann gucken wir mal, ob der nächste Titel oder wie weit der nächste Titel potenziell kommen kann. Auch hier, Fabian, haben wir uns unter anderem im Game Talk schon ein bisschen drüber unterhalten. Da hat es Sony ja auch nochmal einen Trailer gezeigt, jetzt die Spiele, die dieses Jahr kommen sollen. Wenn wir bei Konami sind und Metal Gear Solid 3 sagen, dürfen wir ja auch Silent Hill 2 im Remake sagen. Natürlich einer meiner persönlichen Favoriten, Fabian, du und ich hatten es mit Simon gemeinsam hier auf dem Sender das klassische Spiel nochmal durchgespielt, was Storytelling, Musik, Atmo und so weiter angeht im Original. Trotz der Schwächen, die da drin sind, ein ganz eigenständiges Erlebnis, was vielleicht sogar durch die Schwächen beflügelt wird in dem Erlebnis, sagen wir mal. Also das ist kein Game, wo du direkt nach Gameplay und solchen Sachen dann direkt gehen würdest. Jetzt neu umgesetzt von Bloober Team in es ist ein polnisches Team, ja. Ne? Bloober Team ist aus Polen, hat unter anderem sehr viele Horror-Games in der Vergangenheit gemacht. Du hattest die Layers of Fears-Games, du hattest zuletzt oder vor einigen Zeiten Blair Witch, du hattest The Medium gehabt, was ja eh schon Silent Hill Light gewesen ist, muss man sagen. Und jetzt sitzen die an dem ziemlich aufwendig gemachten, was wir bisher an der Footage jetzt hier sehen, Remake zu Silent Hill 2. Ich habe meine Bedenken in der Hinsicht, weil die Bloober Team-Games sind schon okay, aber jetzt Horror-Team-mäßig, vor allem, weil The Medium auch nicht das krasseste Spiel gewesen ist. Muss mal gucken, was sie aus dem Material machen. Und ich habe natürlich meine ganz persönliche Bindung zu Silent Hill 2, wie es funktioniert, wie alles drum und dran ist. Ich hoffe, dass sie das Gefühl erhalten oder zumindest so modernisieren, dass Leute immer noch entsprechend das was Ähnliches rausholen können, wie wir damals vor 20 Jahren. Aber da erwarte ich ja ein schönes Let's Play hier von euch. Hoffentlich, ne? Ja. Wenn wir die Zeit finden. Schön wär's. Haben wir hier irgendwo noch Silent Hill Kenner oder Leute, die sich darauf freuen da in der Runde? Ich freue mich sehr, tatsächlich. Ja? Ja, also es geht jetzt so entgegen, den Argument war nicht meine Zeit, aber dadurch, dass ich sehr großer Horrorspiel-Fan bin, habe ich auch viel Älteres aufgeholt und ich freue mich sehr auf Silent Hill 2 Remake. Und ja, ich vertraue tatsächlich auch dem Entwicklerstudio. Und das werde ich auf jeden Fall spielen. Und ich glaube, ich habe dann, also das ist mit gerade top 5 Hype-Level auf jeden Fall bei mir. Ich habe den Titel vor 10 Jahren versucht nachzuholen auf der Xbox 1 damals und musste feststellen, der ist leider nicht so gut gealtert, als ich es gespielt habe, weil man verläuft sich oft, ja. Man sucht irgendwie die richtige Tür, um die zu öffnen, und das hat mich so frustriert, wo ich dann gesagt habe, ja, ist vielleicht ein Spiel, was nicht mehr so gut gealtert ist. Ich glaube, damals, als es erschienen ist, so Anfang der 2000er, richtig geil, richtig nice, aber mittlerweile, glaube ich, nicht mehr spielbar. So viel anderes ist dein Erlebnis, glaube ich, gar nicht von der Urfassung. Silent Hill 2 ist mehr ein Vibe, würde ich sagen. Okay. Ja, also da gehört tatsächlich dieses nicht direkt finden, sich dann quasi da reinversetzen mit dazu. Wenn ich mir diesen Trailer jetzt hier anschaue, es wirkt für mich sehr vieles
zu direkt fast schon. Ne? Okay. Also so, wie da emoted wird von den Charakteren und was da mit der Bildsprache gemacht wird. Da dieses Silent Hill 2 im Original so ist was schön vage in gewissen Gefühlen. Okay. Du musst dich da richtig reingehen. Und rein performance-technisch, viele der Akteure dort waren auch nicht professionell ausgebildete Voice Actor oder Schauspieler. Das gab dem was Glaubhafteres tatsächlich schon mal. Ich bin sehr gespannt, ob sie überhaupt das nochmal einfangen können. Ja, bin ich gespannt aufs Spiel. Wie ist es bei dir? Ja, ich habe das damals, ich weiß noch, als das rauskam, war ich bei Giga Games noch und da haben die Consoleros das gespielt und ich durfte nicht ran. Ich hatte ja keine PlayStation 2, habe ich ja schon häufiger gesagt, habe da viele Spiele aus der Generation nicht gespielt. Ich habe das immer so gesehen und dann war ich aber auch nie so der krasse Horrorspiel-Fan, weil mir das auch immer zu anstrengend war. Das, finde ich, sieht aber schon ganz gut aus. Ich werde es, glaube ich, dann mal anspielen und gucken, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt der krasse Silent Hill Fan bin. Denk, Bud Spencer und Silent Hill. Kennst du das? Ah, man kennt dich. Das ist stark, ja. Ja, aber wir werden natürlich sehen, wie das letzten Endes werden wird. Hoffen wir aufs Beste, dass es in Richtung Qualität der Resident Evil Remakes geht. Gucken wir mal auf euren Hype-Level da draußen. Jetzt und wird man schon hoffen, dass da eine gewisse Vorfreude herrscht. Ich nehme an, ein Drittel. Wir haben eine 6,5. Damit sind wir ja auf dem geteilten Platz 5 zusammen mit Manor Lords. Also auf jeden Fall um einiges höher als Metal Gear Solid. Genau. Das hilft alles nicht Foam Stars. Das hilft alles Foam Stars noch nicht. Vielleicht kommt da noch was dazu. Ich glaube aber nicht, dass der nächste Titel ganz unten sein wird, weil hier haben wir einen. Den ersten Teil habe ich abgespeichert als hier musst du richtig hardcore dich reinarbeiten, sonst wird's nämlich nichts. Vielleicht freut sich dann Florentin insbesondere drauf. Wir haben nämlich Kerbal Space Program 2 im Angebot. Wie war das Kerbal Space Program? Du musst deine Raummission irgendwie erstellen und dann mit Physikspielereien achten darauf, dass das alles vernünftig funktioniert. Das ist mir alles zu hoch. Ich glaube, das ist so ein Spiel, wenn man sich da reinfuchst, macht das mega Bock. Also wenn du da so irgendwie einmal drinne bist und dann deine Ideen so verwirklichen kannst, dann ist das, glaube ich, richtig geil. Aber mich schreckt es auch so ein bisschen ab, dass du da stundenlang irgendwas machst, was überhaupt keinen Sinn ergibt und irgendwie keinen Erfolg hat. Ich habe es selber nie gespielt, aber ich erkenne da schon irgendwas, was Bock macht. Ey, das ist so ein richtiges Nicola-Valentin-Florentin-Spiel, wirklich. Das spielen die so 100 Stunden wahrscheinlich. Ich finde es spannend bei Kerbal, dass es diese Mischung hat aus diesem sehr ernsten und anspruchsvollen Thema mit diesen knuffigen kleinen grünen Figürchen, die wir hier sehen. Bei dem Spiel muss man aber sagen, das haben wir reingenommen, obwohl es schon im Early Access am PC ist, weil aber wohl oder hoffentlich das nicht den Stand des fertigen Spiels widerspiegelt, weil das sehr, sehr schlecht gestartet ist im Early Access. Und die Leute alle gesagt haben, ja, spielt mal Teil 1 weiter, weil das wirklich radikal unfertig und unoptimiert ist. Und die haben jetzt gerade, glaube ich, ein Update nachgeschoben im Dezember mit einem neuen Spielmodus und ist noch sehr, sehr viel in Arbeit und wird dann hoffentlich in seiner finalen Version noch mal besser werden. Nichtsdestotrotz freuen sich da, glaube ich, eine Menge Leute drauf, weil es ja auch was Eigenständiges und Cooles prinzipiell ist, was man hier macht in diesem Spiel. Immerhin, die haben sich ja zumindest für Early Access entschieden. Es gibt da andere Entwickler, wie bei Cities Skylines 2, die dann einfach rausbringen. Auch wenn es noch nicht so richtig fertig ist, das Spiel. Und ich denke mal, also Janina hat das ja auch gesagt, wir haben hier einige so bestimmte Leute hier in der Firma, die, glaube ich, richtig drauf abgehen werden, von denen wir wahrscheinlich auch was zu dem Spiel dann in aller Ausführlichkeit sehen werden, wenn es soweit ist. Ja. Und ja, da könnt ihr euch drauf freuen oder mit Argwohn entgegensehen, je nachdem. Was ihr von dem Spiel haltet, das können wir gerne jetzt auch gleich ermitteln und euren Hype-Level mal absehen. Da es im Early Access ist, kann ich mir vorstellen, dass die Vorfreude noch nicht so riesig ist. Ja. Und sie ist es auch nicht. Wir sind bei einer 3,4 gelandet. Na, da wäre Foamstars gerne. Hey. Foamstars kriegt noch seine Chance. Irgendwas wird noch. Niemand spielt Foamstars. Dahinter kommt. Spiel ist Day One, ist das. Ich glaube auch schon vergessen. Ich glaube auch tatsächlich, dass es so ein Spiel ist, was dann. Da überlegen Sie sich nochmal, ob es dann Free-to-Play wird. Da gibt es überhaupt keine Zielgruppe für dieses Spiel. Ja, ich glaube, dass das schon nicht unsere RBTV-Zielgruppe ist. Das Schnitt. Ist auch der Grund, warum es willkommen so zum Ede Foamstars Game. Ja, aber wer? Die Elfjährigen zocken Fortnite und nicht Foamstars. Nee, wen willst du damit noch holen? Ja, was haben wir bei Fortnite damals auch gedacht? Ja.
Als Fortnite rauskam, da saßen wir alle in der Redaktion und haben gedacht, oh, wieder so ein Crap-Spiel, wo du irgendwie eine Basis baust und so. Niemand von uns hat das Potenzial gesehen. Das kannst du bei jedem neuen Spiel sagen, wo jemand mal was ausprobiert. Irgendein Spiel, das sticht dann halt mal durch und wird riesengroß. Ist ja, wird vielleicht nicht Formstars sein. Fair enough, sicher nicht. Aber Formstars, glaube ich, halt einfach. Hättest gedacht, dass Splatoon eines der erfolgreichsten Nintendo Switch-Spiele wird oder Nintendo-Marken? Ja, auf der Nintendo-Plattform macht das total Sinn, finde ich, Splatoon. Weil da kannst du deine Kids an so eine Art Ego-Shooter oder Ballerspiel ranführen oder so. Aber auf dem PC zockt doch kein Mensch. Das ist eine PS5. Das ist tatsächlich eine PS5. Das ist ja eh das Gleiche, ganz ehrlich. Also keine Ahnung, ich sehe einfach nicht, wer Formstars ernsthaft länger als 2 Stunden spielt. Aber ja, ich glaube auch, das ist halt, kommt raus. Wie gesagt, klar, du zockst das mal, du hast, ey, sollen wir mal Formstars machen? Ja, zockst du 2 Stunden, aber das ist doch kein Spiel. Ey, wenn es erscheint, schreibe ich dich an. Lass eine Runde Formstars spielen. Eine Runde bin ich dabei. Okay, geil. Aber danach nie wieder. In der Badewanne. In deiner. Gregor. In meiner Badewanne. Nicht, alle gleichzeitig. Nicht alles muss in der Badewanne passieren. Aber alles wäre schöner, wenn es in der Badewanne passiert. Alles ist schöner in der Badewanne, das stimmt natürlich. Also, das nächste Spiel kann man in der Badewanne spielen oder auch nicht. Mhm. Wahrscheinlich, wenn man schön eine schummrige Atmosphäre macht, wird es ganz gut funktionieren. Ich glaube, du warst auch dabei. Wir konnten es auf der Gamescom mal in einer erweiterten Gameplay-Demo uns anschauen. Ja. Du bist schon der Badewannen-Gregor jetzt. Wahrscheinlich, ne? Little Nightmares 3 sollen nämlich dieses Jahr herauskommen. Little Nightmares, die ersten 2 Teile, Cinematic Platformer, Cinematic Side-Scrolling Adventures, die ziemlich cool gewesen sind, schön stimmungsvoll. Ich fand damals beim ersten Teil, bevor die ganzen Patches und Updates gekommen sind. Sehr, sehr lange Ladezeiten zum Glück mittlerweile. Nicht mehr so. Der dritte Teil wird eine extensive Koop-Komponente haben. Du wirst dann immer mindestens zu zweit da oder sowieso zu zweit da unterwegs sein. Auch so aufgebaut, dass man auch mit jemandem online, man muss online gemeinsam spielen. Genau, man kann nicht Koop an einer Konsole spielen, weil es dann auch Trennungen zwischen den beiden Charakteren gibt für die Rätsel. Und das bringt bestimmt dem Puzzle nochmal was. Das sah ganz nett aus, so auf der Gamescom. Ich weiß nicht, ob das stimmungsmäßig dann so passt, weil dieses alleine in dieser Grusel-Fantasy-Märchen-Umgebung unterwegs sein, hat schon Little Nightmares so ausgemacht. Und ich hoffe, dass sie die Stimmung erhalten können. Ja, du kannst es aber natürlich auch alleine spielen mit einer KI-Begleitung. Ich muss sagen, ich habe da mega Bock drauf, aber ich bin auch sehr leicht abzuholen von diesen Cinematic-Plattformern. Und Stimmung war toll bei den ersten beiden Spielen. Der Trailer sieht aus, als würde das exakt kopieren, obwohl das ja jetzt ein anderes Studio macht. Ich habe dann auch nochmal nachgeguckt, warum das jetzt eigentlich Supermassive macht und nicht mehr das alte Studio. Wisst ihr, was mit dem alten Studio passiert ist? Tarsier? Nee, die macht noch. Tarsier war das alte Studio. Ja. So, die wurden aufgekauft. Die wurden von Embracer gekauft. Und haben sie nie wieder ein Spiel gemacht. Und jetzt ist da auch fast alles an ehemaligem Kernpersonal weg. Und deswegen macht jetzt Supermassive für Bandai Namco das dritte Little Nightmares. Ich glaube aber, dass das cool wird. Die müssen es einfach nur genauso gut machen wie die ersten beiden Teile. Ja. Und dann ist das so ein schönes Spiel für 2-3 Abende. Ja, Supermassive natürlich. Ich meine, man kennt sie hauptsächlich von ihren Adventures dann, ob du jetzt Until Dawn hattest oder die Dark Pictures Anthology. Ja. Das ist natürlich ein komplett anderer Schnack. Heißt nicht, ob sie jetzt auch vernünftige Puzzle-Level aufbauen können. Stimmung können sie, aber bei den Leveln. Mhm. Ich finde es gut, dass da zum Beispiel der Multiplayer auch nur optional ist, wenn es so erzwungen wird wie bei It Takes Two oder A Way Out. Ich glaube, A Way Out konnte man auch nicht im Solo spielen. Mhm. Dann wäre es, glaube ich, so ein Downer für mich, weil ich würde so ein Spiel, glaube ich, auch nur alleine spielen wollen. Horror-Games oder solche atmosphärischen Spiele im Multiplayer, das funktioniert halt einfach nicht. Das hat die Vergangenheit ja auch schon gezeigt. Dead Space 3 Multiplayer, 4-3 Multiplayer hat auch nicht funktioniert. Also je nachdem, gerade wie das jetzt hier so gelegt ist, wenn du online mit jemandem spielst, machst du sowas wie dann bei einem Journey, wo dann nonverbale Kommunikation ist. Ich möchte jetzt nicht im Ohr haben, übrigens, ich gehe jetzt nach links und schieße den mal von da hier ab. Oder wird es vielleicht sowas ausgelegt sein, ich hätte mehr Bock fast so Lost Vikings-mäßig, dass du zwar mehrere Charaktere steuerst, aber jeweils einen nehmen kannst, der unterschiedliche Fähigkeiten hat. Mhm. Das wird es für mich zum Beispiel wieder interessanter machen, wird die Stimmung erhalten. Aber ich weiß natürlich nicht, ob da eine KI-Option vernünftig funktioniert oder nicht. Mhm. Also ich kann mir aber auch gut vorstellen, nochmal um auf Supermassive zurückzukommen, dass sie das gerade stimmungstechnisch richtig gut hinbekommen, weil ich einfach auch großer Fan immer der Pictures Anthology war. Und ich glaube, das kriegen die sehr gut mit rein in Little Nightmares 3 transferiert. Dementsprechend definitiv ein Spiel, auf das ich mich freue. Und ich sehe das auch relativ gelassen, muss ich sagen, auch mit dem Multiplayer. Ich kann mir vorstellen, dass sie es It Takes Two-artmäßig machen und mit dem Entwicklerteam von Supermassive Games das so hinkriegen, dass trotzdem die Stimmung aufrecht bleibt, auch wenn man nicht mehr dieses Alleingefühl hat. Ich glaube, das ist schon cool. Die kriegen das hin, hoffe ich bitte.
Ja, dann checkt mir doch mal aus, wie gehypt ihr seid. Ich würde mit dem Release auch eher später im Jahr rechnen, muss ich sagen. Vielleicht tatsächlich auch wieder in Richtung Gamescom, weil da wurde es ja enthüllt. Wir haben eine 4,8 zwischen Metal Gear und Persona 3. Drei Spiele mit einer 3. Metal Gear Solid 3, Little Nightmares 3, Persona 3, Homeworld 3, 4 sogar. Da passt es doch ganz gut. Beim nächsten Spiel sind wir wieder. Ich hoffe, ich kriege es nicht durcheinander, aber es ist ja Rollenspiel. Zumindest die Vorlage da gewesen. Aus den vielen. Wir gehen mal wieder zurück in unsere Jugend und wollen schöne klassische PC-Rollenspiele haben. Path of Exile 2 ist angedacht dieses Jahr. Ist da, Fabian, schon ein Early Access oder sowas ähnliches? Ein Beta-Test, glaube ich. Genau, es gibt einen Beta-Test Mitte des Jahres, der schon einen fixen Termin hat. Hier ist es auch ein Spiel. Das ist sehr, sehr optimistisch, davon auszugehen, dass das Spiel dann auch noch 2024 kommen wird, weil die Beta wahrscheinlich relativ extensiv wird. Path of Exile 2 ursprünglich mal als Erweiterung angedacht von Teil 1. Und dann haben sie irgendwann gesagt, nee, da machen wir ein eigenes neues Spiel draus. Mit anderen Klassen, mit Überarbeitung der Grafik, mit Verbesserung am Kampf, ist natürlich ganz klar durch Diablo inspiriert, hat aber eine riesige Fanbase, muss leider sagen, das war lange Zeit ein reines PC-Thema, ist mittlerweile auch auf Konsolen erhältlich, aber ich bin da nie so reingekommen, auch weil es wahnsinnig komplex ist, was Leute toll finden und so. Ich war aber immer so, dass ich gedacht habe, ach, so ein Diablo oder so andere Spiele, die ein bisschen einfacher sind, wie Torchlight oder Viktor Vran, das fand ich toll. Ich finde es aber dennoch super spannend und ich freue mich natürlich auch, wenn es neben Diablo noch andere große Reihen innerhalb dieses Genres gibt, was einfach, was ein tolles Genre ist, und vielleicht werde ich hier auch mal reingucken. Also ich habe da mega Bock drauf, vor allen Dingen, weil mir ungefähr 1 Trillion Menschen, als ich Diablo 4 gezockt habe im Stream, gesagt haben, dass Path of Exile viel geiler ist. Und ich habe aber jetzt keinen Bock, in ein Spiel, das jetzt schon so lange existiert, da noch so neu einzusteigen. Aber bei Path of Exile 2 hätte ich tatsächlich Lust, von Anfang an dann irgendwie dabei zu sein, weil also das Genre eigentlich alles hat, was ich mag, außer Zeit. ja. Aber es sieht mega geil aus und ich glaube, was halt Path of Exile, was ich so da gelesen habe und sowas halt das Spiel auch so auszeichnet, ist die verschiedenen Builds und Möglichkeiten, deinen Charakter zu konfigurieren und dass du da halt sehr viele Möglichkeiten hast, einen Spielstil zu finden, der dir Bock macht. Und ja, also ich werde definitiv, wenn das Spiel, ich bin nicht so ein Fan von Early Access, ehrlich gesagt, also ich spiele dann gerne das Spiel, wenn es fertig ist, und dann habe ich aber auch Bock, da reinzustarten und dann mal gucken, ob es wirklich so gut ist, wie alle sagen. Ja, das werden wir sehen, wenn es denn soweit ist. Ich glaube hier sowieso allgemein, weil diese Spiele so beliebt sind, dass wir auch einen relativ ordentlichen Hype-Level hier mitbekommen werden. Wir können gerne mal in Richtung Rating dann 6,9. Kannst du auch was anderes als eine 6,6 sein? 7, würde ich sagen. 6,4. Oh, ich glaube, 7 glaube ich nicht. 6,2. Ich habe viele 10 gesehen, muss ich mal sagen. Aber das passt auch gut zur Community. Gucken wir mal. 6,0. Eine 6,0. Ja, ja. Täuscht, was man da manchmal im Chat sieht. Auch die, wo die sagen zum Beispiel, Eddie, du Depp, das täuscht. Das ist immer ein Typ. Hast du ein Volldepp? Stashy heißt er. Den haben wir alle bezahlt, damit er das da reinpostet. Nikola, hör auf jetzt. Einfach, um uns zu erden. So gehört sich das. Um uns wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Ja. Wo wir nicht auf den Boden der Tatsachen wollen, sondern in den Himmel der Tatsachen, ist beim nächsten Teil, konstruierte Überleitungen sind immer das Beste. Wo ich ein bisschen hinterfrage, muss man da eine Jahreszahl dahinter packen? Anscheinend schon, denn Microsoft möchte Moneten mit dem Flight Simulator 2024. Es gibt eine echt große Gemeinde. Ich habe einen Kollegen, bei dem habe ich mal vorbeigeschaut, der hat sich tatsächlich so ein Flugsetup zusammengebaut mit richtigen Hebeln und alles. Collins Bruder? Nein. Ich glaube, der kann über ein richtiges Setup dann verfügen. Aber du kannst dir das so zurechtlegen, das Erlebnis, dass du dann vor allem mit der gut aussehenden Technik, trotz der vielen technischen Schwierigkeiten, die immer noch hinzukommen. Ich habe es jetzt aber auch nur auf der Xbox gespielt. Ich weiß nicht, wie stark dein PC sein muss, damit das dann funktioniert. Dich da mal ein bisschen austoben. Es sieht immer cool aus. Ich bin bei solchen Sachen persönlich, also ich brauche, ganz ehrlich, ich brauche da Ringe, wo ich durchfliegen kann und Punkte, die ich verdienen kann. Also Star Fox.
Nein, Faldet Wings. Ja. Faldet Wings, best game ever. Ich habe mir genau das Gleiche aufgeschrieben tatsächlich, dass ich war damals komplett begeistert, als es rauskam und ich habe dem Xbox Release entgegengefiebert, habe das am Day 1 installiert und am Day 2 wieder deinstalliert, weil ich gedacht habe, ja, das ist alles nett, aber es ist auch super anspruchsvoll und es ist auch so langweilig. Ich will jetzt nicht von Hamburg nach New York fliegen. Ohne und dann fliege ich einfach von Hamburg nach New York. In Echtzeit? Und es passiert aber nichts. Ist es Echtzeit gewesen? Unabhängig davon jetzt. Es ist einfach kein Spiel in dem Sinne für mich und wir sehen hier der Trailer adressiert das natürlich auch ein bisschen auch. Microsoft hat gesagt, hey, wir wollen auch versuchen, für Leute, die das gerne möchten, sowas reinzumachen wie Rettungsmissionen oder Waldbrände löschen oder Air Lasten Racing transportieren. Verstehe aber auch, dass mein Problem mit dem Spiel ein sehr individuelles ist. Ich finde es ganz toll, dass es das gibt. Ich finde toll, was da technisch alles drinsteckt. Das wird durch KI jetzt nochmal noch schöner wahrscheinlich werden. Sie haben gesagt, man kann die ganzen Erweiterungen von Teil 1 auch wieder benutzen in dem 24er und klar, bei Dritthersteller-Erweiterungen ist das so, dass die das natürlich kompatibel machen müssen. Aber an sich finde ich es gut, dass die das weiterentwickeln und dass die das noch echter machen wollen. Es ist nur einfach, für mich ist es nicht eine Art Spiel, die mir so entgegenkommt. Meinst du aber, Fabian, dass also es ergibt Sinn verkaufstechnisch, wenn du da eine neue Nummer und quasi neue Verpackung da mit dazu packst? Aber ganz ehrlich, an so einem Spiel, das muss ja kein neues Sequel oder so werden. Da kannst du an dem Game arbeiten und das als Updates einspielen. Ja gut. Was viel sinniger wäre, um die ganzen Fehler und alles auszumerzen. Aber erzähl das den 27 Iterationen von FIFA zum Beispiel. Das ist schon ein Grund, warum das nicht so. Also, das sind die Klatscher von der FIFA gerade. Ja. Ne? Für mich ist das einfach ein Spiel, das steht und fällt auch mit dem Setup. Also wenn, ich kann mir das schon, ich war ja auf so einem Event mal vom Flugsimulator und da hatten die so richtig geile Cockpit-Sitze mit diesen, weiß ich nicht, Joysticks und Knüppeln und allem drum und dran. Geile, so halb curved Monitore und so. Und dann macht das schon auch Bock. Aber das ist für mich auch nichts, was ich mit einem Joypad irgendwie auf dem Sofa oder so spiele. So, das ist schon, dann musst du, entweder du gehst Full Simulation und bist wirklich so, wie man, ihr kennt es bestimmt auch so von TikTok, wenn die so Trucker-Setups sich zu Hause einrichten. Und dann so Autobahnen oder wie heißen die? LKW-Simulator. LKW-Simulator und dann haben die so wirklich so eine kleine Honk hier oben. Ja. Und so, weiß ich, auch so ein bisschen, weiß ich, keine Ahnung, ein paar Snacks und eine Prostituiertin. Nein, Quatsch. Aber, nur in der TikTok-Videos oder was? Und dann fahren sie betrunken. Aber wenn, da musst du schon so richtig einen auf Trucker. Und dann macht's auch Bock. Dann fährst du halt auch so 2 Stunden lang oder 20 Stunden lang irgendwie über die A3 und hast Bock. Aber dann realistisch, du darfst 3 Stunden im Stau stehen auf der A3. Ja, auch, aber dann ist auch geil, weil dann bist du da in deinem Ding so, und so hier und so, dann ist das geil. Cool, Edel, also. Okay. Was? Ja, so wie Donny es gemacht hat, genau. Wollte ich auch grad sagen. Ja, Donny hat's richtig gemacht. Dann macht's Bock. Ja, dann macht's Bock. Da musst du so voll reinschalten. Und ich glaube, so musst du es auch bei diesem Flight Simulator machen. So ein Flight Simulator Roleplay-Server, ja, wo alles einfach so private Fluggesellschaften dann unterwegs sind und sagen, hallo, geh mir aus der Sonne. Du lachst, aber davon gibt es sogar richtig viele richtig gute Videos, wo dann einer im Tower spielt und dann den anderen sagt so, ja, line is clear, so D47, are you ready to take off? Und so, ja, yeah, das ist Tower, das ist, das gibt's alles. Gibt es wirklich. Es gibt Rollenspielserver im Flight Simulator-Universum und das muss man sich mal angucken auf YouTube. Es ist super, weil die das so ernst nehmen. Und dann wirklich, dann hast du dann Flugzeuge, das ist dann auf dem Multiplayer-Server, hast du 2 Flugzeuge und der eine muss dann warten, bis der andere Starterlaubnis kriegt. Und dann wartet der da 20 Minuten lang und macht halt nichts, weil er halt keine Starterlaubnis hat. Wie mit Busfahrern winken sie sich dann auch noch zu. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Multiplayer, Flight Simulator auf der ganzen Welt verteilt. Warum nicht? Leute, es gibt das. Das ist richtig geil. Das müsst ihr euch mal angucken auf YouTube. Ich habe mir das schon mal angeguckt. Das ist richtig nice. Wir checken das im Anschluss mal aus und notieren uns da die Highlights. Wir gucken erstmal aber, was euer Hype-Level sagt für den Flight Simulator 2024. Ja, hier, Flight-Rollenspiele in 3,9. Eine 3,9. Ja. Gleich so viel wie Grand Blue Fantasy. Fast. Ist halt Special Interest. Ist Special Interest. Aber ist doch okay, dass sowas. Ich schau mir das mal an. Jetzt bin ich gespannt. Ist wirklich lustig. Guck's dir an im Stream. React live dazu. Ich spiel's lieber. Vielleicht will ich als das Flugzeug roleplayen. Ja? Muss erstmal aufgetankt werden. Bisschen schön Kerosin rein. Wie war nochmal der Leslie Nielsen-Film? Was, die unglaubliche Reise in deinem verrückten Flugzeug? Oder was meinst du? Welchen meinst du? Airplane? Airplane, ja. Ja.
Ach, das war der deutsche Titel? Ja. Okay. Der einzig richtige Titel. Ja, aber wärst du in einen Film gegangen, der Flugzeug heißt? Ja, wirklich. Lass uns, Papa, lass uns im Flugzeug gehen. Okay, fair enough. Komm zu Tisch gefliegt. Gucken wir auf den nächsten Titel drauf. Okay, und hier haben wir es mit einem Ableger einer populären Serie zu tun, die eigentlich eher für den Multiplayer bekannt ist. Du kannst mich korrigieren, Fabian, mit deiner schlauen Liste. Das ist aus dem Dead by Daylight-Universum. Ja. Ja, wir haben es nämlich mit The Casting of Frank Stone zu tun. Ein storybasiertes Spiel aus dem Dead by Daylight-Universum. Ich habe keine Ahnung, wer Frank Stone ist. Dead by Daylight hat mir persönlich schon hier gereicht auf dem Sender, weil I don't play this stuff. Aber jetzt ist Nick Cage drin. Jetzt, aber der, naja, gut, aber Nick Cage kann ich. Als Survivor. Ja, was ich bei TikTok habe, ist Nick Cage Against the Machine. Eine Coverband von Rage Against the Machine mit Nick Cage als Sänger. Ist das jetzt auch so ein Das ist wie The Quarry und so. Das ist Singleplayer, okay. Also, das finde ich immer ganz cool, ehrlich gesagt. Das macht mir immer ganz gut Bock. Ja, Janina, du spielst ab und zu mal Dead by Daylight? Nee, Dead by Daylight gar nicht. Aber ich spiele gerne Singleplayer Cinematic Horror Games. Und deswegen, ich mag das Dead by Daylight Universum. Also, ich habe das auch schon gespielt. Aber ich bin jetzt nicht so super krass drin. Gibt ja Leute, die spielen das ja halt wirklich super immens. Und das ist jetzt bei mir nicht so der Fall. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Hier auch wieder Supermassive Games, passt perfekt. Also das ist ein Perfect Fit auf dieses Spiel. Und Frank Stone, ich weiß nicht, ob sie damit Frank N. Stein meinen, keine Ahnung. Guter Gedanke. Das wäre jetzt so meine Idee. Mit den Herausgeber Behavior Interactive, die ja auch für Dead by Daylight und so zuständig sind, ist das, glaube ich, ein toller Handschlag zwischen Supermassive und denen. Deswegen... Wir sollten hier wieder ein Let's Play dazu machen, wo wir extra wie bei dem letzten Mal versuchen, alles falsch zu machen. Das war sehr lustig. Ja. So falsch es geht. Versucht. Haben wir versucht hier. Ja. Ich weiß gar nicht, wer alles da war. Ja, doch, ich war dabei. Und Sarah Rogi, war dabei. Sarah. Ja, wir haben, welches war das nochmal? Das war The Quarry. The Quarry. Und wir haben einfach jedes Mal versucht, die schlechteste Entscheidung zu treffen. Das war sehr lustig. Das ist wirklich cool. Das kannst du bei solchen Spielen gut machen. Ja. Einfach alles. Das war auch authentisch. Jedes Mal stolpern, wenn du irgendwo hochkletterst, jedes Mal die Sprosse nicht treffen. Was ist dabei rausgekommen? Ich habe das tatsächlich. Ja, ich glaube, wir wurden alle umgebracht. Ja, aber du merkst, dann entzauberst du solche Spiele natürlich auch. Ja. Trotzdem versuchen, dich irgendwie dann weiterzudrängen, trotz dieser Entscheidung. Du kommst erstaunlich weit, auch wenn du sehr schlecht spielst, das muss man also schon sagen. Bei Supermassive, ich weiß mehr die längeren Spiele von denen zu schätzen, also Until Dawn ist bisher mein Favorit, muss ich sagen, weil da auch die Geschichte und die Charaktere genug Zeit hatten, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Die Dark Pictures sind mir immer dann, die sind nach 3-4 Stunden vorbei und dann ist auch nicht wirklich was Großes mit den Figuren passiert, meines Erachtens. So, es gibt ein paar, wo ich dann interessierter war, aber sowas wie Man of Medan, nicht unbedingt meins. Sehr viel verschenkt mit diesem Haus, mit diesem Horrorhaus am Ende. Aber gerade das Letzte, was war denn das mit dem, wo diese Filmcrew in diesem Devil Horrorhaus... Devil Me? Ja, das habe ich jetzt über Weihnachten gespielt. Aber Until Dawn war doch nicht so signifikant länger oder besser. Doch, doppelt so lang. Doppelt. Das war 16 Stunden lang? Naja, eher 8 bis 9 bis 10 Stunden. Die dauern aber teilweise schon auch um die 6 Stunden und so. Also ich habe ja mit Colin auch The Devil in Me auf dem Sender gespielt. Wir haben schon auch ein bisschen gebraucht. Ja, mein persönlicher Eindruck ist immer, dass gerade die Dark Pictures-Dinger einfach zu wenig Zeit zum Atmen haben dafür. Und es dauert ja auch immer, ist ja auch schön, dass die immer eine neue Geschichte finden und neue Schauspieler oder so. Aber mein Gefühl wäre, wenn sie dann noch mehr Zeit für die Rätsel, noch mehr Zeit, um die Charaktere für eine Entwicklung da reinpacken, dass sich eher lohnt. Ich bin trotzdem gespannt, wie das nächste wird. Ich hoffe, dass wir hier eins der umfangreicheren sehen und nicht so einen Schnellschuss mal wieder für 4, 5, 6 Stunden. Tatsächlich würde ich das aber auch positiv hervorheben, so einen Schnellschuss für 4, 5, 6 Stunden. Einfach, weil man auch das Gefühl hat, hey, wenn ich das anfange, ich kann das auch zu Ende bringen. Ja, und die Spiele haben halt auch nicht besonders viel Tiefgang. Ich will nicht 10 Stunden so ein Spiel haben, wo es nur Quicktime-Events und. Aber das ist ja die Sache. Du hast bei 10 Stunden, dann sollen sie Tiefgang bitte rein. Und nur weil sie nicht Tiefgang reinpacken, sollte man nicht sagen, dass sie kürzere Spiele machen. Die sollen einfach bessere Spiele machen am Ende. Also entweder ein kurzes Spiel ohne Tiefgang oder ein längeres mit Tiefgang. Ein längeres Spiel, ein kurzes Spiel mit Tiefgang und ein längeres Spiel mit noch mehr Tiefgang. Gib mir gute Was Games ein. Längeres ohne Tiefgang, wäre das okay? Nee. Also da sind wir wieder bei Man of Medan. Aber Man of Medan, da hängst du dich natürlich dran auf. Das war, glaube ich, das Erste. Ich würde sagen, dass diese Dark Pictures Anthology nach hinten hin immer besser wurde. Und ich fand die gegen Ende nicht signifikant schlechter als Until Dawn. Ja, bin ich bei Fabian.
Also wir werden ja checken, mal wie es bei Frank Stone werden wird, was da der Hintergedanke ist, wie cool die Dead by Daylight Stories sind, die da verpackt werden. Wir gucken mal auf ein Hype-Level drauf. Und solide 5,0, oder? Nee, ja, ich glaube nicht schlecht. Ich glaube auch. 3,0. Interessiert hier absolut niemanden. Fast ein Skull and Bones draus geworden. Ja, aber jetzt hier so South Park nach oben gebracht, was glaube ich auch ein Service-Game wird. Unten sind ja alle unsere Service-Games eigentlich. Und ich muss sagen, viele Spiele, die noch höhere Wertungen haben, haben den Vorteil bekommen, da haben die Leute sich noch nicht so eingeschossen und nehmen nicht die anderen Votings relativ zu ihrer Wertung hier. Als nächstes, da bin ich gespannt darauf, wie Leute das Spiel dann angehen werden, die es bisher noch nicht gekannt haben. Aber eines der besten GameCube-Spiele wird neu aufgelegt in einem Remaster auf der Nintendo Switch, nämlich Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Der zweite Teil aus der Paper Mario-Serie, für viele ein persönlicher Kindheitsfavorit damals gewesen. Und ja, das war noch, bevor die Paper Mario-Serie nicht mehr zu RPGs geworden ist, mit rundenbasierten Kämpfen. Hast du noch? Als Original auf GameCube. Oh, das zahlt ihr dann nicht verkaufen. Hypothek. Wollte ich ja, aber sagen. Ist ein bisschen was wert. Ja? Lass mal graden. Ja, und ich finde die Paper Mario-Spiele, gerade die ersten beiden, sehr, sehr gut. Hier der einzige Malus, den ich an dem Spiel hier sehen würde, wäre, warum keine 60 FPS Nintendo, weil das Original hatte die. Und zumindest sehen wir hier ein bisschen ja was, aber grundsätzlich sehr einfallsreiches Spiel, viel cooles Writing drin, das Kampfsystem hat wieder enorm viel Fun gemacht. Und wir hatten ja gerade erst mit Super Mario RPG, mit dem Remake, ein schönes, wenn auch anders gelagertes Mario-Rollenspiel. Aber das ist das ist absolut zu Recht ein Klassiker, ja. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie das ankommen wird. Das ist wirklich super. Also wer das noch nicht gespielt hat, das kann man, kann man immer noch getrost machen. Ganz, ganz tolles Spiel. Ich habe mir noch eine gute Erinnerung. Mal so eine Detailanalyse angeschaut. Also das mit den 30 Frames stimme ich dir zu. Das ist schade. Sie haben aber auch viele Sachen tatsächlich angepasst. Also es gibt zum Beispiel viel mehr Figürchen jetzt, die Rückansichten haben. Das war vorher nur Mario und ein, zwei andere. Die anderen hast du immer nur von vorne gesehen. Sie haben neue Charakterdesigns teilweise drin. Sie haben an den Kämpfen ein bisschen was geändert hier und da. Und auch generell, wenn man es direkt mal vergleicht, so sie haben viel mehr Schatten so auch in der Grafik mit drin. Also es wirkt ein bisschen plastischer als das Original. Klar, es ist bei weitem nicht so ein Aufwand betrieben worden wie bei dem Super Mario RPG, was gerade rauskam. War hier aber auch nicht nötig, würde ich sagen. Ich finde schon, ich habe das vor kurzem mal wieder gespielt auf dem GameCube. Da ist nicht alles perfekt. Es hat auch mal Abschnitte dazwischen, die ein bisschen langatmig sind oder ein bisschen anstrengend zu spielen. Bin gespannt, ob sie da rangehen und das ein bisschen straffen hier und da. Aber an sich, das ist schon wirklich ein absolut hervorragendes Spiel und ein Klassiker für die Ewigkeit. Ja, eigentlich hätte ich das abgespeichert, dass es relativ früh im Jahr kommt, aber war wohl der Wunsch des Vaters, des Gedankens. Also wir haben bisher auch nur 2024. Ich denke, Nintendo wird sich ein bisschen Zeit damit lassen, weil Mario RPG muss auch ein bisschen weiter dann dahinterher liegen, haben wir ja erst im letzten November dann gekriegt. Und so schön solche Rollenspiele aus sind, die dauern natürlich entsprechend auch ihre Zeit und man möchte die vernünftig genießen. Und solange es dann den ganzen Halsabschneider auf eBay dann reingrätscht mit ihren absolut überteuerten Preisen für das Originalspiel, das hilft alles, wenn sowas dann nochmal rauskommt. Ja, das Peach-Spiel in wenigen Wochen. Deswegen, also ich glaube nicht, dass sie es jetzt so früh setzen. Im April war das Peach Showtime? Das haben wir in der letzten Folge hier schon mal gesprochen. Ich glaube auch eher, das ist ein Titel, der so eher im Sommer kommt. Und bald kriegen wir ja auch zumindest Mario vs. Donkey Kong. Das kommt schon im Februar. Das GBA-Remake, freue ich mich sehr drauf. Haben wir auch letzte Woche schon besprochen. Das, was es mal für ein Game Boy gab? Den Game Boy Advance, ist der Nachfolger von dem vom Game Boy. Da gab es für Game Boy Advance ein Sequel und es kommt als Remake jetzt für die. Gab es für den Game Boy auch mal was mit Donkey Kong? Ja, 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 genau. Ja, das ist es. Das ist der erste Teil gewesen und jetzt kommt der zweite Teil als Remake nochmal. Als Kind habe ich mal so eins gespielt. Donkey Kong ohne Country. Absolute Alltime Classic. In den 70ern gab es, glaube ich, keins. Du bist genauso alt wie ich. Alter, das stimmt nicht. Moment. Ja, aber plus, minus, fast gleiche Generation. Naja. Wenn ihr es wissen wollt, googelt. Steht noch 1970 oder 1980 auf der Geburtsurkunde, das ist wichtig. No? Wurden in Frankreich noch Leute umgebracht mit der Guillotine, als du geboren wurdest? Wird das nicht immer noch gemacht? Ja. 1979. Ja. Wir schauen ja, dann ja. auf euer Rating zu Paper Mario. Die Legende vom Äonentor. Und ich hoffe mal, überdurchschnittliches Mittelfeld. Wir haben einen 10. Platz.
geteilt mit Frostpunk 2, Path of Exile 2 und Paper Mario 2. Das passt doch sehr, sehr gut. Gehen wir zum nächsten Spiel rüber. Und ich hoffe, das kriege ich auch nicht durcheinander, weil der Titel, da muss man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. No Rest for the Wicked. Mhm. Das ist das Moon Studios Game, oder? Ja. Ja, wir haben von den Moon Studios ja in der Vergangenheit so Spiele wie Ori bekommen, hauptsächlich die beiden Ori-Games, die wir gesehen haben. Dieses Game auch schon wohl sehr lange in Entwicklung. Ein Top-Down-Action-RPG, soweit man es absehen konnte bisher, anhand des Trailers mit einem sehr eigenständigen Stil, enthüllt bei den Game Awards, oder? Mhm. Also ich könnte eine Menge dazu erzählen, weil ich schon sehr lang von dieser Entwicklung weiß, weil ich den Thomas von Moon Studios ganz gut kenne. Und ich werde jetzt nicht zu viel verraten, aber mir schon sehr früh erste Sachen geschickt hat und ich sogar auch schon mal Probe gespielt habe, als das Spiel noch in der Entwicklung war. Und er hat mir sehr viel erzählt, was sie vorhaben mit dem Spiel. Ich habe jetzt aber auch länger dann nichts mehr gesehen und war dann auch erstaunt, dass es jetzt schon dass es schon in diesem Zustand ist. Es ist unter anderem, glaube ich, auch, man sieht es auch, der Artist von Final Fantasy Tactics. Und glaube ich auch ich bin mir nicht sicher, ob es auch der Story-Typ ist, aber auf jeden Fall ist das ein sehr ambitioniertes Projekt. Ich möchte jetzt mal, ich darf auch wahrscheinlich nicht, weil ich weiß einiges, was in diesem Spiel passieren soll, aber das ist alles nicht offiziell. Aber wenn die das alles umsetzen, was sie sich dort vorgestellt haben, dann wird das ein richtiger Banger. Also da ist ganz klar auch natürlich ein bisschen Souls dabei, ein bisschen Diablo dabei, auch ein bisschen so dieses Ori-mäßige, fantastische, aber auch eine ganz klar, wie man sieht, eine Story und ja, also ich glaube, das wird ein ziemlicher Banger, dieses Spiel. Es ist bei den Game Awards ein bisschen untergegangen, hatte ich das Gefühl. War so ein Trailer schnell mal unter vielen gefühlt. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht, woran das liegt. Moon Studios waren ja auch teilweise in der Negativ in der Presse, ob da man vielleicht dann das vielleicht für den nicht so den Hype gesorgt hat oder so. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass das Spiel, also wenn es so wird, wie sie sich das vorstellen und was ich da so alles im Vorfeld mitgekriegt habe, und es ist schon lange in Entwicklung, dann wird das ein ziemlicher Banger, dieses Spiel, und ich habe da mega Bock drauf. Bin gespannt darauf, wie sich das dann abheben wird von, also rein visuell, wenn du drauf guckst, hast du natürlich die Vergleiche, die du angestellt hast, Ede, aber wirst natürlich ausmachen, was machen die nochmal speziell, wie funktioniert das Storytelling? Wir wissen, dass Moon Studios gerade ein sehr visuell arbeitendes Studio ist, also dass die immer super viel Aufwand in die Grafik und die Optik packen. Das hat ja auch wieder einen ganz eigenständigen Stil, das kannst du gar nicht mit Ori vergleichen, wenn du die dann heranziehst. Ich würde auch dann erstmal sehen, also ich hoffe, dass die ganzen Schlagzeilen, die es in der Vergangenheit gewesen ist, dass es vernünftig aufgearbeitet wird und dass der dementsprechend das Spiel auch unter guten Voraussetzungen gerade entsteht. Und ich bin gespannt darauf, wie es dann werden wird. Ich habe gelesen die Tage, oder wenn man auf der offiziellen Webseite schaut, ist es da, glaube ich, auch mit so einem Countdown. Es gibt am 1. März, glaube ich, ein Showcase dazu, dass man sich angucken kann. Wicked Inside soll es heißen. Da werden wir hoffentlich ein bisschen mehr noch sehen, weil ich finde auch, das sieht jetzt gut aus wie ein Diablo mit so ein bisschen Souls-Kämpfen, aber sonst viel mehr kann man jetzt halt auch noch nicht sagen, wenn man nicht die Kontakte von Ede hat. Ede muss man sagen. Frag dich danach gleich nochmal, wenn die Sendung durch ist. Der Whistleblower. Ja, haben wir sonst noch ein paar Gedanken zum Spiel hier? Dann holen wir uns doch die Gedanken von der Community ab. Wenn die das Game so auf dem Schirm gehabt haben, wie einige da draußen, könnte es durchaus eine höhere Wertung werden. Ich würde mal Mittelfeld schätzen. Gerade weiß noch nicht so viel. Oh! Not the Mittelfeld, sondern wir haben tatsächlich. Ich werde den Thomas gleich mal anrufen und sagen, hast du gesehen hier? Wie viel hat er gezahlt? Ja, eine 6,8, fast ein Gothic Remake-Niveau. Fast Gothic Remake. Für ja, es gibt natürlich auch einen Grund, warum er mir das auch gezeigt hat. Er hatte damals mir auch schon von Ori Sachen gezeigt, weil er wusste, dass ich Super Metroid so mag. Und das hat er mir auch aus gewissen Gründen gezeigt und wollte ja so ein bisschen Feedback, weil er weiß, dass ich gewisse Spiele mag. Und die haben da wirklich, ich bin gespannt, was die zeigen werden. Und ich bin jetzt auch nicht auf dem aktuellen Stand, was die Entwicklung ist. Und oft ist es ja so, man nimmt sich viel vor und kann dann vielleicht nicht immer alles umsetzen, aber ich bin sehr gespannt, was die zeigen werden da im März, weil da kommen noch ein paar Features, die in diesem Trailer gar nicht gezeigt haben, wenn es so kommt, und das könnte echt interessant werden. Ja, da werden wir mal schauen, wenn es soweit ist, ob das Spiel den Edebump bekommt oder
nicht. Wir haben vor der nächsten Pause einen Titel hier noch und ich glaube, wir hatten den auch kurz angesprochen in der letzten Folge, aber wir können den jetzt auch offiziell besprechen. Star Wars Outlaws ist für dieses Jahr angesagt. Die Star Wars Lizenz mittlerweile unter anderem auch bei Ubisoft unterwegs und die wollen ein Star Wars GTA-Style-Spiel so ein bisschen in der Richtung daraus machen. Wir haben ja sehr viele verschiedene Star Wars-Games in der Vergangenheit bekommen. Ein Ansatz, den ich weiterhin spannend finde, weil mit Star Wars kannst du mich ein bisschen jagen, weil da so viel in den letzten Jahren gekommen ist, dass ich bei weitem nicht mehr so den Anspruch habe, mir alles da angucken zu müssen oder konsumieren zu müssen. Aber das finde ich ist eine spannende Idee. Was ich gut finde hier ist, dass sie wirklich ja letztens sehr, sehr viel Gameplay gezeigt haben, was relativ untypisch ist, wenn so ein Spiel irgendwie neu ist. Aber mir geht's ein bisschen wie dir. Also eigentlich auf dem Papier vor ein paar Jahren hättest du gesagt, ey, das ist Star Wars. Das Spiel zwischen Episode 5 und 6, diese Epoche lieben alle. Sieht gut aus. Es ist von Massive, von einem Studio, was gute Spiele machen kann. Es wird ein Open-World-Spiel. Hammergeil. Aber mittlerweile ist es so, es geht mir wie mit den Star Wars-Serien und also Filmen teilweise auch. Es ist einfach so viel, dass es halt so belanglos wird oder es triggert gar keine emotionale Reaktion mehr. Wenn Disney heute Abend noch 3 Star Wars-Serien ankündigt, dann denke ich mir so, ja, okay, cool, die werde ich auch wieder nicht gucken können, weil man das gar nicht alles konsumieren kann. Und so ähnlich ist es hier leider auch. Also das Spiel muss schon echt einfach auch gut werden. Es profitiert nicht mehr davon, dass es Star Wars ist. Und ich sag mal, die zwei, also Jedi Fallen Order und Jedi Survivor, die haben die Messlatte einfach auch schon hochgelegt für gute Star Wars Action Adventures. Und das muss das Spiel auch erstmal erreichen, um damit man nicht einfach sagt, ja, es ist ein okayes Spiel, weil Star Wars selber wird es nicht mehr regeln für das Spiel. Nee, das sowieso nicht. Ich find's einfach mal gut, dass man kein Jedi spielt, weil das Star Wars-Universum bietet auch so viel außerhalb diesen ganzen Jedis. Früher war es dann eher so, ja, ich will ein Spiel spielen, wo ich ein Jedi spielen kann. Mittlerweile ist halt so, ich bin komplett übersättigt mit der Möglichkeit, ein Jedi zu spielen. Ich möchte halt auch hier ein Outlaw spielen, irgendwie ein Kopfgeldjäger oder ein Schmuggler oder sowas ähnliches. Ich möchte halt auch, ich möchte Planeten besuchen, wo man halt auch denkt, ey, so ein Coruscant möchte ich mal sehen. Ich möchte halt nicht irgendwie diese weitläufigen, schönen Flora und Fauna sehen. Ich möchte halt nicht sowas, oh ja, hier sind so schöne Pflanzen, denn ich möchte einfach die Stadt, wo eine Stadt drauf gebaut ist. Ich möchte halt das haben, was bei Knights of the Old Republic war, mit der aktuellen Technik, mit vielen Menschen, vielen fliegenden Flugzeugen, Fahrzeugen, Druiden und so weiter und so fort. Also, ich brauche das und möchte das gern haben. Leider hat der Trailer bisher nur ein bisschen Schleichen gezeigt und das war's dann auch. Deswegen. Also ein bisschen bist du da auch durch die Siedlung oder so dann darum gefahren. Weil ich wäre da bei dir, also wenn es sowas wie Coruscant oder ein vergleichbarer Planet eine Stadt wäre, wenn es tatsächlich diesen GTA-Ansatz hat und du dich da mal ein bisschen austoben kannst, Taximission in Coruscant, könnte sehr viel Spaß machen. Ja. Na? Also ich finde, es sieht schon ganz cool aus, aber man, es ist halt, das war jetzt ja reines CGI. Also mir fehlt da noch, ich brauche Gameplay. Ich muss wissen, was ist das für ein Spiel? Das gibt's ja schon. Das hatten wir ja auch schon gehabt. Das war ja auch nur so ganz wenig, oder in dieser einen Szene. So 7-8 Minuten konnte man sehen. Also zumindest, das war nett, dass ich es gezeigt habe. Ja, das war aber so ich will dann wissen, wie wird diese Welt sein? Ist das, ich will nicht wieder auf so eine Starfield-Nummer reinfallen, wo die sagen, ja, es gibt 80 Milliarden Planeten, aber das sind im Prinzip, ist das nichts. Also deshalb willst du, Das Universum von Star Wars ist ja so geil. Da gibt's ja so viel Kram und so viele Sachen, die du machen kannst. Und ich bin gespannt, ob das Potenzial ausgeschöpft wird. Aber ich kann auch total diese Star Wars-Übersättigung nachvollziehen. Geht mir teilweise auch so. Aber ich bin auch immer wieder gehypt, wenn ich dann so einen Sternzerstörer oder eben den Rancor sehe, dann denke ich wieder so, okay, das ist schon wieder geil. Hast du auch dieses 600€ Lego-Set? Welches? Den Millennium Falcon. Ja. Den Millennium Falcon, den habe ich gebaut und dann verkauft an Carsten. Wirklich? Ja. Das ist der neue Geschäftszweig, die Dinger zusammenbauen und dann schön gegen. Es ist ein schlechtes Geschäft, weil ich habe ungefähr für ein Zehntel des Neupreises verkauft. Ich wollte loswerden. Aber das Ding, ja, weil das Ding ist so. Also es muss, wenn du es hochhebst, ist es so groß auf zwei Händen und ist eingestaubt. Du kannst damit ja nicht spielen. Es stand dann da, hatte eine Staubschicht und ich wusste dann irgendwann. So nicht? Das war der Falke aus Episode 7. Der musste angestaubt sein. Ich wollte den AT-AT mal kaufen. AT-AT, sorry. Ja. Und die ist auch als UCS-Version. Ja, aber da habe ich gelesen, der soll sehr wackelig sein. Und das hat mich dann wieder. Ich finde, wenn du 600€ für Lego ausgibst, dann darf der nicht wackeln. Oder? Auch andere Klemmbausteine. Ja, es gibt auch andere Klemmbausteine, aber ey, aber für 600€ erwarte ich, dass das Ding robust steht wie ein echter. Ganz ehrlich, wenn du 600€ dafür ausgibst, dann.
Irgendwann wackelt man. Kannst auch nicht einen Kopf. Das dann wackelt ist, das Konto. Ja. Nein, es geht ja bei Lego um die Anzahl der Steine, die du kriegst für dein Geld. Ja, ich weiß schon. Und lieber zahlst du für 600 Euro und kriegst 6000 Teile, ja, als dass du 120 Euro zahlst und hast das Ding in einer Viertelstunde aufgebaut. Also diese UCS-Dinger, die sind zwar arschteuer, aber du baust an denen ja auch ein paar Wochen. Ich sehe schon, ihr seid keine. Ich bin null im Lego Game. Fabian ist ein Playmobil. Checkt. Ich bin der absolut Playmobil-Kind. Ja. Nee, ich bin bei dir, Ede. Du bist ein Geobra-Brandstätter-Guy. Das Zusammenbauen ist doch nicht geil. Doch, was? Das macht mega viel Spaß. Hey, wenn ich mir ein Auto kaufe, dann kaufe ich das ja auch fertig und nicht die Einzelteile und baue. Ich würde es gerne zusammenbauen. Ja, aber wenn es ein geiles Bauset für das Auto gibt, dass du es zusammenbauen könntest. Mit Anleitung und so, wäre doch auch ganz geil. Du kannst kein Auto mit Lego vergleichen. Das ist schon, ja, war nicht der optimale Vergleich vielleicht, aber das müssen wir jetzt auch nicht weiter vertiefen. Check Leute, gerne. Auch deine Puzzle kaufst du auch immer schon zusammen, damit du sie nicht selber machst. Keine Puzzle. Check gerne unser Beans vs. Lego Star Wars aus. Da haben wir unter anderem ja, glaube ich, auch den Todesstern gebaut währenddessen. Im Hintergrund. Wir gucken mal auf euer Rating da draußen. Wie sehr seid ihr zu Star Wars Outlaws gehyped? 4. Vorstellen, gar nicht mal so schlecht. Wow. Ja, tatsächlich. 6, auf Platz 5. Not bad. Eine 6,6. Ja, ich habe 4 gesagt. Also ich bin da echt nicht gehyped. Das ist hartes Niveau. Eindeutig. Mhm. Weit oben in der Top 5 ist es. Leute, lasst uns noch einmal kurz in die Pause gehen. Wir haben noch einige Titel, die wir besprechen wollen. Plus danach werden wir noch mal ein paar Spiele ins Auge fassen, die hier nicht vorgekommen sind. Wir sehen uns gleich. Ich brauche ein bisschen Lego. Das riecht aber lecker. Ja, das ist mein neues Chili-Rezept. Mit Tomaten, Mais und... Doch nicht etwa Bohnen. Ach Quatsch, das ist Chili Sin Bohne, denn Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Damit wären wir zurück aus der Pause. Einen schönen Schwall an 2024er Titeln haben wir noch für euch. Wir können ja noch einmal auf die Tabelle kurz schauen. Da haben sich viele Spiele eingereiht. Immer noch ganz vorne Dragon's Dogma 2. Also bisher hatten wir in der zweiten Sendung noch keinen Titel, der die 7,2 übertroffen hat. Das Gothic Remake ist nah dran gekommen. Und ganz hinten hat sich Foam Stars im Moment eingereiht im Hype-Level bei euch da draußen. Ja, Foam Stars. Wo jetzt genau das folgende Spiel landet, ich habe keine Ahnung. Aber es handelt sich um Project LLL. Oder ist das irgendeine Abkürzung für was Cooles, was ich, ja, Lucky Lucky Loser. Das Didi Hanne vor dem Spiel. Das ist ein Seehund. Palim, palim, palim. Palim, palim. Das ist ein koreanisches Spiel, wie ich sehe. Also, was ist das? Ein koreanisches Spiel. Third-Person-MMO-Shooter von NCSoft. Auf ja. Das ist der Unreal Engine. Das ist doch ein Handyspiel. Es wird so ein bisschen... der nochmal einen Versuch, sowas wie Anthem und sowas zu machen. Oh, das ist ja von Erfolg gekrönt, auf jeden Aber Fall. Aber da gibt's auch noch ein anderes Spiel, was auch gerade von Koreanern entwickelt ist, The First Descendant. Das ist auch so ähnlich. Oh ja, davon habe ich nochmal was gesehen, das stimmt. Offene Welt, Monster, Menschen, Mutanten, Fahrzeuge. Es spielt im postapokalyptischen Korea des 23. Jahrhunderts. Massig Loot. Postapokalyptische Korea des 22. Jahrhunderts. Sehr aussagekräftiger Trailer wieder mal. Ja, ich glaube, es kommt gleich noch was. Guck mal, Boston Dynamics Hunde im Hintergrund. Ja, es ist so ein Cinematic-Trailer hilft da nicht besonders viel, um zu sehen, was das Spiel überhaupt es ist ein Game. Das ist Gameplay. Ich habe Actual Gameplay. Es ist ein Gameplay. Es ist Unreal 5. Ja, die hätten auch mal mit richtig Gameplay und nicht Cutscene kommen. Ja, ich glaube, es geht gleich los. Es geht gleich los. Ihr fährt jetzt gleich auf die Oberfläche und oben steht ein Riesenmonster. Spoiler doch nicht. Das habe ich einfach nur geraten. Ach so. Und zwar offensichtlich völlig falsch. Weil wir hatten Spiele aus Korea. Es gibt ja viele Entwicklerteams, die mittlerweile in Korea auch wirklich sehr, sehr gute Arbeit leisten. Wenn ich mich nicht irre, das Team in der Lies of P, auch aus Korea gewesen. Wir haben so sehr Stellar Blade, wäre das in der letzten Folge potenziell vorgekommen. Das ist ja auch ein koreanisches Spiel, meine ich. Spiel, ja. Was ja auch dann so eher in die Character-Action-Richtung gegangen ist. Also da sieht man, dass sehr viele talentierte Leute sind dort, die was machen. Das hier sieht jetzt nicht nach etwas aus, was ich spielen muss. Ja, mal schauen, was es wird. Es sieht aber hübsch aus. So, das ja, die Lightning-Effekte sind schon gut, aber es ist halt auch wieder sehr generisch. Also es ist so... Ja. Kann ja nett und gut sein, aber ich weiß halt auch immer nicht, was ist jetzt hier... Ja, jetzt ist Stealthy plötzlich.
Und das Schießen sah gerade sehr merkwürdig aus. Ja, im Chat gerade. Mhm. Ein bisschen gemischt, wohl ja. Eher, aber nicht ganz weit oben, habe ich den Eindruck bisher. Ja, die Ratings. Auch nicht so stark. Geht's da auch um Hackenmäßig so? Also. Sehr verwirrt. Ja, lass nochmal, wir müssen natürlich nicht, also wir genießen auch ein bisschen das Gameplay, lassen das auch bei euch wirken. Wir müssen das ja auch nicht künstlich dann nach hinten hinausstrecken. Mein Eindruck ist, das sieht wahrscheinlich nach einem coolen Spiel aus für die Leute, die gerade sowas in der Form mögen. Wird es irgendwas Free-to-Playiges sein, worauf ich nicht hoffe? Weil dann hast du immer den Eindruck, okay, wann fängt an, das Spiel mir an der Brieftasche zu zerren, oder nicht? Also was mir jetzt auffällt, ist, dass die das Gunplay scheint mir ein bisschen. Also, der zielt teilweise auf Stellen und da gibt's keine Reaction von. Ja. Und das finde ich ist heutzutage nicht mehr zeitgemäß, weil da muss man sich an so Spielen wie Destiny oder so orientieren, die da einfach. Habe ich mir auch gedacht. Also, da, ich will kein schlechteres Gameplay mehr als ein Spiel, das vor. Wie alt ist denn Destiny? Ist ja auch schon 10 Jahre. Sehr, sehr alt mittlerweile, ja. Destiny 1 oder 2? 2. Ja, 1 hat er auch schon. 15? 1 ist 2014? 1 ist 2013 erschienen. Ja, siehst du, also 10 Jahre. Also, du kannst ja da nicht einen Shooter rausbringen, der schlechteres Gunplay hat als ein Shooter, der vor 10 Jahren erschienen ist. Ja. Am I wrong? Nee, vollkommen recht. Also, Trefferfeedback muss drin sein. Da war es halt, glaube ich, noch. Ja, sah also noch ein bisschen nach Early Access aus. Ist auf jeden Fall etwas, wo wir uns, wenn mal mehr es zu dem Spiel gibt, wo wir uns dann näher damit beschäftigen können, was jetzt den Hype-Level von euch da draußen angeht, können wir aber jetzt schon mal schauen, wie das Spiel bei euch ankommt. Vielleicht gibt es da ja große Vorfreude in der Community. 2,1. 3,1 ist es noch geworden für Project LLL. Ist halt auch ein saudummer Name. Ja. Da würde ich mich gar nicht trauen, in den Laden zu gehen und sagen, ich will einmal Project LLL. Der haut spricht deutlich. Schaut mir auf den Hinterkopf. Spuck's aus, Junge, was willst du? Was klingt denn cool für dich? Was ist ein cooler Titel? Ein cooler Titel? Ja. Hellblade 2. Like a Dragon. Like a Dragon. Like a Dragon ist schon ein guter Name. Ganz gut. Ja, aber so Taylor Swift-Song irgendwie mäßig. Aber Hellblade 2 ist auch ein ganz guter Titel. Senua's Saga. Das ist nämlich das nächste Spiel, was wir uns angucken werden. Wir haben auch schon mal ein kleines bisschen in der letzten Folge gesprochen. Natürlich. Ich denke mal, das ist der Titel für Microsoft, auf dem sie so die größten Stücke setzen in diesem Jahr. Erste Hellblade, für mich ein sehr stimmungsvoller Titel, aber spielerisch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei gewesen. Ich hoffe, dass dieses Spiel mehr bieten wird als nur Atmo und sehr gute Performances, dass du da auch mehr hast als normale Kämpfe und Positionierungsrätsel. Also ich glaube schon, weil der erste Teil hat ein wahnsinnig kleines Team gehabt bei Ninja Theory. Das haben sehr wenige Leute entwickelt. Und so wie Microsoft das seit Jahren jetzt positioniert, als das ist unser großes Ding, das muss einfach mehr spielerisch werden. Und das ist ja schon auch, es wurde 2019 angekündigt. Das heißt, wir warten jetzt seit 5 Jahren da drauf. Es war, glaube ich, parallel zu Xbox Series X wurde das angekündigt. Ich wollte gerade sagen, das muss schon viel größeres und stärkeres Spiel werden. Der erste Teil, tolle Atmo, fand das Thema toll, was da versucht wurde einzubauen. Auch die Performance der Hauptdarstellerin ganz großartig, aber hoffe auch, dass das zweite ein etwas abwechslungsreicheres und vielfältigeres Spiel einfach wird. Aber grafisch, also oder auch was generell so den Look angeht, alles immer top an den Trailern. Ja, meint ihr, das will Microsoft das am Ende so positionieren, das wird unser God of War, unser neues, ja, so in der Richtung? Es würde denen mal ganz gut tun, irgendwie sowas zu haben wie God of War oder Uncharted oder Last of Us. So ein Franchise, was einfach im Westen sehr, sehr gut funktioniert und diese sehr Hollywood-artige Inszenierung hat und was du halt nicht auf jeder Konsole oder auf jedem System irgendwie spielen kannst. Was wären da jetzt irgendwie noch, was Microsoft hätte, was in diese Richtung gehen könnte? Also mir würde jetzt spontan Gears of War einfallen, so ein actionreicher Mainstream-Titel, der dann funktionieren könnte. Super lang abgefahren. Aber der Zug ist da schon längst abgefahren. Also die haben kein Uncharted, die haben kein God of War. Ich glaube, das müsste dann das sein, was du vorhin gesagt hast. Aber ich glaube, die werden öffentlich nie sagen, ja, wir brauchen einen God of War-Killer. Letzten Endes, sie bräuchten nicht unbedingt ein exaktes Äquivalent für die Sachen, sondern wenn sie einfach Franchises haben, die drüber hinausgehen, außer noch ein Rennspiel, noch ein Third-Person-Shooter, sondern etwas, womit sie ihre eigene Identität machen können. Mhm. Ich werde es mir zumindest auf jeden Fall angucken. Ich hoffe eben, dass da ein bisschen mehr spielerisches Fleisch dran ist. Also ich muss sagen, mich reizt es null. Ich habe schon den Vorgänger, der hat mich schon nicht gereizt. Und das war auch schwierig. Also da hat ja Greg auch gesagt, also da war nicht viel. Also ich weiß, aber also ich stehe auch nicht so auf so Grafikmonster
Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass bei so einer Grafik dann auch noch ein richtig deepes Gameplay ist. Natürlich wüsste vielleicht man noch zur Seite rollen können oder einen Angriff abwehren, aber das ist ja ganz klar so eine Cinematic Voyage, keine Ahnung, das ist so eine Reise, die dich eher durch die Optik und so und die Atmosphäre packen soll. Aber das ist für mich, geht eher in die Richtung wie hier Until Dawn oder so. Jetzt halt in einem anderen Setting, aber so rein spielerisch gibt mir das also ich sehe mich nicht so ein Spiel länger als 5-6 Stunden zu spielen. Ist halt wie ein Film. Gucke ich mir an, sieht geil aus. Aber was ist da spielerisch die? Was hältst du von Metal Gear zum Beispiel? Das müsste ja dann auch dein Spiel sein. Das ist auch in Arbeit, oder? Der Metal Gear Film. Ja, aber guck mal, zum Beispiel Last of Us ist ja auch spielerisch schwach. Come on. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also spielerisch finde ich das. Last of Us 1 ist gameplay-technisch absolutes Mittelmaß. Ist das Remastered gespielt auf der PS4? Ja, da ist ja nichts anderes. Macht doch mega Bock, sogar das Ballern cool da dran. Ja. Naja, ich finde das ein guter Covershooter. Ich finde es jetzt auch nicht so. Also, was ist denn da geil? Das ist doch Covershooter 0815 schlechthin. Ja, 0815 will ich jetzt nicht sagen. Ja, was ist denn da ein besonderes Feature in dem Spiel? Also, diese Schleichkomponente, dass du dann erstmal abhören musst, wo die Gegner ungefähr sind. Aber das geht dann. Das gibt es seit Hitman, seit 180 Jahren. Das ist doch, ja, aber nicht einfach so dieses Beobachten der Gegner, dann verkleiden die auf kreative Art und Weise ausdenken, wie es ist. Das heißt, du kommst dahin, du improvisierst, du guckst, was du machen kannst. Du hast nur ein Messer, du hast einen Klick. Ich liebe Last of Us, das ist atmosphärisch super dicht und geil erzählt. Spielerisch ist es, die Rätsel sind super lame. Es gibt mehr oder weniger drei verschiedene Rätsel, die sie im gesamten Spiel immer wieder recyceln. Ich hab schon vergessen, dass es Rätsel hat. Ja, zum Beispiel Tonnen irgendwo hinschieben. Du sammelst die ganze Zeit diesen sinnlosen Scheiß ein, nur um dir dann Patronen oder weiß ich was zu basteln. Spielerisch ist es nicht kein besonders herausragendes Spiel. Es ist die Last of Us lebt von der Atmosphäre, von der Grafik, von der Inszenierung, aber doch nicht vom Gameplay. Wie stehst du zu Uncharted? Ähnlich. Ist ja das Gleiche, nur in einem anderen Setting. Interessant. Ist ja von den gleichen Leuten. Ich weiß, warum du es nicht magst. Aber Uncharted muss keine Linkshändersteuerung. Ja, aber auf dem PC geht's. So. Klingt fast nach Hideo Kojima. Kann man die Maus in die andere Hand nehmen? Jetzt nicht der Einzige sein, der das so sieht. Ich sehe das sehr ähnlich wie du, dass es weder herausragend noch super kacke ist. So. Also Chat gab es auch, Leute. Ich fand es nur sehr interessant, mal zu sehen, warum du es nicht geil findest. Behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr über Hellblade 2 abgestimmt habt. wie ihr das Gameplay da erwarten könnt oder nicht erwarten könnt. Wir werden ja einmal sehen, kurz auf dem Rating gleich, was ihr für Hoffnungen für den Titel habt, ob ihr euch bisher habt überzeugen lassen von dem, was Microsoft gezeigt hat, oder ob da noch ein bisschen mehr hin muss. Es ist ein Top 10. Solider 10. Platz geworden, sogar direkt zu Fable, also Microsoft Games nah beieinander. Sprechen wir uns nochmal, wenn es raus ist. Kleiner Tacken sogar Xbox, ne? Über Hollow Knight gewesen. Der nächste Titel, den wir uns angucken werden, also da würde ich auch sagen, optimistisch, wenn der 2024 rauskommen soll, weil der sollte schon vor x Jahren tausendfach rauskommen. Wir sind bei Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Ich weiß nicht, welches Team jetzt gerade dran sitzt. Wir hatten auf den Gamescom x-fach Interviews schon mal dazu zur Version, die abgebrochen worden, dann wieder weitergegangen sind. Paradox Interactive, oder? Das ist der Publisher, aber in dem auch Entwicklung Entwickler. Macht Chinese Room entwickelt hat. Ich hab Chinese Room, Hardsuit und Paradox aufgeschrieben. Also Hardsuit hat das mal entwickelt, den haben sie es weggenommen und jetzt macht das Chinese Room für Paradox. Okay. Also das originale Vampire the Masquerade Bloodlines war ja auch eher der zweite Teil der Serie. Ich habe den ersten damals tatsächlich noch gespielt. Vampire the Masquerade Requiem, glaube ich, hieß er damals. Mhm. Vampir-RPG ist für den PC basierend auf der, das ist die White Wolf-Lizenz, glaube ich, die sie sich geholt haben. Das Universum auf jeden Fall, dass da ein erfolgreiches Universum, Rollenspieluniversum dahinter steht. Und es war eins dieser Spiele, die damals so ein Fanliebling waren, sich aber so gut wie gar nicht verkauft haben und dann immer durch Fanpatches nach und nach weiter verbessert wurden. Viele Leute haben dann sich auch sehr gefreut, dass Bloodlines 2 angekündigt wurde vor langer Zeit. Mittlerweile haben wir viele andere Vampire-Games bekommen. Da gab es dieses Adventure vor einiger Zeit. Es gab so ein Multiplayer-Titel. Battle-Royale-Spiel. Ist mittlerweile wieder eingestellt. Kam raus und wurde eingestellt. Wie hieß es nochmal? Boah, das weiß ich gerade gar nicht. Es war so ein Liegt auf der Zunge, aber ich
Also es hat auf jeden Fall einen der vielen Untertitel, die dazugekommen sind. Ganz ehrlich, ich schaue es mir erst an, wenn es draußen ist. Ich will mich bei sowas überhaupt nicht hypen lassen. Das Vampir-RPG finde ich immer ganz cool, aber nach der ganzen wilden Vorgeschichte weiß ich nicht, was ich da erwarten kann. Ja, haben wir hier noch irgendwelche Vampire-Interessierten? Großer Fan von Teil 1 damals gewesen, aber es ist halt auch schon echt 20 Jahre her. Ja, ja, der erste Teil war ja ein klassisches Rollenspiel eigentlich. Also nicht klassisch, aber Ego-Shooter-Rollenspiel. Ja, Ego-Perspektive. Also Bloodlines, ja, ja, genau. Ja. 2004, ja. Mit Source Engine war es noch, ne? Aber hätte, also wenn das ein cooles Rollenspiel ist, ich finde das Setting eigentlich ganz geil. So ein Vampir-Rollenspiel mit den verschiedenen Kulten oder was sagt man da? Clans und so. Ja, genau. Ich finde, das hat schon Potenzial für eine Spielwelt, in der ich mich gerne aufhalten würde. Aber das, der Trailer und so, ich weiß jetzt, kann ich noch nicht beurteilen, ob das wirklich Bock macht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Fans haben, dadurch, dass von der ganzen Tabletop-Reihe und so. Und jedes Mal, wenn ich in so einen Brettspielladen bin und diese ganzen unfassbar riesengroßen Tabletops von Vampires sehe, habe ich auch immer richtig Bock, das zu zocken irgendwie. Also ich werd da mal reinschauen. Ich bin gerade eh wieder in meinem kleinen Vampire-Hype. Ich rewatche gerade Twilight. Passt mir gut rein, dass dieses Jahr das vielleicht kommt. Und parallel spielst du noch Redfall. Parallel noch Redfall, nee, das nicht. Aber ja, ich wird seine Fans haben, oder? Mhm. Aber wir werden natürlich sehen gleich, was die Leute zu Bloodlines oder wie der Hype-Level gerade vorhanden ist. Vielleicht haben wir ja noch ein paar Hardcore-Fans. Ich will euch gerne noch mal nahelegen, wir hatten tatsächlich vor vielen, vielen Jahren mal ein Let's Play zu Bloodlines hier. Ich meine, das waren Nasty und Bell, die das gemeinsam hier gespielt haben. Und dann checkt da gerne mal unsere Archive aus. Das ist ein bisschen her. Das ist 8 Jahre her. Ja. Und so lange ist Bloodlines noch in Entwicklung anscheinend, Bloodlines 2. Gucken wir mal auf euren Hype-Level und da sehen wir mal, wo es sich einreiht, ob die Leute sich noch drauf freuen. 4,4 ist in dem Kontext ganz solide, muss man sagen. Solides Mittelfeld. Ich hätte tatsächlich auch ein bisschen weniger erwartet, fast schon. Über das nächste Spiel hatten wir ein kleines bisschen schon gesprochen, weil es ja eh sehr spezielle Umstände sind. Also bei der letzten Folge im Nachklapp. Spezielle Umstände, unter denen das entsteht. Wenn es dieses Jahr rauskommt und hoffentlich die Versprechen einlöst, dann könnte es sehr, sehr spannend werden. Stalker 2. Mhm. Haben wir hier nämlich auf der Liste drauf. Weiß nicht, wer beim letzten Mal drüber gequatscht hat. Es gab Sarah die Möglichkeit. War das. Sarah hatte es ein bisschen angespielt schon, ne? Genau, sie hatte es auf der Gamescom mit ich glaube, Valentin spielen können. Mhm. Und leider war ihre Version so verbuggt bzw. unspielbar, weil es noch eine sehr, sehr frühe Version war. Weshalb sie sagen kann, dass das Spiel, glaube ich, nicht dieses oder nächstes Jahr erscheinen wird. Das wird noch eine ganze Weile brauchen. Ein bisschen schade. Ich kann mich noch daran erinnern, als das Spiel angekündigt wurde, war der Hype groß. Und dann sollte es, glaube ich, Ende 2022 erscheinen. Nee, warte. Ich glaube, April 2022 erscheinen. Aber dann hatten sie dann Anfang des Jahres gesagt, nee, die verschieben es nochmal, weil es einen kleinen Shitstorm gab. Die wollten NFTs einbauen. Das ist das Wichtigste, erstmal NFTs rein. Und da haben sie natürlich einen Shitstorm bekommen. Die Leute haben gesagt, ey, nee, baut das nicht ein. Da haben sie gesagt, okay, machen wir jetzt auch nicht. Aber dennoch brauchen sie dann noch Zeit. Und das Spiel hätte ursprünglich Ende 2022 erscheinen sollen, aber dann ist ja der Krieg ausgebrochen und jetzt ist es auf ungewisse Zeit verschoben. Also ich glaube nicht auf unbestimmtes. Ich glaube, es heißt offiziell, das soll dieses Jahr erscheinen. Ja? Wir haben ja jetzt hier Titel, die 2024 angekündigt sind zumindest. Okay, dann war es bis vor kurzem noch oder letztes Jahr noch auf der Gamescom. Also je nachdem, das erste Stalker, ich meine, die Leute haben sich so sehr gefreut, weil es damals, als es rausgekommen ist, noch eine so sehr, sehr große Alleinstellungsmerkmal hatte mit nicht nur eben ein typischer Ego-Shooter, sondern mit Survival-Elementen, mit so einer gewissen Horrorstimmung, die da noch mit dabei war. In den Jahren dazwischen haben wir natürlich, nicht, dass du Metro oder sowas genau damit vergleichen kannst, aber zumindest konntest du ja anderswo so ein bisschen deine Packung abholen, zu einem gewissen Teil. Ist das nicht so von den gleichen Leuten? Also ich meine, von dem das allererste. Ich weiß nicht, ob da die Metro-Leute dran sind. Nee, ich glaube nicht. Das ist GSC, glaube ich, heißen die. Ja, die machen Stalker. Ja, und wenn das rauskommt, hey, das wäre auf jeden Fall ein Titel, den Microsoft dann nochmal ganz nach vorne packen könnte, weil es einer der ist, der wirklich auch so einen schönen so Pedigree dahinter hat, also dass die Leute sich da richtig drauf freuen können. Ich hoffe, dass die Entwickler ihre Arbeit vernünftig machen können und da sage ich auch, lasst euch die Zeit, die ihr da braucht, bis eure NFTs alle fertig sind. Nein, die machen die ja nicht mehr. Die haben gesagt, die wollten die einbauen. Die haben die ja jetzt. Du meinst die jetzt, die NFBs, die da drin sind. Non-Fungible Tokens. Ich wollte gerade sagen, es sind keine mehr drin. Gregor, Alter.
Irgendwie wirst du schon monetarisieren können. Ich glaube nicht. Jetzt im Metaverse mit dabei. Will jemand noch was zu Stalker sagen? Nö. Sonst können wir gerne auf das Rating. Ich hatte mal einen Stalker. Wirklich? Anderes Thema. Wirklich? Vielleicht wirst du mal ein Stalker auch, ne? Ich war auch schon mal Stalker. Schön. Das Junge fehlt nicht. Sehr schön. sehr schön. Lass uns auf das Rating gucken für Stalker 2. Also es eine 5,9. Oha. Letztes Jahr war das einer der Hype-Titel tatsächlich. Ja. Also als wir. Ja, das ist die klar. Na, also, das war, glaube ich, unter den Top 3 tatsächlich. Ich denke sowieso, wegen der ganzen Umstände jetzt mit der Entwicklung ist verständlich, dass es das nicht dann wegen der Qualität des Titels die erwartet wird, sondern einfach wegen der Umstände, wie es gerade entsteht. Wenn ich jetzt den Titel hier gerade sehe, weiß jemand, wofür Stalker als Abkürzung steht eigentlich? Wenn da überall. Sehr anscheinend eine Abkürzung wohl, ne? Puh. Shadow. Strelok. Shadow Tactics at Large Compound. Enemy Reckoning. Keine Ahnung. Reconnaissance. Schreibt es in die Comments mit rein, wenn ihr wisst, wofür Stalker steht. Zwei Games haben wir hier noch auf der Liste. Das erste ist auch gar nicht mal so lange her, meine ich, dass es angekündigt wird. Ich muss gleich nochmal im Trailer sehen, dass ich es nicht durcheinander bekomme. Aber es geht um Windblown. Das sollte das neue Spiel der Dead Cells-Macher sein? Ja, das ist richtig. Ja. Oh. So ähnlich der Grund wie bei vorhin das Spiel vom Celeste-Studio, dass wir das hier reingenommen haben, weil es eben diese Credentials hat. Ich finde den Look dieser Comic-Sequenzen hier, die richtige Brawlhalla-Vibes von, den mag ich nicht so gerne. Aber das Spiel selber sieht ganz cool aus. Aber man denkt auch wieder, also es wird ein Roguelike oder ein Roguelite-Action-Spiel, soll der Fokus sehr auf Geschwindigkeit liegen, es spielt auf einer schwimmenden Insel und die kreist um einen sogenannten Vortex, der irgendwie tödlich ist und dann muss man verhindern, dass irgendwie dieses Dorf zerstört wird. Ansonsten denke ich auch wieder, ja gut, es wird halt so ein typisches Roguelite-Spiel, Wie man schon viele kennt. Offensichtlich Multiplayer. Ja, es wird wahrscheinlich genau das sein, dass du es dann Multiplayer vielleicht, dass du dich immer online hinbegeben musst, um die Gegner zu besiegen und alles. Der Stil mit dieser übertriebenen Brutalität in diesen Comic-Szenen vorher funktioniert für mich nicht so sehr, muss ich sagen. Okay. Also irgendwie, das sagt mir jetzt nicht, oh, guck mal, wie cool. Jetzt sind wir wieder bei den Happy Tree Friends angekommen. Oh, lustig, an die habe ich schon richtig lange nicht mehr gedacht. Ja, wird man auch nicht mehr lange dran denken, sagen. Aber es ist zumindest bei mir was mir nicht so besonders anmacht. Also ich hätte mir in Dead Cells 2 natürlich auch gewünscht, aber ich finde es. Also da muss ich sagen, weil ich so ein großer Fan bin von Dead Cells, dass sie so ein bisschen Vertrauen von mir kriegen, dass das geil wird, weil Dead Cells gerade im Spielerischen halt so unfassbar geil ist. Also es macht so Bock da. Das hat so ein, weiß ich, kann ich es nicht so gut erklären, aber es spielt sich so crunchy. Mhm. So, und wenn die das wieder schaffen in dieser Perspektive, die ja so ein bisschen schräg von oben ist oder was, mit Multiplayer, könnte schon ganz geil sein. Auch wenn der Grafikstil jetzt mit den Cartoon-Figuren mir jetzt auch nicht so krass anspricht, aber die kriegen von mir ein bisschen Vorstoß dabei. Ja, mal sehen, was sie mit dem etwas anderen Konzept anstellen können, weil wenn du dich schon in einem Genre gut bewiesen hast, heißt nicht automatisch, dass du ein anderes auch gut machen kannst, aber zumindest, dass du vielleicht deine eigene Sprache da drüber packst. Hat jemand zu Windblown noch was? Nö. Sonst würde ich ja auch sagen, wir checken einmal euer Rating aus. Ganz gut sein. Ja, können wir mal sehen, wie was für ein Kredit Dead Cells bei der Community hat. Ne? Ah, 5,0 im Mittelfeld, so ziemlich genau gelandet. Weil wenn man bei uns sagt, dass 7,2 halt das Krasseste ist, dann ist 5,0 ja schon sehr. Ja, weil wir haben es beim letzten Mal auch schon so ein bisschen durchgesprochen. Also es geht wirklich eben konkret um den Hype. Ne? Und je nachdem, ich glaube, viele Leute da draußen aus Erfahrung oder auch Schaden wird man auch klug, so in der Form, sich dann von einem Spiel voll so hypen zu lassen, was sage ich, gebe dem eine 10, ich freue mich so richtig darauf, dass man so oft schon auf die Nase gefallen, da wäre ich zum Beispiel auch vorsichtiger beim Wort. Ja, aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass einfach die Geschmäcker so unterschiedlich sind, es sind so viele unterschiedliche Genres. Du findest dann, jemand liebt Rollenspiele, aber du findest halt nicht, aber es gibt halt auch Leute, die Rollenspiele einfach nicht mögen, dann kannst du die auch mit dem geilsten Rollenspiel der Welt wahrscheinlich nicht überzeugen. Es gibt natürlich so Ausnahmen wie Elden Ring, was jeder liebt. Ich sag nichts. Gut. Hast du? Ich lieb's auch. Sag ich es. Es tut Bruce behaupten, dass es. Sekiro ist besser. Ja, gut. Nee. Das ist, weiß ich nicht, aber ist ja auch egal. Das Geld landet in der gleichen Kasse. Insofern.
Weil einfach Exzellenz setzt sich am Ende durch. Bei allem anderen kann man diskutieren. Ja. Wir haben einen Titel, den wir hier noch von euch voten lassen können. Auch eine Ankündigung, die es kürzlich gegeben hat. Und da bin ich persönlich sehr gespannt darauf, weil die Serie ein bisschen kleines Revival in den letzten Jahren wiederbekommen hat, nachdem sie lange brachgelegen ist. Wir haben nämlich Visions of Mana für dieses Jahr angesagt. Die Mana-Serie, ich meine, Secret of Mana, gerade für die Kids der 80er und 90er, eines der Highlights damals gewesen. Was jetzt die Fortsetzung anging, hat das nicht ganz dem entsprochen. Wir haben aber sehr schöne Neuauflagen, zumindest eine sehr schöne Neuauflage mit Trials of Mana vor einigen Jahren bekommen, was das Remake von Seiken Densetsu 2, dem Sequel von Secret of Mana gewesen ist, was nur noch ein bisschen unter kleinerem Budget, dann ich will nicht sagen gelitten hat, aber man hat schon gesehen, dass es nicht so ein super High-Budget-Titel gewesen ist. Jetzt hier Visions of Mana in dem Mana-Universum, Action-RPG mit, sehr viel Fantasy, Japano-Styling und was man bisher von den Ingame-Sequenzen gesehen hat. Ich habe mit Trials of Mana sehr viel Spaß gehabt, gerade auch was die Varianz in dem Kampfsystem angeht und wie du mit den verschiedenen Waffen und Charakteren dann arbeiten kannst. Ich will einfach wieder Pogo-Puschel kaputt hauen und ich freue mich sehr drauf. Ich stimme dir dazu. Bei Trials of Mana hätte ich auch nur eine Sache zu kritisieren, das war die recht schwache Grafik und ich glaube, dass hier jetzt das ein Pluspunkt ist, dass das Spiel nicht für die Switch angekündigt ist, sondern dass es PC, PlayStation, Xbox ist, weil du dann einfach nicht mehr auf die sehr limitierte Switch-Hardware Rücksicht nehmen musst und die das etwas schöner machen können. Und wenn es ansonsten die gleiche spielerische Qualität hat, dann bin ich da auf jeden Fall mit dabei. Es wird auch, glaube ich, ein Solo-Spiel werden, also ohne irgendwie Online-Multiplayer oder andere komische Sachen. Wird, glaube ich, schon das, was man sich wünscht und ich habe da richtig Bock drauf. Wann kommt das raus? Dieses Jahr. 2024 haben sie angesagt. Also da habe ich richtig Bock drauf. Ich finde, das sieht super aus. Also ich, das ist ein neuer Teil oder ein Remake. Ja, das ist nochmal, ist nicht ironisch gemeint jetzt oder so, aber ich finde es interessant. Warum? Ich habe nämlich eben gedacht, das ist eigentlich auch sehr ähnlich zu dem Grand Blue Fantasy, was wir ganz am Anfang hatten. Warum findest du das interessant? Habe ich mich gerade auch gefragt. Also erstens mal fand ich ja Grand Blue auch nicht scheiße, nur ich glaube, dass hier weniger, also es ist Action-Adventure und nicht Rollenspiel. So schätze ich das ein. Wobei, Action-RPG kann man. Und ich gehe einfach davon aus, dass hier weniger Gelaber ist. Ich verstehe schon. Das ist so der einzige eigentlich Punkt. Ansonsten könnte man, ich habe mich das gerade auch gefragt, warum tönte ich das jetzt ein bisschen an? Da ist natürlich auch ein bisschen meine Nostalgie. Secret of Mana habe ich damals Japan-Import gespielt auf dem Super Nintendo. Ich liebe dieses Spiel. Also in der Retrospektive. Da habe ich so krasse Erinnerungen einfach dran. Und dann sehe ich da diesen Mana-Baum, da kriege ich einfach schon direkt Gänsehaut. Ich finde, hier hat mich auch noch der Grafikstil noch so ein bisschen mehr so eine Mischung aus süß, aber auch trotzdem, weiß ich nicht, so Fantasy. Ich könnte es gar nicht sagen, aber es kann genauso sein, dass mich da jetzt dann ewige Gelabersequenzen nerven und ich bei Grand Blue denke, ach, das ist ja viel geiler. Ich wäre da aber bei dir, also für mein Gefühl auch, mir gefällt irgendwie der Stil hier, wirkt so ein bisschen kohärenter als das, was wir bei Grand Blue gesehen haben, das wahrscheinlich auf eine ganz eigene Richtung geht. Ich kenne eben die anderen Grand Blue-Spiele nicht, inwiefern da darauf Rücksicht genommen wird. Aber auch deine Anmerkung, Ede, ist es jetzt ein neues Spiel oder ein Remake? Wir dachten ja auch, als es enthüllt wurde, ich dachte auch zuerst, es ist ein Secret of Mana Remake, weil wir haben teilweise die gleichen Gegner gesehen, so wie der große hier dann Insektenboss. Und das kleine rothaarige Mädchen. Das kleine rothaarige Mädchen, das könnten ja alles nochmal Interpretationen sein. Der Mana-Baum ganz groß da drin. Es hat wohl viele Elemente, die nochmal so Callbacks zu den älteren Spielen sind, aber es soll wohl ein komplett eigenständiges Spiel sein. Und wie redelastig es ist, was sie sich an Systemen überlegen, Trials of Mana hatte ja durch die Charakterwahl viel Varianz, wie die Story erzählt wird und einfach mal wieder eine große Oberwelt, die man erkunden kann, Dungeons, die man machen kann, Gegner auf verschiedene Art besiegen. Ich hoffe, dass sie sich da richtig austoben können. Janina, ist das was für dich? Ich habe mir gedacht, dass du mich das fragst. Ich habe keine 50 Cent in die Mana-Reihe. War das ein Satz? Ich habe keine 50 Cent in die Mana-Reihe. Ich habe keine Aktien darin. Aber wie? Vielleicht kostet eine Aktie 50 Cent. Wieso denn 50 Cent? Ja, wenn man 50 Cent zu irgendwas, ist ja auch egal. Ich habe zumindest, ich habe keine Aktien in dieser ganzen Mana-Reihe. Okay, das kann mir aber vorstellen, dass ich in den Teil mal reinschaue, weil ich fand eigentlich auch, das sieht ganz cool aus.
und find's auch süß und ehrlich gesagt auch ein bisschen bin ich dabei Ede. Wieso hat mir das am Anfang nicht zugesagt und das ist aber ganz cool. Es ist wirklich ein bisschen dieses Textboxen-Ding und dieses diese weirde Vertonung, dieses Ha und dann Textbox, Aber das ist dann der Stil des Trailers, der geschnitten wurde, ja, weil hier nichts gesagt wurde. Und das war das auch nur, zu Granblue war das ja auch eher unsere Diskussion und hat nicht dem Spiel entsprochen. Klar, ja, aber ich kann ja nur den Trailer bisher jetzt gerade bewerten und dadurch, dass der Trailer so ist, finde ich das gerade angenehmer als das erste und ja, das sind meine 50 Cent dazu. Ja. Dann gucken wir mal, wie viel Cent von der Community hinzukommen und schauen, ob wir einen neuen Spitzenreiter haben oder nicht. Eine Chance gibt es noch. Es ist nicht ganz, aber schlecht. Wir haben eine 5,9. Damit ist Visions of Mana auf Platz 16 gelandet. Und damit haben wir auch unser Schlusstableau erreicht. Und sehen, Dragon's Dogma 2, da ist kein Spiel in dieser Folge dran vorbeigekommen. Da ist euer Hype-Level immer noch ganz hoch. Nicht. Dafür einen Klatscher da mit drauf. Ansonsten, aber wir sind uns schon einig, dass 2024 ein bisschen schwächer, also ich meine, 2023 war auch ein überkrasses. Ich wollte gerade sagen, also wie? Aber ich finde, ich frage mich, warum dann nicht das eine oder andere Spiel, was 2023 erschienen ist, warum die sich nicht gesagt haben, lass uns das doch 2024 rausbringen, wo eben nicht 80 AAA-Titel rauskommen. Das ist natürlich ein guter Punkt. Ich habe das Gefühl, wir haben 2023 so viele Spiele bekommen, weil die aus 2021 und 2022 in 2023 verschoben wurden. Und dann hat sich das leider so summiert irgendwann mal, dass wir einfach dieses Überangebot gefühlt hatten. Ich war auch bei dir auf den ersten Blick. Man kann es noch nicht wissen, welche Titel da natürlich noch mal mehr überraschen werden. Für mich als Rollenspieler ist auf jeden Fall ordentlich Zeug dabei, gerade auch in meinem Metier. Also ich werde mich sehr wenig beschweren können. Ob ich mich am Ende aber auch so geplättet von dem Spielejahr fühle wie 2023, kann ich natürlich noch nicht absehen. Ich meine, sowas wie Final Fantasy 16 ist ja, glaube ich, zwischen Hogwarts Legacy und Diablo und Zelda. Und Street Fighter 6. Und da denkt man sich doch, ja, ey, dann bringst du, wenn du jetzt Final Fantasy 16 in der Liste hättest, wäre das 100 Pro in den Top 3 wahrscheinlich. Aber ich glaube, das sind bestimmt auch irgendwelche interne Dinge, die wir nicht irgendwie Geld. Kann sein, dass die dann für ein Quartal oder sowas die Kohle brauchen oder so, ja. Kann natürlich und auch sein. Bei dem, wir sollten wahrscheinlich nochmal froh sein, dass so viele Spieler auf einem Haufen da rauskommen, weil so viele Studios, die jetzt geschlossen wurden und Entwickler geschasst wurden und die bei Embracer gelandet sind, werden vielleicht 25 und 26 nicht so eine Ansammlung an Geld Games hier nochmal haben. Aber so, ich klopfe gerne mal, wie ist dein Gefühl für das Jahr? Boah, also ich kann Ede nachvollziehen und ich sehe es auch so, dass dieses Jahr jetzt gerade in der Ankündigung noch nicht so viel große Kracher da sind für Ende des Jahres, aber für jetzt Januar und Februar sind da schon echt starke Sachen dabei, wie Final Fantasy Rebirth, können wir davon ausgehen, dass es Ende des Jahres dann auch bei den Game Awards dann wahrscheinlich zur Wahl steht. Es ist immer schwierig zu Anfang zu sagen, ob das Jahr jetzt gut sein wird oder schlecht, weil es immer noch so viele Ankündigungen gibt, die dann natürlich auf das Weihnachtsgeschäft 2024 dann zielen. Und dieses Jahr wird wahrscheinlich, hoffe ich, noch die Switch 2 angekündigt und da werden wahrscheinlich auch nochmal neue Sachen dazukommen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich gerade sehe, aber es ist natürlich immer schwierig, jetzt alles mit 2023 zu vergleichen oder alles mit Baldur's Gate 3. Also das Jahr 2023 ist Baldur's Gate 3 und mittlerweile muss man einfach alles mit den beiden vergleichen, dem Jahr und dem Spiel. Schwierig, aber trotzdem unzufrieden bin ich nicht. Ja, Janina, wie siehst du es? Wie ist die Liste für dich? Oder zumindest siehst du da genug Futter für dich dieses Jahr? Ja, ich sehe da schon genug Futter für mich. Es gibt auch noch ein, zwei Spiele, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Sowas wie Insoy oder so. Aber jetzt mal rein auf diese Liste bezogen, bin ich auf jeden Fall bedient. Man muss ja nicht alles toll finden und alles mögen. Das wird ja bei keinem so der Fall sein. Aber ich habe auf jeden Fall genug, dass ich sagen kann, yo, ich habe genug zum Streamen. Ich habe auch Sachen, die ich vielleicht auch mal privat reinspiele. Ich glaube, es ist ein cooles Spiel, ja. Ja, und Fabian, was denkst du? Ich glaube das auch. Also alleine von den 52 Spielen, die hier stehen, hätte ich wahrscheinlich auf die Hälfte Bock, weil wir natürlich auch schon eine Vorauswahl getroffen haben. Das sind ja nicht die 52 Spiele, die dieses Jahr erscheinen. Wir haben ja auch einige Sachen einfach rauslassen müssen, damit das irgendwie in einem vernünftigen Rahmen hier zeitlich ablaufen kann. Und wir haben heute, wo wir das live machen, den 11. Januar oder so, es wird eine ganze Menge Spiele noch geben, die einfach
noch angekündigt werden im Januar, Februar, März, vielleicht auch noch im Mai, die im gleichen Jahr noch erscheinen werden. Also auch hier, da haben wir eine Menge Spiele drin, sowas wie Prince of Persia oder so. Das wurde von einem halben Jahr angekündigt. Oder auch Mario. Also gerade Nintendo kündigt oft Spiele an, die ein paar Monate später rauskommen. Das ist ja nicht das Jahr abgebildet hier. Und selbst wenn es das wäre, würde ich sagen, hätte man immer noch genügend geile Spiele, um damit durchs Jahr zu kommen. Aber es ist nur ein Bruchteil des Spielejahres 2024. Ja, dann noch keine Sony-exklusiven Spiele, so viele bisher. Und Sony haut ja immer auch gerne gegen Ende des Jahres noch Sachen raus. Irgendwas wird da auf jeden Fall noch kommen. Was wir hier nochmal machen können, bevor wir uns verabschieden, nennen wir es mal Honorable Mentions oder gerade auch Spiele, die zum Beispiel kein Datum bisher bekommen haben, von denen wir wissen, dass sie dieses Jahr rauskommen. Wir haben auch manche hier nochmal ein bisschen vorbereitet, die eventuell für 2025 anberaumt sind. Ede, lass uns mal über das richtige Game of the Year sprechen, über den Elden Ring DLC. Naja, ihr habt mich ja relativ klar darauf gebracht, dass es gar keine offizielle Ankündigung gibt, woraufhin, das habe ich dann nochmal nachgeguckt. Und es stimmt, es gibt von FromSoft kein offizielles Statement, dass der DLC dieses Jahr rauskommt. Es gibt so ein paar Leaks, angebliche Leaks, die immer mit Vorsicht zu genießen sind. Irgendwie Thrustmaster bringt irgendwelche Elden Ring Joypads raus, die angeblich zu neuen Elden Ring Content kommen sollen. Ich find's merkwürdig, dass man gar nichts liest. Also du hast ja, glaube ich, seit 10 Monaten nichts Neues mehr über den Elden Ring DLC gehört, außer einem Bild, was ich auf eine gewisse Art und Weise schon wieder geil finde. Weil ich mir dann halt einfach denke, so, okay, lass die einfach machen. Ich brauche, weißt du, lass die in Ruhe, lass die da in ihrer Küche kochen. Und ich bin mir sicher, wann immer sie ready sind, was zu zeigen, die werden, wenn, lasst euch nicht drängen. Wir haben oft genug Spiele gehabt, wo irgendwas rausgepusht wurde und man sich gedacht hat. 50 Cent? Ja. Fair enough. dass du dann irgendwie gedacht hast, hättet ihr doch euch noch ein Jahr Zeit genommen oder so. Also, wenn es dieses Jahr rauskommt, bin ich absolut hyped, weil ich glaube, dass das auch in der Dimension dann so wird, dass man das wie ein neues Dark Souls, ja. Also ich glaube nicht, dass du einen Elden Ring DLC dann in 10 Stunden durchgezockt hast oder so. Ich bin gespannt, was es oder wie sie den Ansatz jetzt hier machen. Elden Ring war ja das größte Souls-Game sozusagen und auch bewusst auf diese sehr große Welt zum Entdecken dann gesetzt. Ist es jetzt irgendein neues Gebiet, wo man transportiert wird? Glaub, wird es etwas gemacht, was sich die Hauptwelt verändert, sodass du, was weiß ich, wie so bei MMORPGs fällt ein Meteor drauf und dann ist auf einmal anders? Bei Zelda halt, ne? Ab Zelda zum Beispiel, genau. Ich meine, so, Zelda Tears of the Kingdom hätte auch ein DLC sein. Es wäre zwar ein riesengroßer DLC gewesen, aber es hätte auch, wenn es einer gesagt hätte, es ist ein DLC, hätte wahrscheinlich keiner sich gewundert. Also, weil es halt die gleiche Spielwelt mehr oder weniger ist, auch wenn es enorm viel Neues hat. Ja, also das ist für mich auf jeden Fall mein Most Wanted-Titel. Ich habe hier sind noch Sachen drauf wie Monster Hunter Wilds oder so, aber das kommt ja erst nächstes Jahr. Wurde auch erst kurzfristig angekündigt. Es ist aber auch jetzt so eine kleine Liste, die wir haben. Da können natürlich auch so Sachen reinschmeißen. Janina, du hattest Insol genannt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich weiß auch nicht, was wirklich das nicht? Ist. Nee. Das ist von, das hat so ein koreanisches Setting und wird so ein Sims-alike. Ach so, ah, guck mal, da haben wir ja sogar einen Trailer dazu, genau. Die K-Pop-Version von Sims. Genau, und es wurde auch im Rahmen von der koreanischen Spielemesse 2023 einmal angekündigt und von Entwickler Crafton, den wir von PUBG oder Subnautica kennen. Callisto-Protokoll. Und die haben jetzt gesagt, ja, wir packen die Unreal Engine 5 raus und machen Sims irgendwie. Sims. Und aber in einem koreanischen Setting alles. Und ich finde das schon sehr spannend. Jetzt sieht man es mal ein bisschen. Das sieht doch super krass aus. Und ich mag das sehr gerne, diese Art von Spiele. Wie nennt man die so? Live- Sim-Spieler genau, soll eigentlich auch noch eins rauskommen, Live by You, mehr auf ungefähr März, glaube ich, 2024 angekündigt oder bis dahin verschoben. Und ja, die Leute, die Live-Sim mögen, ich hoffe, wir werden damit bedient. Ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt halt super geil aussieht und dann ist es gameplay-technisch mega kacke. Und dass man überhaupt nicht so die Möglichkeiten hat. Der hat gerade, glaube ich, Sims gespielt auf dem Rechner. Aber muss ich das dann selber machen? Also, wenn ich jetzt sehe, dass die da zum Beispiel die Tische da in dem Café sauber machen, weil wenn ich, das finde ich irgendwie komisch, wenn ich meine Küche zu Hause nicht sauber mache und dann ein Spielzeug, wo ich Tische putze. Ja, das ist anders. Powerwash Simulator, all diese Dinge. Ja. Ich weiß nicht, warum es anders ist, aber aus irgendeinem Grund ist es anders. Aber da kann ich es verstehen, weil ich habe halt keine Lok und ein Power
Strahl. Aber wenn ich eine verrostete Lok hätte und so ein, wie nennt man die Dinger? Ja. Hochdruckreiniger. Hochdruckreiniger, dann würde ich schon im Garten stehen und die, ja, die Lokomotive putzen. Aber hier klickst du ja drauf und dann gehen die hin und machen das automatisch. Das ist okay, ja nicht so, das wollte ich wissen. Das ist ja, ja nicht okay, so, dass du aktiv jetzt so, okay, ja, Maustaste hoch und runter, kann ich, aufwachsen, kann ich, abwachsen. Kann ich so einen Controller haben, wo ich das richtig mache? So ein Spezial. Ja, wie Nintendo Wii dann. Ja, genau. Oh Gott. Also wir wollten das ursprünglich sogar reinnehmen, in die normale Liste, aber ich glaube, es heißt, mittlerweile hat es so ein Release-Window von 2024 bis 2026. Ja. Also das war da auch sehr unwahrscheinlich, ja, dass das dieses Jahr rauskommt. Ich finde es aber auch, sieht interessant aus. Oder? Also wie gesagt, auch bei Live by You, ich bin sehr gespannt, weil es wird mal an der Zeit, ich bin großer Sims-Fan, aber es wird mal an der Zeit, dass die von der Spitze vielleicht auch mal nicht weggedrängt werden, aber dass sie die mal vielleicht teilen. Deswegen, ich bin sehr offen, auch in dem koreanischen Setting, dass da mal auch was mit hochspringt. Und ja, bisher so sieht's bringt man toll die Kinder aus ins Bett. Mhm. Machst du das nicht so? Ja, ja. Machst du nicht vor den Gangnam-Style, bevor du schlafen gehst? Gerade wenn es gerade eingeschlafen ist, machst du noch so Dance. Schlaf einen Gangnam-Style, ja. Aber es ist echt, es ist wirklich wichtig, dass es eine Konkurrenz zu Sims gibt, weil ansonsten machen die ja gar nichts mehr. Da so hauen einfach ein DLC nach dem nächsten raus. Ich habe noch nie Sims gespielt. Sims 5 ist aber auch in Entwicklung. Aber, oder? Nee, 5 oder so? Das müsste 5 sein, genau. Ja, genau, der vierte ist bisher der aktuellste, immer noch in einem Millionen-Paket. Und sie wollen ihn, glaube ich, auch bald, oder haben es schon kostenlos gemacht oder so? Ja, du müsstest eine Trial oder so, also zumindest irgendwas kannst du runterladen im Origin Store. Das sieht, also, schon sehr gut aus. Es sieht schon vor allem auch anders aus, also es hebt sich auch ab von Sims, weil Sims ist gerade mit dem vierten Teil in so eine sehr cartoonige Richtung wieder und sehr, sehr glatte Richtung gegangen und jetzt, das hat bei mir so ein bisschen mehr so einen Realistic-Look. Aber auch sehr uncanny. Ja. Ja. Was war eigentlich dieses gut aussehende Spiel, wo du die Kinder gespielt haben? Dokewi. Sie ist Pokémon mit koreanischen Kindern. Es ist schon wieder ein Korea-Spiel. In Unreal 5 Engine kannst du da herumlaufen. Du sammelst dann koreanische Kinder oder Monster. Was? Monster. Dokewi ist, glaube ich, Pokémon mit guter Grafik. Dokewi ist halt Dämon oder Monster im Koreanischen. Okay. Die haben es auch Dokewi genannt. Da kannst du auch wie verschiedene Reisen und so weiter. Also traversen. Das sieht ziemlich gut aus, aber mehr wissen wir halt auch nicht. Ich glaube, die arbeiten gerade an einem anderen Spiel. Weiß gerade nicht welchen, aber sobald das fertig ist, werden sie dann auch an Dokewi dann weiter feilen und irgendwann raushauen. Also okay. Guck's dir mal an, das sieht sehr merkwürdig und Dokewi uncanny aus. Okay, ja, nie gehört. Wollt ihr euch auf Judas eigentlich? Judas. Der Verräter? Judas in my mind. Das ist quasi das Spiel von den Leuten, die gesagt haben, sie möchten nie wieder Bioshock machen. Sieht aber zu 99% aus wie Bioshock. Weil man dann vielleicht doch jetzt wieder nochmal zu dem zurückkehrt, was man früher erfolgreich gemacht hat. Ich mag Bioshock. Ich hatte gerade erst Bioshock 1 ein bisschen wieder gespielt. Es sieht sehr stimmungsvoll alles aus. Es könnte aber echt einfach halt auch Bioshock sein. Das kommt auch dieses Jahr? Nee, deswegen haben wir es ja nicht drin gehabt. Ach so. Also wir gehen zumindest sehr stark nicht davon aus, dass es dieses Jahr kommt. Ja, der Style ist schon sehr, cool, wir haben Bioshock zu Hause, vielleicht aber in guter Art. Guck mal, auch genauso, schau es dir an. Sieht exakt aus wie Bioshock. Auch die Atmosphäre, ne? Also. Ja, so immer ja, so dieses... Schon mehr playful wirklich irgendwie. Krass. Wirklich. Plasmide, das ist die Plasmide. Wirklich. Aber es sieht nicht schlecht aus. Aber wir waren unter Wasser, ja, wir waren in der Luft, jetzt sind wir im Weltraum. Also und das, Fabian, meinst du, also es ist jetzt potenziell, wenn dann nächstes oder nächstes Jahr erst, ja? Da gab lange kein Update mehr dazu, deswegen glauben wir das. Ich glaube aber, dass es gut wird. Ich finde, dass die Leute um Ken Levine immer gute Spiele gemacht haben. Ich glaube, das wird was. Ja, ich würde mal reinwerfen, auch wenn wir, glaube ich, auch vor kurzem gehört haben, dass es erst ins nächste Jahr verschoben ist, wenn ich mich nicht irre. Aber ich hätte mich schon auf Professor Layton dieses Jahr gefreut, muss ich ganz ehrlich sein. Es kommt nächstes Jahr. Ja, das haben zuerst nochmal wurde gesagt, dass es dann wohl nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird, wenn ich es noch richtig verstanden habe. Quasi dann Professor Late. Professor Late. On, ja. Aber was macht Level 5 sonst? Also die hatten ja früher die Inazuma-Reihe gehabt, dann hatten sie noch Yo-Kai Watch. Yo-Kai Watch, nicht vergessen. Na, die Sache war, Level 5 war irgendwann mal ein sehr umtriebiger Spieleentwickler, die haben sehr viel rausgebracht und auf einmal gar nichts mehr gefühlt. Ne? Ich hätte auch gedacht, dass die irgendwie aufgekauft oder eingestellt werden. Jetzt haben die auf einmal wieder ganz viele Projekte in der Arbeit, unter anderem, dass sie das neue Layton angekündigt haben, was eigentlich schon sehr, sehr lange überfällig ist. Dieses Catriel-Spin-Off, was wir zwischendurch hatten, war nicht so ganz meins, muss ich sagen. Ja, das war auch erst Mobile und dann kam es für die anderen. War 3DS, Mobile und jetzt auch Switch unter anderem gewesen und mal wieder mit Luke und Layton unterwegs sein, hätte mal wieder Spaß gemacht. Ich würde mich am ehesten freuen, das ist einer meiner all-time erwarteten Titel hoffentlich, wenn Dark Cloud 3 irgendwann angekündigt wird von Level 5, dann würde ich
Flickflacks machen hier durch die Redaktion. Aber ich glaube nicht, dass es kommt. Das will ich sehen. Wie Shenmue 4. Aber, nee. bei Layton hätte ich mich aber drauf gefreut, aber leider wird es dieses Jahr nicht so weit sein. Habt ihr im Kopf noch irgendeinen Titel, den ich hier vermisst habe, potenziell? Ja, vermisst nicht, aber ich hab noch im Kopf Pony Island 2, Panda Circus, was quasi ein weiteres Spiel von Daniel Mullins ist, der Inscription gemacht hat. Mhm. Und seit Inscription hat man ihn halt auch so ein bisschen auf dem Schirm. Ich habe zum Beispiel von Pony Island 1 gar nichts gehört. Vielleicht kam das, also wahrscheinlich kam das dann vor Inscription. Und deswegen habe ich aber jetzt so einen kleinen Vertrauensvorschuss, weil ich gespannt bin, was er danach macht. Und es ist so ein magorische Reise durch Zeit, Mythen, Göttlichkeit und Videospiele sein. Keine Ahnung. Ihr könnt euch ja mal angucken, wie das so ein bisschen aussieht. Ich bin interessiert, Daniel Mullins, was machst du als nächstes? Ist aber, glaube ich, noch relativ unklar, oder? Hast du gerade besser auf dem Schirm, ob das für 24 nee, das soll nächstes Jahr frühestens kommen. Ich glaube, das ist auch noch relativ frisch angekündigt. Ist. Ja. War das nicht auch bei den Game Awards dabei? Ja, 2023? Da wurde es zum ersten Mal angekündigt mit ProCD im Trailer. Was? Ach ja, der Synchronsprecher, der das Eichhörnchen bei God of War gesprochen hat. Mach dir mal die lustigen Clips bei YouTube. Der etwas größere Koreaner. Schon wieder Koreaner. kurz, was im Chat gerade nochmal genannt wurde. Oh, hätte ich auch gedacht eigentlich, dass es dieses Jahr kommt. Also vielleicht gibt es noch kein konkretes Datum, aber Sandland. Hast du bestimmt auch bei Bandai Namco mal gespielt. Genau, ja. Dann letztes Jahr auf der Gamescom. Akira Toriyama-Franchise. Das war so ein Manga-One-Off gewesen, um so eine verdörrte Wüstenwelt, wo du so den Sohn des Teufels, glaube ich, gespielt hast, der sich mit Menschen zusammenschließt, um Wasser zu finden. Irgendwie so war das. Ja, also es war halt so eine Wüstenwelt, wo Wasser ganz rar war und dann tut er sich halt mit dem Menschen zusammen, um dann halt dem Ursprung dieser Dürre heraus also zu finden. Und dann gibt es verschiedene Fahrzeuge so im typischen Akira Toriyama-Stil, womit man dann in so einer Open World herumreisen kann. Also ich muss sagen, optisch ja, weil Unreal 5 Engine, spielerisch fand ich halt so, das Kampfsystem von, ich glaube, der Belzebub war der Hauptcharakter, war noch nicht so besonders. Es war, hat sich wie so ein typisches Third-Person-Action-Game mit ein bisschen Panzerfahren so angefühlt. Genau. Aber mal Toriyama, was nicht Dragon Ball ist, ist ganz nett. Aber wenn wir schon bei Toriyama sind, Dragon Ball Spark, oder wie war es nochmal? Sparking Zero. Sparking Zero. Hört sich an wie ein neues Getränk. Ja, klingt wirklich wie neues Sprite. Aber Sparking Zero wurde ja, glaube ich, auch bei den Game Awards angekündigt und ist wahrscheinlich jetzt einer der Hype-Titel für die ganzen Leute, die der Budokai-Reihe mögen oder generell Dragon Ball Games. Auch Unreal 5 Engine, man weiß leider nicht so viel zu dem Spiel. Hm. In den Trailer wurden halt auch einige Charaktere angekündigt, die dann auch erst durch die Super-Reihe dann vorgestellt wurden, so wie Kanon, Broly und andere Charaktere. Weiß man nicht. Ich warte halt einfach mehr. Also ich hoffe, es wird cool. Wir haben noch hier Light No Fire von den No Man's Sky-Leuten, ist das dieses Spiel, was sie auch bei den Game Awards gezeigt haben. Jetzt was, machen wir eine komplette Erde. Ich glaube, es kommt nicht so bald. Aber es sieht halt, also es sieht halt einfach auch genauso aus wie No Man's Sky, nur dass sie sich überlegt haben. Ja. Hä? Nur mit Skeletten. Aber coolen Flugtieren. Ja. Aber ich meine, da ist natürlich schon ein gewisses Potenzial, was die in ihrer Engine und ihrer ganzen Entwicklung haben, aber ich sehe noch nicht, wie das zu einem zu so einem kohärenten, zu sinnvollen Spiel. Also es sieht alles cool aus und wie bei No Man's Sky, du hast 1000 Millionen Möglichkeiten, aber macht's am Ende auch Spaß und motiviert's dich und oder ist es einfach nur so ein Showcase für eine Engine, mehr oder weniger? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Auch die, also Sean Murray, der Chef von Hello Games, nachdem er es angekündigt hat, hat ja auch ironische Witze hier nochmal drüber gemacht, von wegen verhebt euch nicht, nicht, dass wieder sowas wie bei No Man's Sky da zu Beginn entsteht. Natürlich haben sie das im Blick, aber ganz ehrlich, ich würde nicht mit dem Umstand jetzt Witzchen im Vorhinein machen. Liefert erstmal ab, bevor er dann wirklich dann zu viel versprecht. Und anhand eines Trailers, der interessant aussieht, da würde ich mich jetzt nicht. Nee, aber da sieht man es mal. Also letztendlich, die Engine kann das ja. Ne? Das, ob du jetzt mit dem Raumschiff oder mit dem Drachen fliegst, ist mehr oder weniger egal. So, und dann ist aber die Frage, du kannst da über die ganze Welt fliegen, aber ist dann da wieder nur irgendein random Object oder was? Du findest Items zum Craften, um noch mehr Items zu finden, um zu craften. Und muss noch mehr scannen. Ich finde halt, das ist so ein bisschen das, was mir so bei vielen Open-World-Spielen ist das einfach ein großes Problem, diese Open-World auch sinnvoll und motivierend zu füllen. Da bin ich noch skeptisch, aber es sieht schon nicht schlecht aus. Also das muss man schon sagen, die Engine bietet schon Möglichkeiten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch mal so ein Fiasko machen,
wie zum Release von No Man's Sky. Das können die sich ja nicht erlauben. Eigentlich also nicht. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass die sich schon was dabei gedacht haben. Oh, ja. Vielleicht wird dann noch die Koop mit Peter Molyneux angekündigt. Dann und NFTs. Ja. Und dann kommt Hideo Kojima und denkt sich, so, ey, das will ich hier in mein Death Stranding 2 haben. Mhm. Oh Gott. Sind alle miteinander verbunden, diese Spiele, merkst du dann am Ende. Es kommt ja noch dieses andere Kojima-Spiel mit Udo Kier. Ach, und ja, so. OD. Ja. Overdose heißt es? OD heißt Overdose. Ah, okay. Ja, werden wir aber auch erstmal sehen, was es ist. Wenn man auch ein bisschen so der Auftritt auf den Game Awards war ja auch nicht gerade besonders, muss man sagen. Nee, war nicht besonders sympathisch. Ich weiß auch nicht, ob sie nicht ein bisschen falsch einschätzen, für welche Art von Qualität irgendwie Udo Kier so steht. So 2024, ob mir geil, das ist ein Typ, den haben wir. Udo Kier, endlich. Hey, er war Juri an Alarmstufe Rot 2. Genau, wollte Kojima schon lange mit ihm zusammenarbeiten. Und weil Uwe er ihn aus, Boll. Da war aus er Uwe Boll Filmen kennt. Cry. Cyberpunk hat Keanu Reeves, die haben Udo Kier. Muss mal drüber nachdenken. Ich bin mal gespannt, ob wir in einer Woche hier sitzen und denken, ach krass, jetzt hat Xbox so viele Spiele da angekündigt oder Termine bestätigt, dass wir die ganze Sendung echt nochmal neu aufnehmen. Ja, machen wir dann einfach. Ich könnte fast sagen, wir werden wahrscheinlich in der Jones sehen und da vielleicht auch einen Termin für dieses Jahr. Ist aber zu unbestätigt gerade, dass wir das jetzt hier hätten aufgreifen wollen. Aber freut ihr euch auf das Indiana Jones-Spiel? Ich weiß nichts darüber. Von Machine Games. Von den. Ja. Schon, muss ich sagen. Ich dachte schon, aber ja, nein. Schon, ich freue mich schon darauf, muss ich sagen, weil so von wegen, wir haben ja schon lange nicht mehr für mein Gefühl so ein Action-Adventure, was ich jetzt erwarte von Indiana Jones. Ich denke mal nicht, dass es ein Ego-Shooter wird, auch wenn Machine Games natürlich sehr, sehr gute Shooter machen können. Mhm. Aber so ein schönes Action-Adventure mit Puzzlen. Ich fand auch jetzt Dial of Destiny war in Ordnung, war jetzt kein absoluter Highlight-Film, hat es jetzt nicht verdient gehabt, dass er so abgesoffen ist am Box-Office, aber es kommt davon, wenn du so viel Geld für so einen Film ausgibst. Nicht, dass da irgendwie das Spiel drunter leidet, jetzt, dass die Leute jetzt sagen, oh, wir haben nach dem Film keinen Bock mehr. Ich drück die Daumen und vielleicht kann ich da wieder ein bisschen Kind sein. Das Problem bei Dial of Destiny ja. War ja auch so ein bisschen, und das frage ich mich auch bei dem Spiel, wer ist die Zielgruppe? Ne, weil von den jungen Leuten, die sind einfach nicht so die krassen Indiana Jones Fans, weil die damit nicht aufgewachsen sind. Und so Leute wie wir, die damit aufgewachsen sind, für die war es aber auch dann zu wenig, also Indiana Jones, wie wir es vielleicht dann noch kennen. Ich frage mich immer so, für wen ist das Spiel? Wer sagt jetzt, ich brauche ein Indiana Jones Spiel? Da bin ich mal gespannt. Aber ich weiß auch nichts über das Spiel. Ich habe noch nichts davon gesehen. Ist halt wie mit Robocop, ne? Also ganz im Ernst, heutzutage ein Robocop-Spiel raushauen, ist auch ein bold Move, weil die junge Generation kann auch gar nichts damit anfangen. Das stimmt, aber es ist ein Roboter so wenigstens. Der altert dementsprechend nicht. Indiana okay. Jones ist halt ein Rentner mittlerweile. Weißt du, das ist die Sache bei Dial of Destiny, nicht um das die Diskussion dann auch mal so groß aufzumachen. Wenn du dann siehst, dass der Held deiner Kindheit, der allem weggepeitscht hat, ein alter Tatter-Greis ist. Ja, der rollt sich am Boden, macht dann und du denkst dir so, dann denkst okay. Du, oh, mir tut auch alles weh, wenn ich das James sehe. James Bond wird halt auch alle glaub, zwei Wochen wirklich, ihr spielt den alten Indie und nicht irgendwie einfach du spielst den jungen Indie, aber nichtsdestotrotz, das ist so ein bisschen immer noch ein Franchise für Hängengebliebene. Muss man sagen. Oh. Muss man sagen. Und nicht neu gewordene Fans vielleicht? Nee. Indiana Jones and the Wheelchair of of Pain. Of Pain. Mr. Jones. Der wird dann vom Conan dem Barbar. Er ist blauen Tabletten. Dann die roten Tabletten. Das ist das Puzzle dann, ne? Und das Wasser hinterher. And the Wheelchair of Destiny. Leute, lass uns mit dem Gedanken einmal rausgehen. Wir bedanken uns bei euch allen da draußen, nicht nur für heute eure Meinung, die ihr über den Chat freigeboten habt, sondern auch in der letzten Woche und natürlich auch an die schöne Runde, die wir hier wieder hatten. Danke an euch alle, dass wir den Abend gemeinsam hier durchgequatscht haben. Wenn es nochmal Sachen zum Ergänzen gibt, die werden wir unter anderem natürlich im Game Talk und in den anderen Formaten dann nochmal durchsprechen. Ihr könnt euch auch gerne am Supporters Club beteiligen. Der macht es möglich, dass sehr viele Formate hier auf diesem Sender umgesetzt werden. Und für die Leute, die schon machen, sagen wir extra Danke. Und ich würde sagen, Leute, wir haben uns ein kleines Päuschen verdient. Wir gehen in den wohlverdienten Feierabend. Gehabt euch wohl. Wir sagen Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.